Jetzt wird's ernst bei den 24 Stunden von Le Mans. Der Start steht in etwa einer halben Stunde, nicht ganz bevor. Und es gab gerade eben bereits ein ergreifendes Zeremoniell, weil die ganzen Nationalhymnen abgespielt wurden. Zuerst nämlich die der englischen Teilnehmer. Und 100.000 britische Fans grölten wie im Fußballstadion aus vollem Halse mit God Save the Queen. Und dann haben die Franzosen nachgelegt als Letzte, die lautstark, noch lautstärker einforderten, dass jetzt Le Jour de Gloire arrivé sei, nämlich der Tag des Triumphes gekommen. Peugeot auf der Pole Position. Peugeot soll endlich diese Fahrer schlagen. Alan McNish, Tom Christensen und Dindo Capello vom Seriensieger Audi. Es gibt eine riesige Erwartungshaltung an die Franzosen. Ein Peugeot steht auf der Pole Position, nämlich Stefan Sarrazin. Und dann kommt der beste Audi, der gefahren wird im Startturn von Alan McNish, dem kleingewachsenen, aber tierisch schnellen Schotten. Wir sind zu dritt beim Startturn heute. Frank Bieler, Ralf Kellenas und Norbert Okenga begleiten Sie während der Startphase. Um 15 Uhr geht's los. Solange stimmen wir Sie ein mit Hintergründen und mit Interviews direkt live unten von der Startaufstellung, wo jetzt gerade die Autos reinrollen und wo wir im Peugeot-Lager sind mit Stefan Sarrazin, dem Polsitter, dem schnellsten des gestrigen Tages, der eine gigantische Zeitrunde hingelegt hat auf den allerletzten Drücker. Natürlich bin ich zufrieden mit der Pole-Position. Das Auto hat sich gestern wirklich super angefühlt. Wir haben uns neben der schnellen Zeit auch optimal aufs Rennen vorbereitet. Wir müssten gut aussortiert sein. Wir stehen vor den erstbesten Audis und wir versuchen, unser Rennen zu fahren und denen unser Tempo aufzuzwingen. Und dann werden wir sehen. Wir haben drei gute Fahrer in unserem Auto. Und wir haben entschieden, dass Franck Montagny den Startturn fahren wird. Wir bewegen uns alle fahrerisch auf einem vergleichbaren Niveau. Das gibt einander also nicht viel. Ich habe die Polzeit gefahren. Jetzt soll Franck Montagny mal die erste Arbeit erledigen. Ich erwarte einen tierischen Kampf gegen die Audi. Und zwar über die gesamte Renndistanz von 24 Stunden. Das wird ein Sprint, bei dem jeder über die ganze Distanz 100% geben muss. Wer das nicht tut, der wird keine Chance haben, hier zu gewinnen. Und wir sind darauf bereit. Das also Stefan Sarrazin, der Pole-Sitter gestern vor Alan McNish aus dem Audi Team Just. Die Peugeot 908 sind derzeit etwa eine Sekunde schneller, so lauten die ersten Hochrechnungen aus dem Fahrerlager, zumindest von Audi. Mal sehen, ob das sich nachher auch wirklich so bewahrheitet. Es ist 30 Grad heiß unten auf der Startaufstellung und es wird von Mal zu Mal schwüler, möglicherweise eine Chance auf Regen am Samstag, am Sonntagmorgen. All das wird hier noch eine entscheidende Rolle spielen. Das Wetter ebenso wie die brütende Hitze. Wir machen mal eine kurze Pause und dann steigen wir richtig ein in die 24 Stunden von Le Mans. Der Audi R15 von Alan McNish, Rinaldo Capello und Tom Christensen, die amtierenden Titelverteidiger hier beim 24-Stunden-Rennen. Alan McNish aus Schottland, Tom Christensen, der achtfache Saisonsieger aus Dänemark, und Dindo Capello aus Italien. Eine routinierte Paarung oder ein routiniertes Trio, bei dem Alan McNish den Start fahren wird. Tom Christensen gestern Abend Experimente gefahren hat, hinein in einen Vierfach-Turn für die Reifen. Das bereits als Vorbereitung von gestern. Jetzt haben wir Tom Christensen am Mikrofon stehen für ein weiteres Kurzinterview, unmittelbar bevor es hier gleich losgeht. Tom Christensen, der Rekordsieger bei den 24 Stunden von Le Mans. 8 Siege hat er schon, ein Neunter könnte es werden. Etwa 50.000 dänische Fans drücken ihm hier vor Ort die Daumen. It's great, so many fans, so many people, so many Le Mans ist immer ein Highlight in der gesamten Motorsportsaison. Es ist wahrscheinlich das größte Rennen des Jahres überhaupt. Und die Atmosphäre mit den vielen, vielen Zuschauern, die ist gigantisch. Die saugt man auch als Fahrer über die ganze Woche in sich auf und man bezieht daraus seine Kraft für dieses wirklich kräftezehrende Langstreckenrennen. We have a new Audi R15. So the previous years we have run with something we know which was very reliable. Der Audi R15 ist ein neues Auto. Der alte R10, der war natürlich erprobt und zuverlässig. Wir haben mit dem R15 allerdings auch sehr viele Langstreckentests gefahren. Wir gehen davon aus, dass der genauso zuverlässig ist und ein bisschen schneller als der alte R10. Aber auch hier steht natürlich von unserer Seite aus zu erwarten, ein Kampf gegen die Peugeot 908, denn die sind auch extrem schnell unterwegs. Merci, thank you.
Mr. Le Mans, Monsieur Le Mans, also Tom Christensen von den 24 Stunden von Le Mans, die es bis jetzt gegeben hat, hat er 8 Rennen gewonnen. Teamkollege, früher von Frank Bieler, der neben mir sitzt am Mikrofon auf der rechten, zur linken ist es nachher Ralf Kellners, der das Wort ergreifen wird. Und wir warten auf Patrick Dempsey, den Schauspieler aus den Vereinigten Staaten. Der Ralf, du kennst die Serie, wo er mitspielt, ich habe keine Ahnung. Ich habe es ja mal ab und zu schon mal gesehen. Wie heißt sie überhaupt? Ja, gute Frage. Grey's Anatomy, genau. Aha. Und er hat sich jetzt den Traum erwirklicht, hier mal zu fahren. Und die machen das Ganze auch für einen guten Zweck. Die sammeln Geld für ein Kinderkrankenhaus hier in Frankreich. Le Mans ist ein langes Wochenende in vielerlei Hinsicht. Die Anforderungen an die Fahrer, die hören überhaupt nie auf. Es geht ja bereits am Dienstag los mit der Abnahme. Dann wird donnerstags qualifiziert, mittwochs freies Training. Und jetzt, wenn du eigentlich denkst, du hast das meiste hinter dir, geht es erst so richtig los, nämlich das 24-Stunden-Rennen, wo man kaum schläft, wo man ein bisschen dösen kann. Das ist für mich eine riesen Herausforderung. Ich bin zum ersten Mal mit dabei. Ich kenne den Motorsport aus der Grand Am Serie, wo ich in einem Mazda RX-8 unterwegs bin. Allerdings kann ich da nicht viel von mitnehmen hier nach Le Mans hinein, weil die Autos völlig anders sind. Wir werden schauen, wie wir uns aufteilen, ob ich in der Nacht überhaupt Stints fahre oder nicht. Das bleibt alles noch einmal abzuwarten. Für mich ist das hier natürlich alles Neuland. You have some solitude, which is really nice, but it's been such an incredible experience. It's one of those things that ich bin zwar neu hier, das Team allerdings verfügt über jede Menge Erfahrung im Langstreckensport. Ich gehe davon aus, dass hier alles perfekt vorbereitet ist und dass ich das Rennen fahren und auch genießen kann. Patrick Dempsey, also ein Ferrari-Fahrer aus der kleinsten Klasse der GT2-Kategorie. Insgesamt gibt es deren 4 LMP1-Sport-Prototypen mit 5,5 Liter Turbo-Dieselmotoren wie Audi und Peugeot oder maximal 6 Liter V10 Saugmotoren wie in den Aston Martin, in den Orica oder den Pescarolo Autos. Dann die LMP2, die Kleinwagenkategorie unter den Sportprototypen. 2 Liter Turbomotoren, ein anderes Leistungsgewicht, etwas geringer im Gesamtgewicht, aber auch andere Tankfüllungen und all solche Kleinigkeiten, nicht imstande mit den großen Autos mitzufahren. Und die GT1-Klasse, die ersten der seriennahen Autos, Chevrolet Corvette gegen Aston Martin, weiter von der Serie entfernt als dann die GT2, in der gerade eben Patrick Dempsey gefahren ist. Der Blick auf einen Porsche RS Spyder, das ist so ein Kleinwagen, ein LMP2, Vorjahressiegerauto in den Händen von Peter van Merkstein, Jeroen Blekemolen und Jos Verstappen. Jetzt wird das Auto eingesetzt von der Essex-Mannschaft rund um Christian Paulsen, einen Dänen, den Sie als Stammzuschauer von der Tourenwagen-Weltmeisterschaft kennen. Da fährt er im Team von Franz Engstler, Emanuel Collard und Kasper Elgard sind seine Kumpels an diesem Wochenende. Kasper Elgard hat die Trainingsbestzeit gefahren in der LMP2-Klasse vor dem Go Porsche RS Spyder. Eine kleine Überraschung, weil das Go-Auto eigentlich höher eingeschätzt ist als der dänische Essex Porsche aufgrund der homogeneren Fahrerbesatzung. Und das Christoph Tonceau im Pescarolo Jatt, grundsätzlich überarbeitet, dieser Eigenbau hier aus Le Mans. Das Team ist ansässig quasi in Sichtweite unserer Kommentatorenkabinen. Und das ist kein Diesel wie die Audi von euch, von Frank Bieler, sondern ein Benziner. Was sind da die Unterschiede? Ja, der Motor. Na, also wir haben natürlich, können weitermachen. Man hat natürlich seit 3-4 Jahren auf den Diesel gesetzt, weil man weiß, dass man längere Fahrzeiten hat, weniger Tankstops hat. Und das ist eigentlich dann im Rennverlauf der gravierende Unterschied. Leistungsmäßig, denke ich mal, wird es vom Reglement ausgeglichen. Und von daher eine Geschmackssache sozusagen und eine Philosophiesache. Audi setzt seit 3 Jahren, jetzt im 4. Jahr mittlerweile, eben auf den Diesel. Le Mans 2009, powered by Shell. Der Blick auf das drittplatzierte Auto auf der Startaufstellung, ein weiterer Peugeot 908 Turbo Diesel, gefahren von Pedro Lamy, dem kleinen Mann aus Lissabon, der auch für Zackspeed lange Zeit in Deutschland gefahren ist und sich hier im Langstreckensport einen guten Namen gemacht hat. Und das ist Alan McNish im Audi R15 mit den großen Höckern obendrauf. Ein Auto mit radikaler Aerodynamik, einer Neuentwicklung, die allerdings zumindest im Training noch nicht imstande gewesen ist, den Peugeot die Stirn zu bieten.
Ebenfalls mit am Start ist Bruno Senna in einem Orica Matmut AEM Auto, einem privat eingesetzten Auto aus dem Rennstall von Uecke de Schonack, der auch der Tourenbahn unterwegs ist. Ich habe die Einführungsrunde gerade oder die Formation Labs zurück zur Box gerade auf mich wirken lassen. Die Atmosphäre ist wirklich gigantisch. Die Zuschauer jubeln einem zu, wenn du draußen fährst. Und das musst du wirklich mitnehmen und genießen, dieses Rennwochenende. Das ist nicht nur ein Rennen, das ist eine Veranstaltung, die du dein Leben nicht wieder vergessen wirst, wenn du einmal damit mitgefahren bist. Wir haben eine klare Startreihenfolge ausgemacht. Stefan Ortelli wird den Startturn fahren und ich werde den dritten Fahrabschnitt fahren. Und wir werden diesen Rhythmus so beibehalten über die gesamten 24 Stunden hinweg, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Die Strecke hat sich seit Mittwoch, seit dem ersten verregneten Training, ziemlich weiterentwickelt, sodass wir unser Setup nicht entwickelt haben, sondern auch ein bisschen haben hochrechnen müssen. Und ich hoffe, dass die Hochrechnung für die Streckenentwicklung jetzt im Rennen sich auch tatsächlich bewahrheitet. Genau wissen wir das aber nicht. Genau weiß das keiner, auch nicht die beiden großen Werksteams von Peugeot und von Audi, weil es nämlich geregnet hat am Mittwoch beim freien Training. Was Sie hier sehen, die Einblendungen, an denen Sie die einzelnen Klassen erkennen können. Rote Startnummer, die LMP1 und so weiter und so fort, wie Sie es gerade gesehen haben. Der Regen am Mittwoch und die davor folgende Absage des sonst immer stattfindenden Vortests 4 Wochen vorher, die hat einiges an Ratearbeit gebracht, Ralf. Vor allen Dingen für die kleineren Teams war das schon schwierig, sich dann auf das Rennen optimal vorzubereiten. Die größeren Teams haben einfach gesagt, okay, wir gehen woanders hin, nehmen eine andere Strecke, die eine ähnliche Charakteristik mit langen Geraden hat. Aber für die kleineren Teams ist so eine Umplanung nicht so einfach zu vollziehen. Und für die wäre es schon gut gewesen, hier wirklich auf die Strecke zu kommen und all das ganze Programm, was sie haben, auch abzuspulen. Man kann mit Simulationen was vorbereiten, man kann sich auf Erfahrungswerte berufen wahrscheinlich. Ja, aber die kleineren Teams haben da also nicht jetzt die riesigen Computer stehen, wo man einfach das eingibt und sagt, so, jetzt habe ich mein Ergebnis. Da muss schon wirklich gefahren werden, denn nur wenn man die gerade runterfährt hier und wirklich genau, da kann man wirklich die Daten wirklich von abnehmen. Also das mit dem Computer ist schon ein bisschen was mehr fürs Werk und auch nicht ganz so hundertprozentig. Und jetzt geht's dann los in die Einführungsrunde hinein auf die gut 13 Kilometer lange Strecke, den Circuit des Hart. 5-mal hat Frank Bieler hier gewonnen und jetzt sitzt er zum ersten Mal beim Start, zum ersten Mal überhaupt nicht im Auto, sondern oben in der Sprecherkabine. Ja, ich darf mir den Start also zum ersten Mal anschauen jetzt in 9 Jahren. Und es ist natürlich ein ganz komisches Gefühl, ein anderes Gefühl. Die ganze Woche über habe ich gesagt, es macht mir eigentlich nichts aus und ich muss nicht unbedingt dabei sein. Es war früh klar, dass wir es nicht mehr machen. Aber ich muss sagen, jetzt am Start, da wäre ich doch gerne eingestiegen. Ich habe die Starts bei uns immer gefahren und es ist ein tolles Gefühl, dieses Rennen anzugehen. Dann steigt doch jetzt mal für uns ein, weil wir wollen jetzt alle wissen, was ist das hier für eine Strecke, was musst du können. Beschreib doch mal für Kurve oder bei dem Wechsel am besten sogar. Also erstmal ist es natürlich ein fantastisches Gefühl, jetzt dieses Rennen. Die ganze Woche war stressig und jetzt geht's endlich los. Und als Fahrer macht man jetzt das, worauf man die ganze Woche gewartet hat, nämlich Rennen fahren und nicht mehr irgendwelche Fragen beantworten. Man sitzt jetzt im Auto und überlegt eigentlich, ist das Setup wirklich okay? Man ist nie wirklich ganz aussortiert, egal wie viel Trainingssitzungen man hat oder wie viel Trainingszeit man hat. Und von daher kommt es jetzt eigentlich so zum ersten Mal zum wirklichen Showdown. Wir sehen die Fahrzeuge jetzt runterfahren nach der Dunlop-Brücke in die S-Kurve. Eine fantastische Kurve. Ich weiß nicht, wie der Ralf das sieht. Für mich eine, die hier und da erwähnt wird, aber eigentlich nichts Besonderes. Man spricht eher über die langen Geraden und über die Porsche-Kurven. Aber diese schnelle S-Kurve, Links-Rechts-Kombination, ist wahnsinnig schnell. Eingang, dritter Gang und dann in dem Rechtsweg hochschalten in den vierten. Sie ist leicht überhöht, wahnsinnig schnell. Macht sehr, sehr viel Spaß. Und ganz kurz, Luca Montezemolo ist hier Ehrenstarter. Eine politische Geste, die wir zumindest erwähnen sollten vor dem ganzen politischen Hickhack, den wir gerade haben in der Formel 1. Deswegen ist er ganz bewusst hier eingeladen worden. Und jetzt Frank oder Ralf, bitte weiter mit der Streckenbeschreibung. Jetzt kommen wir nämlich auf die Landstraße. Jetzt kommen wir auf die lange Gerade zum ersten Mal. Und da werden wir nachher dann die Windschattenspielchen sehen. Man wird versuchen, eingangs der Geraden natürlich so dicht wie möglich dran zu sein, um dann eventuell vor der ersten Schikane ein Ausbremsmanöver starten zu können. Im Rennen später nutzen die Geraden eben auch, um sich ein bisschen zu entspannen.
was sicherlich jetzt in der Startphase überhaupt nicht der Fall ist. Da geht es darum, jetzt mal klarzustellen, wie schnell ist wer. Wir haben zwar ein Qualifying gesehen, wir haben freie Trainingssitzungen gesehen, aber wirklich einen Anhaltspunkt, wo man wirklich steht, den bekommen wir jetzt in den ersten ein, zwei Stunden. Da geht es ja ordentlich geradeaus. Wie lang ist das und vor allen Dingen, wie schnell sind die Autos da? Man erreicht ca. 330, 340 Stundenkilometer. Das haben wir eigentlich fünfmal hier auf der Strecke, also die drei Geraden, dann in Richtung Indianapolis und nochmal Richtung Porsche-Kurven, wo man also immer annähernd die Topspeed erreicht. Nicht mehr so schnell, wie es natürlich vor einigen Jahren mal war, aber immer noch schnell genug, um eben bei Nacht schon ein mulmiges Gefühl vielleicht manchmal zu kriegen, wenn Teile rumliegen, wenn es regnet, wenn die Gicht vor einem ist, also dann sind die Geraden schon immer noch ziemlich tricky, aber bei Tageslicht oder bei trockener Fahrbahn kein Problem. Sehr schön kann man hier die Geraden immer dazu nutzen, wirklich zum Überholen. Was bei einem normalen Sprintrennen einfach hier fehlt, ist, dass man hart mit dem Gegner umgeht. Hier fährt man auch 100% an Speed, genau wie an einem Kurzstreckenrennen. Aber man nutzt hier wirklich die Geraden, um am Gegner vorbeizukommen, anstatt sich da hart mit ihm anzulegen. Und das ist ja hier natürlich, wie der Frank sagte, schon auf 5 Geraden alleine möglich. Auch nochmal kurz zu der Kurve, die der Frank angesprochen hat. Ja, ist eine sehr, sehr schöne Kurve, die ist sowas von fließend. Das merkt man von außen natürlich, merkt man nicht, welches Gefühl man da in der Kurve hat. Aber es ist wirklich eine ganz runde Sache, links, rechts. Kombination und das Banking, diese Überhöhung außen, die gibt einem wirklich das Gefühl, dass man wirklich in den Boden reingedrückt wird. Und das macht bestimmt auch einen Teil des schönen Gefühls der Ecke aus. Wir sind jetzt auf dem Weg zur ersten Spitzkehre, wo man von ca. 330, wie der Frank ja schon sagte, runterbremst auf, ich weiß nicht, sind das ungefähr 80 Kilometer? 80, 90 km/h, richtig. Ja. Da geht man wirklich so stark in die Eisen, dass wenn man keine Gurte anhätte, dann wird man, ich glaube, vor dem Auto landen. Sehr schwierig dort auszubremsen, aber möglich. Vor allen Dingen die kleineren, langsamen Autos kann man dort gut ausbremsen. Dies ist auch, man sieht jetzt die Autos auf dem Hügel, das ist, wenn sich einige noch vielleicht daran erinnern, wo vor 10 Jahren einige Autos abgehoben sind, die Mercedes damals. Man hat dann danach diesen Hügel etwas abgetragen, sodass das Ganze nochmal sicherer geworden ist. Und all das sind gesperrte Landstraßen, wo wir jetzt unterwegs sind. Keine permanente Rennstrecke, sondern eine ganz normale Rue Nationale. Das heißt wellig, uneben. Ja, ist ziemlich heikel. Also da, wo wir gerade waren, da ist es auch so, dass es nicht sehr breit ist. Man sieht das jetzt, da können zwei Autos nebeneinander fahren. Aber die müssen sich auch noch überholen bei 330. Und dann sind da zwei kleine Knicke, Rechtsknicke. Und da muss man schon ganz genau zielen, dass man, wenn man um die Ecke fährt und zu zweit ist, dass man da kein falsches Manöver macht und dem Gegner zu nahe kommt. Also hierbei ist das auch immer so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, auch wenn man ein langsames Auto, ein GT-Auto überholt. Das ist schon nicht ohne hier. Und jetzt kommt man in den Abschnitt Indianapolis. Da kommt eine sehr schnelle Rechtskurve und endet dann in diese Linkskurve, die im dritten Gang gefahren wird. Sehr, sehr schnelle Passage. Indianapolis, man kommt auch da mit Topspeed an, durchfährt die Rechtskurve dann noch im fünften Gang, um die Links dann anzubremsen, die im dritten geht, um dann wieder Richtung Anarch zu beschleunigen. Anarch ist eine Haarnadel, 90 Grad rechts, die immer unterschätzt wird, sehr schwierig zu fahren, zwar sehr langsam, aber sehr schwierig. Immer noch unterwegs in der Einführungsrunde bei den 24 Stunden von Le Mans und immer noch auf dem gesperrten Teil der öffentlichen Straßen in Richtung Anarch. Da sind wir jetzt vorbei, richtig. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den Porsche-Kurven. Nochmal wird hochbeschleunigt in den fünften oder sechsten Gang. Dann wird die Rechtsecke angebremst. Es geht nur einen Gang runter und dann kommt der schnellste Kurvenabschnitt der Strecke. Wahnsinnig schneller Abschnitt. Das sind eine Rechtsecke, dann kommt eine Doppel-Links und wieder eine Rechtsecke. Wo auch wirklich wieder die aerodynamisch guten Autos die Vorteile haben. Was heißt wahnsinnig schnell? Das weiß der Frank besser. Ich gucke immer nur auf den Drehzahlmesser. Was der Speed genau ist, weiß ich nicht. Vielleicht Frank, ja, man durchfährt diese Stelle jetzt hier mit ca. 250, 260 km/h. Wenn das Auto gut ausbalanciert ist, macht das riesig Spaß. Wenn man aber ein leichtes Untersteuern hat oder eventuell sogar ein Übersteuern, dann ist es eine Katastrophe, es ist richtig viel Arbeit. Wenn das Auto ausbalanciert ist, wahnsinnig schnell und schön zu fahren. Schönes Gefühl, wenn man gut durchgekommen ist. Wir sehen ja auch die Delta-Zeiten. Und wenn man dann sieht, in dem schnellsten Teil
da bin ich dabei oder sogar einen Tick schneller. Macht wahnsinnig viel Spaß. So, und jetzt kommen wir auch schon langsam zur Start- und Zielgeraden. Der letzte Teil besteht aus zwei Schikanen, einer schnelleren, einer langsamen. Jetzt noch nicht erkennbar kommt die erste Schikane, jetzt wo die Autos runterfahren, wird sie links eingelenkt. Man fährt dort relativ stark über die Curbs, die nicht sehr hoch sind, aber es sind doch relativ breite Curbs. Und das sind auch eigentlich die wirklich einzigen Curbs auf der Strecke, die hart genommen werden. Und dann durch diese dritte Gangschikane geht es dann zur nächsten Schikane, die auf Start und Ziel führt, die dann im zweiten Gang gefahren wird. Jetzt formiert sich das Feld auf der Pole Position. Stefan Sarrazin im Peugeot. Neben ihm Alan McNish im besten der Audi. Dann Pedro Lamy im weiteren Peugeot. Und Jean-Christophe Bouillon in den privat eingesetzten Peugeot 98 von Pescarolo. Dann Alexander Wurz und Mike Rockenfeller. Alexandre Primat und Stefan Mücke. So geht's auf die Reise. Alan McNish ein bisschen früher losgefahren, aufs Gas getreten als Marc Montagny. Montagny übernimmt allerdings erwartungsgemäß von der Pole aus dem Tour. Montagny in front auf der zweiten Position, Alan McNish. Dahinter dann Pedro Lamy und Jean-Christophe Bouillon. Natürlich keine Harakiri-Manöver in der Anfangsphase, sondern das Schlimmste, was passieren könnte, wäre hier ein Abflug nach einer Startrunde. Ja, also der Start ist heute eigentlich ziemlich human abgelaufen. Ich habe da schon andere Jahre erlebt, wo wir also schon im ersten Eck, in der ersten Schikane teilweise durchs Kiesbett gefahren sind. Hier hat man sich heute recht früh und ordentlich eingereiht und eingeordnet, sodass also das ganze Feld ohne Probleme jetzt bis auf die erste Gerade gekommen ist. Montagny in front, Alan McNish auf 2, Pedro Lamy auf 3, dann Jean-Christophe Bouillon und das Auto von KSM steht bereits an der Box. Ja, ein Auto, das schon im Training Probleme hatte. Es gab einen großen Unfall im ersten Training. Das Auto wurde dann innerhalb von 3 Stunden wieder zusammengebaut. Ja, und jetzt, wie man sieht, schon der erste technische Defekt, bevor es auf den Start eigentlich zugegangen ist. Das heißt, sie sind schon in der Warm-Up-Lippe reingelaufen in die Boxengasse und stehen dort jetzt und versuchen, das Auto wieder in Gang zu bringen. Auf dem Vormarsch zwei der Collis Audi R10 Vorjahresautos und auf dem Vormarsch ebenfalls einer der Peugeot 908, der vorbeigeht an Alan McNish. Pedro Lamy damit der neue Zweitplatzierte. Frank Montagny und Pedro Lamy, zwei Peugeot in Führung. Noch Alexander Wurz hat sich um eine Position verbessert, hat sich Jean-Christophe Bouillon gekrallt und damit ist Alexander Wurz ebenfalls der Nächste, der nach den Hacken schnappen wird von Alan McNish. Ja, ist natürlich für den Allen jetzt keine schöne Situation. Wer den Allen kennt, der weiß, der kennt nur einen Weg und der geht nach vorne. Und wenn das jetzt rückwärts läuft in der ersten Runde, wird der kleine Schotte natürlich einen dicken Hals haben, wie man so schön sagt. Aber es ist ja ein langes Rennen. Also ich habe eben schon erwähnt, man wird jetzt in den ersten Minuten oder in den ersten 1-2 Stunden sehen, wie sind die Kräfteverhältnisse. Und da muss man mal abwarten. Das kann also über Distanz natürlich jetzt auch wieder anders aussehen. Frank Montagny, Pedro Lamy, Alan McNish und Alexander Wurz, das die ersten vier. Dann Jean-Christophe Bouillon, Mike Rockenfeller und Stefan Mücke im besten der Aston Martin. Und Stefan Mücke aus Berlin, der einzige Deutsche im Aston Martin Werksaufgebot der ProDrive-Mannschaft. Die versuchen mit V12 Saugmotoren hier gegen die Turbodiesel-Übermacht anzukämpfen. Und wir sehen jetzt bereits eine ziemlich eindrucksvolle Soloflucht von den Peugeot. Ich hatte mit Marco Werner lange gesprochen, kurz vor Mittag, der sagte, besagten 1,2, 1,3 Sekunden, die könnten uns die Peugeot in der Anfangsphase durchaus geben pro Runde. Das scheint tatsächlich so zu passieren. Naja, wenn das in der Anfangsphase so ist, weiß ich nicht, warum sich das hinterher ändern sollte. Also ich glaube, wenn man mit einem Sekundenrückstand oder beziehungsweise mit Rundenzeiten, die eine Sekunde langsamer sind, dieses Rennen bestreiten will, dann hat man ein Problem. Ich denke, dass es ausgeglichener sein muss, um vorne wirklich mitzureden. Ja, da gab es eine sehr heikle Überholsituation oder einen Versuch zu überholen.
Wir haben eben schon angesprochen, Mücke auf 7. Mücke, ein sehr, sehr starker Fahrer, sehr schwierig zu überholen. Der Alexander Primar wird da so seine Problemchen haben, denke ich mal. Weil das Auto auf der Geraden sehr, sehr gut geht, der Lola vom Stefan. Und den dann auszubremsen und zu überholen, ist ein Riesenproblem. Und wir sehen auch, dass er jetzt in die zweite Runde geht mit doch einem ziemlichen Abstand. Es sind 2,3 Sekunden, die Fahrt-Botanie jetzt vor Pirolami führt nach der ersten Runde. Da kommt der Angriff von Alexander Wurz auf Alan McNish. Aber so einfach lässt sich McNish natürlich nicht überholen. Frank, wie sind denn die Topspeeds zwischen den Peugeots und den Audis? In der Regel ist es so, dass der Peugeot doch so 3, 4, 5 km/h eventuell schneller ist. Und da tut man sich natürlich schwer, so ein Fahrzeug hinter sich zu halten. Gerade jetzt sehen wir es. Er ist auf der halben Geraden dahinter, zieht daneben und er ist vorbei. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, also er hat es geschafft. Auch Alexander Wurz jetzt vor dem Alan McNish. Warum sind die Peugeot so viel schneller auf den Geraden? Gut, das hängt davon ab, wie man das Aero-Paket halt auslegt. Das geschlossene Auto könnte auch aerodynamisch auf den Geraden eventuell Vorteile haben. Aber man muss den berühmten Kompromiss finden, Kurvenspeed und Topspeed. Und da setzt dann eventuell Peugeot auf eine andere Philosophie. Wir haben ja dann auch im letzten Jahr im Laufe des Rennens gesehen, dass die Audis eben in den schnellen Kurven sehr, sehr schnell waren, eben weil man eventuell etwas mehr Downforce fährt. Und aufgrund dessen aber auf der Geraden dann eventuell das Nachsehen hat. Jetzt kommt nämlich auch schon gleich der nächste Peugeot an Alan McNish heran. Jean-Christophe Bouillon, anders gefärbt das Auto natürlich. Das ist kein Werkswagen, sondern ein Auto aus dem Team von Henri Pescarolo, dem sonoren Vollbartträger und früheren Le Mans Star. Der hat sich neben seinem offenen Prototypen, den Sie auf der Startaufstellung gesehen haben, auch noch eine Peugeot 908 gesichert. Damit hat er einen Benziner und einen Turbodiesel im Wettbewerb. Und Jean-Christophe Bouillon ist jetzt der nächste. Der McNish das Leben schwer machen wird. Dann nochmal eine strittige Wiederholung. Es gibt mittlerweile Palaver in der Boxengasse, weil McNish zu früh losgefahren sei, bereits vor Erreichen des Zielstrichs. Ja, das ist natürlich immer eine schwierige Situation. Die letzte Schikane ist sehr langsam. Hier sehen wir es nochmal. Und er wollte natürlich rechtzeitig beschleunigen, hat dann nochmal gebremst. Also ich glaube, es war letztendlich doch fair. Ich meine, letztendlich ist auch der Peugeot als erster in die erste Kurve eingebogen, also da jetzt Theater zu machen, halte ich für lächerlich. Vor allem der Frühstart ist beim 24-Stunden-Rennen nun wirklich nicht so entscheidend, glaube ich, oder? Es ist nicht so entscheidend, aber die Regel ist halt, dass der Polesetter als erster die Start- und Ziellinie überqueren muss. Und das ist nicht passiert. Soweit ich das gesehen habe, war der Allen mit einer Nasenlänge voraus und er hätte sich eigentlich schon aus der Ecke raus dahinter halten sollen. Und da ja Peugeot dieses Wochenende schon mal Wirbel gemacht hat mit einem Protest gegen Audi, kann das gleich die nächste politische Sache zur Folge haben. Der Kommandostand wird genau betrachtet, was da passiert ist. Es gab einen reichlich unglücklichen Protest gegen aerodynamische Bauteile am Audi R15. Es gibt zwei Anbauteile an der Front, die zum einen als aerodynamisch, vom anderen als Karosserieteil ausgelegt werden. Da wollte Peugeot gegen protestieren, nach der technischen Abnahme Protest abgewiesen worden, danach Berufung angekündigt, also ein ähnliches Theater wie damals zu Saisonbeginn der Formel 1 mit den Unterböden von Williams, Toyota und Brawn. Das haben wir hier auch mal kurz erlebt. Mittlerweile haben sich die Wogen aber geglättet. Es sei denn, Serge Solier, der nette Mann und Teammanager, wie Sie gerade am Kommandostand von Peugeot sahen, echauffiert sich jetzt noch größer über den Frühstart von Alan McNish, den wir gerade gesehen haben. Momentan allerdings drei Peugeot in Führung. Jetzt kommt das Auto von Kruse Motorsport wieder aus der Box raus. Der LMP2 Lola Mazda. Ein offenes Coupé. Eigentlich hätte Kruse hier einen geschlossenen einsetzen sollen. Hat sich dann doch auf den alten besonnen mit einem 2 Liter Mazda Turbo Motor. Dieser Mazda Turbo Motor war bis jetzt in diesem Jahr nicht gerade Quell der Zuverlässigkeit in der LMP2. Nun aber wieder die Perspektive auf Alan McNish, den Besten der Audi.
Und jetzt fallen auch schon die Aston Martin über deine Freunde von Audi her. Ja, die Anfangsphase sicherlich nicht im Geschmack von Audi, ganz klar. Aber es ist ein langes Rennen. Wir müssen jetzt mal abwarten, bis sich da jeder eingeschossen hat, eingefahren hat. Natürlich sind das alles Profis und die sollten direkt da sein. Sind sie sicherlich auch. Aber wir hatten wenig Trainingszeit. Es gab einige Problemchen an den Audis, die jetzt fürs Rennen wohl aussortiert sind. Aber da kann es natürlich schon eine Weile dauern, bis da wirklich... Das hat leider nicht so danach ausgesehen. Das war ein Abflug. Indianapolis eingangs, sehr schwierig, sehr schnell. Und da steht der erste leider im Kiesbett. Nämlich Alexander Primar. Dr. Wolfgang Ulrich, der Audi-Sportchef, schaut zu, wie sich Alexander Primar bereits frühzeitig, nämlich in der dritten Rennrunde, aus dem Cockpit seines R15 herausschält. Und das, bei allem Respekt, sollte nur wirklich nicht passieren in der Anfangsphase. Es sah so aus, als ob er die schnelle rechts, die im fünften Gang gefahren wird, vielleicht ein bisschen zu schnell anging. Hier sehen wir es. Ja, er war zu schnell in der Rechtskurve, hat das Auto dann verloren, beziehungsweise die Straße ging ihm aus. Und wenn man dann auf der linken Seite im Staub ist, auf der dreckigen Spur, dann kann man das Fahrzeug nicht mehr stoppen. Wobei wir vielleicht so fair sein müssen und jetzt mal abwarten, nicht, dass er vielleicht irgendein Problemchen hatte. Wir haben schon von einem Reifenschaden bei einem anderen Fahrzeug gehört. Also auch das könnte möglich sein, da sollten wir jetzt fairerweise mal abwarten. Tatsache ist, dass man das Auto, wenn man einmal da auf der linken Seite ist, für die Linkskurve nicht mehr zum Stehen bekommt. Für mich sah es so aus, als hätte er links, rechts, innen den Körper berührt und dadurch hätte das Auto leicht versetzt. Der Reifenschaden eben zur Klärung, das ist ein Auto aus der GT2-Kategorie, ein Aston Martin, da ist ein Pirelli-Reifen, hier sind wir auf Michelin hochgegangen, also auch eine andere Kategorie, anderer Hersteller. Ich würde sagen, das ist doch schon hier ein Fahrfehler gewesen, so wie es für mich aussah. Da kommt es nochmal hinten, aber das ist nur die Endphase dieses Abfluges von Alexander Primar. Und jetzt steht er mal da eingewürgt und eingegraben im Kiesfeld. Was passiert denn ist jetzt? Er hat ja eine ganze Menge Zeit noch theoretisch. Kommt ja, aber erstens ist es natürlich ein ganz dummes Gefühl, jetzt so früh ein Auto daneben zu stellen. Ich meine, es ist immer schlimm und tragisch. Man zieht ihn jetzt aber relativ schnell wieder auf die Strecke und er wird in die Box kommen. Dummes Gefühl, aber es ist ein langes Rennen und da ist sicherlich jetzt noch nichts verloren. Aber es war eine Geschichte, die sicherlich nicht nötig ist. Frank Motani in Führung, Pedro Lamy auf 2, Alexander Wurz auf der dritten Position, 3 Peugeot in Führung und ein Ginetta Zytec an der Box. Das ist das Auto von Lawrence Tomlinson, der verkappte Werkswagen der englischen wiederbelebten Traditionsmarke Ginetta. Alexander Primar versucht immer noch auf den Vater Toren zurückzufinden. In der Mitte Ralf Jüttner, der Teammanager des Audi-Einsatzteams Team Jöst aus dem Odenwald. Das hat dem natürlich gerade noch gefehlt, denn die haben sich auch eine Strategie ausgekegelt. Unter der Hand zumindest mal erzählt, um zu gucken, dass 3 Autos in verschiedenen Strategien losfahren sollen, um den Reifenverschleiß rauszufahren. Einer mit 2 Turns, einer soll 3 Turns fahren, einer soll vielleicht sogar versuchen, einen 4-fach-Turn zu wagen. Einfach um zu gucken, was das Reifenbild hergeht, ob das nachher mal möglich ist. Ja, vielleicht im 4. sogar noch anhängen. Es ist tatsächlich so, mit dem neuen Reglement vom Reifenwechsel her, dauern die Reifen, die Tankstupfen bzw. die Reifenwechsel natürlich viel länger. Und je länger man auf einem Reifen fahren kann, umso mehr Zeit spart man natürlich. Vorausgesetzt, der Reifen ist auch über die Distanz konstant, noch im 4. Stint. Und das wird man jetzt am Anfang des Rennens ausprobieren. Das ist ja eben die große Frage. Wie konstant ist der Reifen über die Distanz? Vielleicht mal eben zum Klassement. Wir haben auf den ersten 3 Plätzen 3 Peugeots. Danach kommt der Allen im Audi. Die Peugeots haben als schnellste Zeiten so um die 3,25 gefahren, alle 3 Autos relativ gleich. Und der erste Audi vom Allen und auch der vom Rockefeller, die fahren 3,29er Zeiten als beste Runden. Das ist ein sehr großer Zeitenunterschied, da bin ich überrascht drüber. Also knapp 4 Sekunden. Da gibt es irgendwie einen zu großen Unterschied, da muss man mal rausfinden, warum das jetzt so ist. Wenn das so bleibt, dann wäre das sehr, sehr negativ für Audi. Aber nochmal, was ist da los? Das ist ein ganz neues Auto. Der Peugeot ist vom Konzept her zumindest 3 Jahre alt. Da muss doch der R15 normalerweise mal mindestens gleich. Sollte man meinen, weil wir hatten diesen Unterschied auch im letzten Jahr am Anfang. Ich weiß nicht, mit welchen Strategien Peugeot in so ein Rennen geht. Vielleicht muss man auch im Laufe der Distanz da irgendwie Dampf rausnehmen. Ich weiß es nicht, wir fahren eigentlich oder Audi fährt eigentlich grundsätzlich auf dem gleichen Stand, ob jetzt Qualifying oder Rennen.
Und wir haben im letzten Jahr gesehen, dass dann die Peugeots doch nach ein paar Stunden plötzlich langsamer wurden und dieses hohe Tempo nicht mehr gehen konnten. Also von daher ist es jetzt im Moment nicht unbedingt überraschend, dass die vorne wegbleiben. In der Tat, das war innen den Körper mitgenommen und dann rausgehauen dadurch. Ja, scheinbar doch leider ein Fahrfehler, aber das zeigt auch, dass man eben immer am Limit sein muss, um hier irgendwie mitzuhalten. Jetzt also Reparaturarbeiten, die Front ganz offensichtlich lädiert durch den Einschlag. Jede Menge Kies wahrscheinlich auch mitgebracht im Kieslaster von der Kurve da draußen. Reifenwechsel logischerweise. Das Auto wird jetzt reingefahren in die Box. Als erstes wird immer betankt und nach dem Tanken geht es dann an die Reparatur. Das Auto hat genau eine Runde verloren im Kiesbett und jetzt wird man mal sehen, was noch in der Box anliegt. Aber die Jungs von Audi, von Jöss, sind super schnell und haben eigentlich immer alles im Griff. Man kann davon ausgehen, dass das auch jetzt wieder relativ schnell behoben wird. Der Einschlag war nicht so heftig, glaube ich, und der ist ja in die Reifenstapel. Also von daher sollte es reichen, die Frontpartie zu wechseln, also die Fronthaube und neue Reifen drauf. Blick in die LMP2-Kategorie. Emmanuel Collard liegt in Führung vor Seiji Ara. Dieses Auto war zwar Francorchamps, der Porsche RS weiter noch blau. Jetzt ist er plötzlich grün-weiß. Das ist das dänische Auto, mit dem John Nielsen, Kasper Elgert letztes Jahr hier gefahren sind. Nicht das Gesamtsieger auf dem Royal. Romain Dumas. Einer der Teamkollegen von Prévas hat sich am Funk über irgendwas beschwert. Was genau, kann ich Ihnen auch noch nicht sagen. Wir müssen jetzt mit ihm sprechen und uns das Auto genau angucken. Einfach Schwierigkeiten mit der Servolenkung scheint er wohl gehabt zu haben, dass die Servounterstützung nicht mehr ganz gut gegriffen hat. Und vielleicht war auch irgendwas am Reifen nicht ganz optimal. So sehr schnell im Moment. Überrascht mich überhaupt nicht, damit haben wir gerechnet. Denn die waren ja auch in der Qualifikation schon extrem schnell unterwegs. Das Rennen allerdings hat ja gerade erst begonnen. Da machen wir uns noch keine Gedanken drüber. Team Audi, il faut continuer. Je pense qu'on a déjà, il faut voir ce que vont faire les stratégies sur les pneus, notamment les Peugeot. Nous, on a des stratégies, à mon avis, qui vont être. Die Teams werden mit Sicherheit alle mit verschiedenen Strategien arbeiten, was Reifen und Tankstops angeht. Und darüber wird sich im Laufe der Distanz eine ganze Menge angleichen von dem, was Sie jetzt gerade sehen. In der Tat, darüber haben wir oft geredet, dass es hier verschiedene Strategien gibt bei der Tankerei und auch bei der Reifennutzung. Zweifach-Turns, Dreifach-Turns, was auch immer. Und auch der Benzinverbrauch ist womöglich unterschiedlich zwischen Audi und zwischen Peugeot. Es sollte eine Runde eigentlich zugunsten Audis gehen, nach Hochrechnung. Muss man abwarten, weil wir Audi kann eigentlich die Rundenzahl, die wir dann gleich sehen werden nach dem ersten Stint, relativ sicher, glaube ich, fahren. Und von daher geht man davon aus, dass es bei Peugeot auch durchaus so sein kann, dass die es gerade so schaffen. Zwar vielleicht mit ein bisschen mehr Risiko, aber es könnte auf die gleiche Rundenzahl hinauslaufen. Das ist das zweitplatzierte Auto der LMP2. Michelin, Partner im Langstreckensport und der Michelin Green X Challenge. Der Kampf um Platz 3 in der LMP2 Kleinwagenwertung. Johnny Kane im Lola vor Tommy Erdos in einem weiteren Lola. Das sind zwei der neueren Lola Coupé. Der erste ausgerüstet mit einem Judd V10. Der zweite ausgerüstet mit einem Mazda 2 Liter Turbomotor. Kane ist Teamkollege von Benjamin Leuenberger aus der Schweiz. Und Thomas Erdos, der Brasilianer,
fährt für das RML-Team, für jede Mannschaft, die in der Tourenwagen-WM die Chevrolet Cruze einsetzt. Das Ganze hier spielt sich ab im Rücken von Emmanuel Collard und Seiji Ara, den beiden Porsche-Piloten, die in Führung liegen. Und Ralf Kellenes, du bist ja auch schon mal so ein LMP2 gefahren. Wie ist der Unterschied zum LMP1? Ich bin mal ein LMP1 gefahren, ein LMP2, also damals hießen die Autos noch anders, das war im Jahr 2000. Das war damals eine Kategorie, die hatte 675 Kilogramm. Das finde ich jetzt ein bisschen kleinkariert, dass er damals LMP 675 geheißen hat. Ja, also der Unterschied war schon etwas anders zu den Autos von heute. Aber die waren ganz einfach leichter zu fahren als ein LMP1, das heißt, durch das Gewicht natürlich waren die Anbremspunkte ganz anders gesetzt, viel kürzere Anbremspunkte. Die Autos waren sehr schnell in den Ecken, weil wir auch einen guten Abtrieb hatten. Aber wir hatten halt nicht den Dampf auf den Geraden wie die großen Autos, weil die Leistungsunterschiede doch dann schon um die 150 PS ausmachten. Vielleicht mal kurz ein Update zur GT2-Kategorie. Dafür führt ein Ferrari mit Jamie Mello und dann zwei Porsche. GT1-Kategorie erst einmal, da sind zwei Chevrolet Corvette in Führung, die wir nämlich gerade sehen. Und zwar Jan Magnussen auf der führenden Position in der gelben Chevrolet Corvette. Oliver Gavin auf Platz 2, das sind die beiden einzigen Werksautos in der GT1-Klasse. Und die beiden, ihr Projektleiter Doug Feehan vorne im Bild, bei der Abschiedstournee dieser American Muscle Cars. Das ist der letzte Start für die Corvette überhaupt. Danach wird ein Corvette GT2-Auto auf Kiel gelegt werden. Das wird bereits getestet in Amerika, in Mid-Ohio. Jetzt aber hier wird alles auf Sieg gepolt für die stimmgewaltigen, klanggewaltigen V8. Jan Magnussen aus Dänemark in Führung. Und einer der Collis Audi R8, das ist Christian Albers, bereits früh in der Box. Das ist ein Audi R10 natürlich, der letztjährige Turbo-Diesel. Das sind die Chevrolet Corvette aus dem Team von Luc Alphon, die auf den Plätzen 2 und 3 fahren. Aber so früh hätte ich den Collis nicht in der Box erwartet, natürlich. Na, ist überraschend, aber es könnte sein, dass man natürlich versucht, die Autos auseinanderzuziehen und er eventuell, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es planmäßig ist. Vielleicht war es ein Reifenproblem, vorne links eventuell Bremsplatten eingefahren, weil man wechselt auch nicht alle vier Räder, wie ich das von hier oben beobachten kann. Und, aber ist auch ärgerlich, ist natürlich viel zu früh, er hätte länger draußen bleiben müssen. Frank Montagny schneidet durch den Verkehr, die Überrundungen beginnen jetzt also, beziehungsweise sind schon im vollen Schwange. Das ist auch für die Überrundeten nicht immer einfach, wenn dann ein Prototyp von hinten kommt und sich einmal wieder durchschlängelt. Jeder hat eigentlich seine festgesetzte Linie, die hier fährt, auch beibehält. Und wenn ein LMP im Rückspiegel erkennbar ist, dann ist das eigentlich kein großes Thema, weil man sich im Klaren ist, wie sich das überholende und auch das zu überholende Auto verhält. Von daher, jetzt hier ist es vielleicht bei diesem Rennen ein bisschen schwieriger, weil man hat 40 Neulinge bei dem Rennen dabei und das könnte natürlich schon ein bisschen zu Problemen führen, aber normalerweise sind das alles Vollprofis und die wissen, wie es geht. Und das ist die gerade von dir angesprochene ganz heiße Kiste, das ist nämlich der Kampf um die Spitze in der GT2-Klasse. Die ersten drei sprinten hier um den Kurs, in Führung liegt Jaime Melo aus Brasilien, dann Marc Lieb aus dem Schwäbischen und Patrick Long, zwei Porsche auf den Plätzen 2 und 3 hinter Jaime Melo. Ja, ein Porsche war gerade noch in Führung und als dann die Überrundungen anfingen, gab es wohl doch ein bisschen Platzprobleme und die Plätze wurden getauscht und der Ferrari kam nach vorne. Aber wie man sieht, fühlt er sich da vorne nicht ganz so wohl, zumindest im Moment, weil die beiden Porsche von hinten doch stark drücken. Man erzählt sich ein bisschen im Fahrerlager, dass die Porsche doch einen leichten Vorsprung bezüglich der Leistung haben und des Topspeeds. Und das würde es, wenn es so ist wirklich, dann würde es eigentlich heißen, dass die Porsche doch schon in den nächsten Runden vielleicht wieder vorbeikommen könnten. Marc Lieb bereitet wohl schon die Attacke vor auf den Spitzenreiter Jaime Melo in der kleinsten Klasse der GT2-Kategorie. Der Porsche 911 in einigen Details überarbeitet. Noch geht's nicht. Er hat sich, wie du gerade gesagt hast, als das schnellste Auto herauskristallisiert. Hier die Wiederholung vom Führungswechsel. Ja, da waren keine Überrundungen im Spiel. Am Ende der Geraden vor der Mulsanne hat er sich daneben gesetzt und vorbeigezogen. Der Ferrari ist besser auf der Bremse und hat das dann auch umgesetzt in eine Überholung. Jetzt kommt ein Überrundungsmanöver dazwischen, das bringt sie vielleicht ein bisschen auseinander oder auch vielleicht wieder weiter zusammen. Oder auch keins von beiden. Ja.
Manchmal muss man wirklich den Verkehr oder die Überholung dazu nutzen, sich eine Strategie zurechtzulegen, um zu sagen, okay, das hilft mir vielleicht, durch den Windschatten ein bisschen ranzukommen. Jetzt hierbei, wie du gerade sagtest, da hat es keinem was Gutes oder was Schlechtes gebracht. Die Onboard-Perspektive und der Blick auf den führenden Franck Montagny, der Franzose, der trotz Wadenbeinbruchs im linken Bein hier offenbar im Stand ist, die Führungsarbeit problemlos zu leisten. Wir verlassen Sie gleich hier auf Eurosport International. Nicht vergessen, direkt umschalten auf Eurosport 2. Da geht es ab 15.30 Uhr weiter mit Uwe Winter, Stefan Moser und Gustav Büsing für den nächsten Turn von unserer rund um die Uhr Live-Übertragung bei den 24 Stunden von Le Mans. Die Führung liegt vor der Übergabe und dem Kanalwechsel. Franck Montagny vor Pedro Lamy, Alexander Wurz, 3 Peugeot, dann Alan McNish im Audi, Jean-Christophe Bouillon, Mike Rockenfeller, Stefan Mücke und Darren Turner im Aston Martin. In der LMP2 führen Emmanuel Collard vor Seiji Hara. In der GT1 Jan Magnussen vor Oliver Gavin und Alexander Müller, respektive Lukas Lichtenheuer, der den GT3 Aston fährt. Und dann Remy Melo, Marc Lieb und Patrick Long in Front in der GT2. Das war's zuerst einmal von Ralf Kellners, Frank Wieler und mir, Norbert Okenga. Weiter geht's jetzt auf Eurosport 2. Next Challenge. Le Mans 2009. Powered by Shell. Zurück live in Le Mans auf Eurosport International. Stefan Sarrazin liegt immer noch in Führung vor Marco Werner, der jetzt im Audi R15 fährt. Dann David Brabham auf der dritten Position und Rinaldo Capello auf Platz 4. Momentan läuft nicht allzu viel zusammen in Richtung von Audi, sondern alles für die Marke aus Frankreich. In der Anfangsphase die Franzosen eindeutig überlegen. Vor allen Dingen das Auto, das mit Franck Montagny einen starken Beginn hingelegt hat. Und jetzt von Stefan Sarrazin, dem Pole-Sitter, gefahren wird. Marco Werner kann das Zeitenniveau nicht im Ansatz mitgehen. Momentan sind 4 Sekunden bei der letzten gefahrenen Runde zwischen den beiden. Und auch in Sachen Benzinverbrauch hat es sich nicht so weit ausgependelt, wie Audi das insgeheim erhofft hatte. Man hatte gehofft, erahnt, errechnet, dass man eine Runde mehr würde fahren können als die Peugeot 908. Aber nichts davon. Zumindest Stefan Sarrazin und Franck Montagny bewegen sich verbrauchstechnisch auf demselben Niveau wie die Audi. Da wird also jetzt Plan B kommen müssen demnächst. Wir sehen den Pescarolo Peugeot 908. Simon Pagenaud dort am Steuer, momentan auf der 7. Position. Das war das Auto, was in der Anfangsphase, kurz nachdem wir uns von International verabschiedet hatten, in den Unfall verwickelt gewesen ist, in der Boxengasse. In einem kuriosen Unfall beim Rauswinken hat er dort Pedro Lamy torpediert. Lamy voraus und Jean-Christophe Bouillon im Pescarolo Audi fuhr gleichzeitig seinen Standplatz an der Box ein. Man kollidierte mit Schmackes miteinander und das Auto von Pedro Lamy musste mit einem Reifenschaden eine ganze Runde um die Strecke eiern. Hat danach sich jede Menge mit Verkleidungs- und auch Teile bis hin von der Aufhängung bis hin zur Turboladerinstallation abgerissen auf der Schleichfahrt. Ein langer Boxenstopp war die Folge. Das Auto fährt mittlerweile wieder, aber damit hat Peugeot einen Sieganwärter verloren. Timo Bernhard, Romain Dumas und Alessandro Prémat. Dieser Audi beim Boxenstopp zurzeit. Auch in Sachen Reifen gibt es keine größeren Verschiebungen.
Untersuchung in den Kühllufteinlass vom Audi R15. Und das die beiden Pescarolo-Autos. Pagenaud auf der 7. Der zweite Pescarolo auf der 13. Position. Lua Rockenfeller Werner. Marco Werner bleibt im Auto. Das ist das Auto des Zweitplatzierten. Das sieht auch nicht nach deinem ganz normalen Boxenstopp aus. Zwei Mechaniker waren vorne an der Haube dran. Und es sah so aus, als ob die vielleicht entweder abnehmen oder etwas verändern. Da ein Wechsel der Haube, vielleicht ein kleiner Schaden. Und das geht bei den beim Audi sehr, sehr schnell. Vielleicht kostet das 10, 15, 20 Sekunden maximal. Ja, vielleicht 10 Sekunden. Sehr schnell. Schon der zweite Haubenschaden. Adam McNish hat in der Anfangsphase auch einen gehabt, weil der entweder irgendwo gegengefahren ist oder ein Trümmerteil aufgelesen hat, was da Pedro Lamy verstreut hat rund um die Strecke. Und während Marco Werner wieder auf die Bahn geht, gibt es das Gelegenheit, Richard Lietz zu begrüßen aus dem Porsche-Werkskader, der kurz zu uns gestoßen ist. Mit einem Auto, das, als wir sie auf Eurosport International verlassen haben, im Kampf um die Führung in der GT2-Klasse verstrickt gewesen ist, nämlich der Porsche aus dem Team von Horst Felbermeier und der Proton-Mannschaft. Mittlerweile, Richard, seid ihr nicht mehr mit dabei. Was ist passiert? Zuerst einmal hallo. Wir hatten leider ein elektrisches Problem und das Auto konnte dann keinen Sprit mehr ziehen und wir sind dann eigentlich ausgerollt. Und die genaue Ursache ist noch nicht festgestellt worden, aber momentan schaut es so aus, wie man das Ganze elektrische Ursachen hätte. Und das ist eigentlich schade, weil bis dahin lief es gut und man sieht auch jetzt, dass die Porsches vorne dabei sind in der GT2-Klasse. Und wir haben drei gute Fahrer mit dem Wolf Hensland, mit dem Marc Lieb, der auch mein Teamkollege in der Le Mans-Serie ist, gehabt. Und wir haben uns schon gute Chancen ausgerechnet, aber leider mit so einem frühen Schaden in der Anfangsphase natürlich alle Chancen vorbei. Ja, so wie ich das gesehen habe, wart ihr eigentlich die stärkste Besetzung im Kampf gegen den Ferrari, gegen den Risi-Ferrari. Und das ist natürlich schade, dass gerade das stärkste Auto von Porsche so früh raus ist. Ja, wir waren auch, also wir haben natürlich mit dem Team Felbermeier Proton ein super Team, wo wir auch sehr gut eingespielt sind durch die Le Mans-Serie, wo es sehr, sehr gut läuft. Und mit der Fahrer, sage ich mal, mit diesen drei Fahrern, Wolf Hensler, Marc und mir, haben wir uns schon viel ausgerechnet. Und wir haben auch gute Mischlereien. Lukas, nur, die Autos waren gerade drin und an einem Auto haben die Front gewechselt. Warum? Nicht ganz gehen wollten wie die anderen. Weil wir haben an beiden Autos die Front gewechselt, sowohl an unserem mit der Nummer 2 als auch am 1er. Wir müssen da einfach was ausprobieren. Lukas, nur sagt, wir haben an beiden Autos die Front gewechselt. Seit dem Start, dass Peugeot doch etwas schneller ist wie wir. Und da wollen wir jetzt was ausprobieren. Mal gucken, vielleicht kommen wir so dran. Was ist das? Kann man da ins Detail gehen ein bisschen? Nee. Aber generell sieht es nicht so schlecht aus für euer Auto mit der Nummer 2. Ja gut, ich meine, es sind glaube ich noch über 20 Stunden zu fahren und wie schon gesagt, wir merken, dass Peugeot geht hier ein sehr, sehr hohes Tempo. Wir hängen ein bisschen hinterher mit beiden Autos. Das dritte Auto hat ja leider am Anfang schon einen Unfall gehabt. Aber wir kämpfen, deswegen sind wir hier und jeder, der uns kennt, weiß auch, dass wir so schnell nicht aufgeben. Dankeschön. Danke. Didier André in langsamer Fahrt oder gar keine Fahrt mehr mittlerweile auf der Startzielgeraden. Wenn das früher gemerkt hätte, wäre er in die Box gekommen. Ja, so ähnlich ist mir auch gegangen eigentlich. Also ich bin einfach ausgerollt. Jetzt springt er wieder an. Ja, also bei uns war es im Prinzip so, dass das Auto keinen Sprit mehr gezogen hat und da bin ich noch auch ausgerollt. Wir haben nachher versucht, noch einige Startversuche und verschiedene Benzinpumpen hin und her geswitcht, aber es war einfach nicht mehr möglich. Wir haben insgesamt noch 25 Startversuche gehabt und dann war auch der Starter kaputt und die Batterie leer irgendwann einmal und haben wir uns entschieden, einfach aufzugeben. Aber der Kollege im Prototyp hat ja Glück gehabt und kann die Fahrt weiter fortsetzen. Das ist also der Blick auf den Stand der Dinge. Sarrazin vor Brabham, Werner, der jetzt diese Position verloren hat, an David Brabham im Peugeot 908. Dann Renato Capello im zweiten Audi hinter Marco Werner und dann bereits Thomas Enke und Jos Verstappen, die beiden Lola Aston Martin vor Simon Pagenaud. In der LMP2 führt immer noch Kasper Elgard im Dänen Porsche, vor jetzt Kunimoto im Go Porsche 911, im Go Porsche RS Spider und Benjamin Leuenberger auf der dritten Position in der LMP2.
Die Chevrolet Corvette bestimmen das Geschehen in der GT2-Kategorie. In Führung liegt dort Antonio Garcia, im Auto mit der 63 vor. Marcel Fessler, der die 64 mittlerweile übernommen hat, der Eidgenosse. Und alles andere ist dann bereits weit abgeschlagen. Auch deshalb, weil der Jet Alliance Aston Martin bereits in der Anfangsphase in technische Probleme geschlittert ist. Das Auto, wo Alex Müller sich auf Platz 3 qualifiziert hat und das von Lukas Lichtner heuer gefahren wurde im Start-Turn. Bereits nach der Einführungsrunde musste das Auto an die Box mit einer defekten Lichtmaschine. Danach ist man genau wie ihr, Richard, ohne Benzin ausgerollt mit ganz ähnlichen Symptomen. Mittlerweile ist man auch wieder zurückgekommen, sowohl an die Box als auch ans Rennen. Unten steht bereits zum Interview Audi-Sportchef Dr. Wolfgang Ulrich zur ersten Zwischenbilanz für die Autos auf den Plätzen 3. Dr. Ulrich, ich habe gerade schon Lukas Luhr gefragt, warum an beiden Autos die Front gewechselt wurde. Vielleicht können Sie mir nähere Details erklären. Er hat uns nicht wirklich gesagt, was da los ist. Ja, wir versuchen mit den beiden Nasen ein bisschen mehr Downforce an der Vorderachse zu machen, weil die Fahrer sich relativ stark über Untersteuern beklagt haben. Und das hatten wir weder im Qualifying noch bei den anderen Runs. Und wir versuchen damit darauf zu reagieren. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Glauben Sie, dass Sie damit die Geschwindigkeit der Peugeots mehr erreichen können? Ja gut, das war unser Ziel. Wir waren im Qualifying ganz knapp dran, obwohl wir, wie gesagt, im Rennsetup gefahren sind. Und jetzt ist der Unterschied deutlich zu groß und wir versuchen das jetzt auszugleichen. Dankeschön. Danke. Also eine Änderung an der Aerodynamik der Audi R15. Das klingt schon mal nach Plan B, oder Ralf? Ja, es sieht so aus, als ob die Zeiten sich jetzt wirklich gefestigt haben und die Peugeots sicher 2 Sekunden schneller sind als die Audis. Die Audis wiederum haben ungefähr, ich würde mal sagen, eine gute Sekunde Vorsprung vor den Lolas. Also wenn Audi da noch mitmischen möchte vom Speed her, dann müssen die sich jetzt wirklich früh was einfallen lassen und auch was richtig wirkt. Also die Aerodynamik jetzt nur an der Front zu verändern, das wird vielleicht, wenn es der richtige Schritt ist, etwas bringen. Aber die 2 Sekunden, die da mindestens notwendig sind, um an die Peugeots ranzukommen, die werden sie jetzt wahrscheinlich so dadurch nicht finden. Da muss schon irgendwas noch passieren in der Form von anderen Reifen oder anderer Reifenstrategie. Sonst wird es ganz schön eng, denke ich. Immer noch sind wir am Bild mit der Chevrolet Corvette bei ihrer Abschiedsfahrt. Vorne fährt der Mellock Lola aus der LMP2-Kategorie und dann ein tolles Audi R10. Momentan auf der 9. Position, gefahren von Christian Backerüth. Die Porsche Richard schienen bei den LMS-Rennen überlegender gewesen zu sein, als das hier der Fall war im direkten Vergleich zu den Ferrari. Also wir haben natürlich in der Le Mans-Serie mit der Fahrerpaarung schon ein gutes Team und wir können dort den Speed voll mitgehen, der Ferrari, und auch die ersten 2 Rennen haben wir gewinnen können. Wir haben eine von 2 möglichen Pole Positions eine geholt. Also wir haben da wirklich den Speed, um Rennen zu gewinnen. Normalerweise ist Le Mans schon eine Strecke für Porsche. Wir haben dieses Mal auf mehr Abtrieb gesetzt, weil wir dann in der Nacht vorhatten, die Reifen zweimal zu verwenden, also den sogenannten Doppelstint zu machen, um einfach Zeit zu sparen beim Reifenwechsel. Und deswegen haben wir einfach auf den Geraden etwas Zeit verloren, wo wir normalerweise den Ferrari deutlich überlegen sind. Dafür waren wir dieses Mal in den Porsche-Kurven sehr viel schneller und leider kann man da halt nicht überholen. Jetzt haben wir relativ viel Zeit verloren. Aber ich sage mal, erster und zweiter momentan sind sie ja noch. Wieder größere Umbauarbeiten bei einem von den 3 Aston Martin. Das ist ein Auto, wo auch Peter Cox mit drin sitzt. Was haben die gemacht? Die sind jetzt das zweite Mal in der Box. Schon ganz am Anfang, nach ungefähr einer Stunde, hatten die ihr erstes Problem und sind in der Box verschwunden. Und die sind jetzt auch schon relativ weit hinten. Was jetzt genau das zweite Problem war, weiß ich nicht. Aber sie haben wieder relativ viel Zeit verloren und sind eigentlich, würde ich mal sagen, aus dem Rennen. Sie fahren zwar noch mit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch unter die ersten 10 kommen. Da müssten schon viele Autos ausfallen. Also die anderen beiden Autos, das 07er und 08er Auto, die laufen wie Uhrwerke perfekt. Und das 09er hat schon den zweiten Futsack hinter sich. Im 07er, 007 sogar, auch Stefan Mücke unterwegs, gemeinsam mit dem derzeit 5. platzierten Thomas Enge. Und im 008er fährt immer noch Jos Verstappen. Momentan führen noch 2 Porsche, Richard Nietz, du hast es gesagt, einen davon haben wir gerade gesehen. Sind die homogen genug besetzt, um den starken Ferrari mit Jaime Melo und Di Casado und Pierre Caffa schlagen zu können? Beide Autos von uns, die noch im Rennen sind, jetzt mit IMSA Performance und mit Flying Lizard, haben einen sogenannten Gentleman-Fahrer am Start.
beides Mal die Teambesitzer des Teams. Das ist einmal der Seth Nyman und einmal der Raymond Arak, mein Teamkollege von letztem Jahr. Gemeinsam mit Renault, mit Patrick, habe ich 2007 das Rennen gewonnen. Also sind die auf alle Fälle in der Lage, dieses Rennen wieder für sich zu entscheiden. Bei Flying Lizard, sage ich mal, der Seth steigert sich zwar jedes Mal, aber ich sage mal, der Raymond ist da schon der bessere Gentleman-Fahrer. Und egal, wer es von den zwei wird, Hauptsache es wird ein Porsche. Und die beiden, die du gerade ansprachst, sind jetzt auch gerade in den Autos. Raymond Arak im führenden, Seth Nyman am zweitplatzierten und Pierre Kaffer fährt momentan im Risi-Ferrari auf der dritten Position. Das heißt, wir gucken uns mal die Zeiten an von Arak, der ist gerade 406 gefahren. 412 gefahren, richtig. Und Seth Nyman 422 und Pierre Kaffer 406. Das ist also schon mal ein ordentliches Stück Brot, was er wegkauen muss. Ja, es wird spannend, so wie das ausschaut, muss man deutlich sagen. Also der Kaffer, der Pierre ist hier wirklich schnell unterwegs, ist auch gerade die schnellste Runde auf dem Auto gefahren von seinen drei Kollegen oder zwei Kollegen. Und so macht er natürlich schon deutlich Meter auf unsere Jungs. Aber ich hoffe natürlich, dass noch die Kollegen vom Raymond und vom Seth das wieder rausreißen, sage ich mal. Meine Werksfahrkollegen Patrick Pellet, Patrick Long bei IMSA und Jörg Bergmeister bzw. Darren Law noch als Kollege bei Flying Lizard. Aber wenn Pierre Kaffer so weitermacht, dann dauert es keine Runde mehr, dann ist er dran an Seth Nyman. Der Rückstand ist nur 10,2 Sekunden vom derzeit drittplatzierten auf den zweitplatzierten in der GT2. Thomas Enge und Jos Verstappen, die beiden bestplatzierten Lola Aston Martin, mit einem anderen Motorenkonzept unterwegs, ein V12 Motor, vor allen Dingen aber ein aus dem GT1, also quasi ein Serienmotor entlehnt, angepasst ins Heck dieser Aston Martin. Und hier zum ersten Mal ausgerüstet mit einer Direkteinspritzung, erst hier fürs Rennen überhaupt nur bekommen. Damit hofft Aston Martin mit dieser FSI-Technik statt der Saugrohreinspritzung den Verbrauchsnachteil gegenüber den Dieseln mindestens zu egalisieren. Man möchte genauso lange fahren mit der FSI-Technik, wie die Audi es können. Und bis jetzt scheint das auch ziemlich aufzugehen. Kaffer auf der zweiten Position in der GT2-Klasse mittlerweile vor Seth Nyman. Seth Nyman wird jetzt gerade überrundet vom Porsche RS Spyder von Kunimoto. Ja, der Seth ist jetzt zurzeit ungefähr 10 Sekunden langsamer unterwegs als der Pierre. Und da wird natürlich dann der Abstand sehr, sehr groß werden. Die haben alle gerade neue Reifen aufgezogen, das heißt, jetzt sind normalerweise Doppelstints dran. Das heißt, das Ganze geht mindestens 25 Runden lang oder sogar noch mehr. Und wenn er da 10 Sekunden kassiert oder 8 Sekunden pro Runde, dann ist das natürlich auch für den Rest der Truppe, ich will nicht sagen, fast unmöglich aufzuholen, aber das wird natürlich sehr, sehr schwer. Das war gerade eine ganz schön knappe Aktion hier. Das hat der Seth vielleicht auch nicht früh genug gesehen. Denn sonst, wenn man sich im Klaren ist, dass einer hinten im Spiegel ist, dann reiht man sich schon früh ganz links an der Linie ein. Das war hier nicht der Fall. Also denke ich mal, war das gerade ein bisschen knapp. So knapp, wie es aussah, war es wahrscheinlich auch. Ja, also der Raymond Arak, ich denke mal, der gibt hier eine ganz gute Figur ab. So wie das aussieht, hat er gerade eine 6er-Zeit gefahren, die nur unwesentlich langsamer ist als die bisher schnellste Zeit in dem Auto. Das heißt also, der wird dem Pierre ebenbürtig sein. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass er wahrscheinlich den Abstand halten kann, der auch relativ groß ist, 45 Sekunden. Also Porsche vor Ferrari und Porsche. Arak war in der Runde sogar noch ein Ticken schneller als Pierre Kaffer, was mit Überrundungsvorgängen zu tun haben dürfte, oder? Ja, also natürlich ist so viel los auf der Strecke und die Strecke ist zwar lang, aber du wirst immer wieder irgendwie aufgehalten durch, sage ich mal, Prototypen, die dich ausbremsen an Stellen, wo du noch einfach mehr Zeit verlierst. Normalerweise schätze ich den Pierre deutlich schon schneller ein wie in Raymond, wobei die 4-6-4 von Raymond muss wirklich Hochachtung zollen, sage ich mal, weil die Runde ist schon richtig gut gewesen von ihm. Und wenn er diese Performance halten kann, dann wird sich der Pierre schwer tun mit ihm aufholen. Das ist der Drazen Aston Martin, der auf der 44. Gesamtposition liegt, in der GT2-Kategorie erwartungsgemäß keine Rolle spielt. Der ehemalige britische Minister Drazen, Lord Drazen sogar, sitzt selbst am Steuer.
Marino Franchitti ist in diesem Auto der schnellste Mann, aber vom Konzept her, Richard Lietz hat der Dresden Aston Martin gegen euch offenbar keine Chance, weder gegen den Ferrari noch gegen den Porsche. Das Auto ist noch frisch in der Entwicklung, also sie fahren zwar die Le Mans Serie und entwickeln immer weiter gemeinsam mit Prodrev und Aston Martin, aber es ist noch nicht ganz auf dem Level von Porsche und die ACO hilft ihnen zwar immer wieder mit, sage ich mal, größeren Restriktoren und irgendwelchen Balance of Performance Geschichten, aber momentan sind sie noch nicht da, wo sie hinwollen und Porsche, muss man sagen, ist deutlich schneller. Boxenstopp bei einer der beiden Chevrolet Corvette und auch ein Boxenstopp bei der Orica-Mannschaft. Nicolas Lapierre, Soher Ayari und Olivier Panis teilen sich dieses Auto. Auch da hat der Blitz schon mal eingeschlagen in Form eines Crashs von Stefan Ortelli, der das Auto in die Wand genagelt hat, aber weiterfahren kann. Pedro Lamy natürlich weit zurückgefallen durch den Crash, den unverschuldeten, den er gehabt hat. Natürlich werden wir weiter angreifen, aber es wird von der jetzigen Ausgangsposition natürlich sehr, sehr schwierig, irgendwas noch auszurichten. Wir fahren jetzt im selben Rhythmus wie die Führenden, aber wir liegen halt so weit zurück, dass wir nur noch über die Konstanz und über die Zuverlässigkeit überhaupt noch weiter nach vorne kommen können. Also schwer nach so einem Zwischenfall die Motivation wiederzufinden. Andererseits macht natürlich das Auto zum Fahren auch dann noch Spaß, wenn man weit hinten liegt. Daraus beziehst du nach solch einem Rückschlag automatisch die Motivation. Deswegen kämpfen wir auch weiter. Die Orica-Mannschaft, also Hugues de Jonac, kommt rein in die Box zur großen Lagebesprechung. Stefan Ortelli ist eingeschlagen während unserer Abwesenheit bzw. unserer Übertragung auf Eurosport 2. Es hat einen längeren Stand, eine längere Reparatur gegeben an der Heckpartie des Orica-Autos. Mittlerweile ist der Wagen wieder auf der Bahn. Allerdings mit Didier André am Steuer mittlerweile, Bruno Senna am Steuer mittlerweile auf die 18. Position zurückgefallen. Hinter das Orica-Auto mit Didier André. Nicolas Lapierre im Gespräch mit Olivier Panis und Hugues de Jonac. Man hat bei diesem Team vor allen Dingen auf Konstanz gesetzt, sowohl in der Qualifikation als auch im Rennen, war die oberste Maßgabe, bloß nichts kaputt machen, auf jeden Fall auf Nummer sicher fahren und ankommen. Das hat im Falle von Stefan Ortelli schon mal nicht funktioniert, nachdem der einen Fahrfehler gemacht hat und deswegen abgebogen ist in die Leitplanken. Und auch hier gibt es offensichtlich eine ganze Menge zu besprechen, denn ein zufriedener Hugues de Jonac, der trägt einen anderen Gesichtsausdruck zur Show, als das gerade hier der Fall ist. Ja, die Autos sind auch im Verhältnis zu den anderen, ich sag mal Lola, was jetzt vielleicht ein vergleichbares Auto ist, vom Konzept her kein Diesel, sind schon relativ langsam. Also die haben noch mal 2 Sekunden oder 3 Sekunden, die sie verlieren auf die Lolas. Das heißt, insgesamt fehlen ihnen fast 7, 8, 9 Sekunden auf die besten Zeiten der Peugeots. Und von daher kann man da natürlich absolut nicht zufrieden sein. Und das liegt nicht nur alleine daran, dass die nicht das Budget haben wie die Werke. Werke werden natürlich immer schneller sein als Privatteams, aber ich glaube auch hier sind wirklich die Motorkonzepte von die Dieselkonzepte wirklich überlegen. Ich weiß nicht, ob das Reglement hundertprozentig fair da ist, das können die Techniker besser beurteilen, aber es sieht schon so aus, dass die Autos, die hier mit den Dieseln unterwegs sind, schon einen kleinen Vorteil haben. Also Hugues de Jonac hat dazu gesagt, dass das nächstjährige Reglement, dass das fairer sei als das jetzige, dann sei mal eine Angleichung erreicht. Mittlerweile sind wir noch einen Schritt von der Angleichung entfernt. Und das deckt sich eigentlich auch ziemlich mit dem, was wir hier sehen. Die Diesel, wie beispielsweise der Audi TDI von Rinaldo Capello, der auf Platz 3 fährt, schneller und beim Verbrauch ebenfalls mindestens ebenbürtig. Rinaldo Capello fährt 3:31.2. Sarrazin und David Brabham sind auf der letzten Runde erneut deutlich schneller gewesen. Sarrazin 3:29.2 und David Brabham 3:30.0. Also da hat sich das Kräfteverhältnis an der Spitze noch immer nicht verschoben. Immer noch hechelt Audi hinterher. Und das verblüfft, glaube ich, vor allen Dingen die Audi-Leute selbst, dass die hier dermaßen ein eingeschenkt kriegen in der Anfangsphase. Ja. Ein neues Auto ist ja konzipiert worden für dieses Jahr.
Man hatte letztes Jahr ein bisschen das Nachsehen von den Zeiten her, hat das Rennen trotzdem mit viel Geschick gewonnen und hat sich jetzt natürlich erhofft, mit dem neuen Auto doch zumindest ebenbürtig mit den Peugeots zu sein. Und das war auch lange Zeit so im Training. Nicolas Lapierre ist jetzt zum Gespräch bereit, um uns zu erklären, warum er so zerknirscht reinschaut aus dem Auto kommend. Die Boxenmannschaft hat sehr schnell gearbeitet. Wir haben die nötigen Arbeiten zackig erledigt. Die Reifen kommen jetzt auch langsam. Das war in der Anfangsphase nicht so ganz optimal. Mittlerweile wissen wir aber, wie wir mit den Reifen umgehen müssen, sodass die Geschwindigkeit hoffentlich besser werden wird. Wenn es ein bisschen kühler wird zum Abend heraus, dann müssen die Reifen normalerweise besser sein. Die Konkurrenz ist ziemlich weit vorne zurzeit. Ouais, je pense qu'on a une voiture qui est un peu moins performante que les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'en fiabilité, si on a un peu de réussite, ça devrait. Uns fehlt ein bisschen Motorleistung und deswegen können wir nicht so offensiv zu Werke gehen wie die anderen. Wir müssen es über die Konstanz richten. Das also vielleicht reicht der Grund, was du gerade gesagt hast, der Orica, dieser AIM-Motor, eine japanische Konstruktion, offenbar ein bisschen brustschwach. So sieht's aus. Allerdings ist das nicht nur bei diesem Motor der Fall, so wie es aussieht, denn auch die anderen LMP1, die wir bisher noch nicht erwähnt haben, die sind auch in einer ähnlichen Situation und da sind viele verschiedene Motorkonzepte mit dabei, viele verschiedene Namen. Da gibt es einen Mazda zum Beispiel, da gibt es einen Jet-Motor und ja, im Allgemeinen sieht es so aus, dass es also nicht nur jetzt dieses Team ist, sondern alle Teams, die keinen Diesel haben. Zurück live in Le Mans mit dem derzeit Besten der Audi R15, Rinaldo Capello. Aber es ist nur der dritte Platz, der momentan für Audi dabei rausschaut. Hinter zwei derzeit überlegenen Peugeot 908, Stefan Sarrazau in Führung. David Brabham auf der zweiten Position. Rinaldo Capello hat schon eine Runde bekommen, ganz genauso wie auch Marco Werner. Und immer noch ist bei uns Richard Lietz, der ausgefallen ist und deswegen ein bisschen Zeit hat, mit auf den Zeitnahmenmonitor zu schauen. Und er ist ganz begeistert von der Leistung von Raymond Arrac, dem Spitzenreiter im Porsche 911. In der GT2-Klasse. Da muss man echt den Hut ziehen vor Remo. Also der ist gerade die schnellste Runde auf seinem Auto gefahren. Er fährt mit zwei Werksfahrerkollegen. Also egal, was die dem zum Essen gegeben haben, das hat gewirkt. Also der fährt gerade, glaube ich, den Stint seines Lebens auch wieder als besten Mittelsektor. 4-5er Zeiten. Das ist schon, obwohl die Strecke natürlich schneller wird. Man muss ja sagen, Le Mans ist ja keine permanente Rennstrecke. Jetzt kriegt immer mehr Gummi drauf. Somit wird die Strecke schneller. Aber trotzdem, die Zeiten, die er fährt, auch wenn es ein neuer Reifen ist oder was auch immer, die Zeiten sind wirklich gut. Aber selbst Pierre Kaffer fährt nur 4.07. Der ist also langsamer als Raymond Arrac zurzeit. Ja, das zeigt wieder, der Porsche funktioniert und es ist leider schade, dass was mit uns passiert ist, aber ich freue mich umso mehr, wenn der IMSA Performance, mit dem ich ja gemeinsam die letzten zwei Jahre gefahren bin, da wirklich auch mit dem Raymond mithalten kann und momentan das schnellste GT2 Auto, wann ich glaube, die schnellste GT2 Zeit überhaupt gefahren ist. Die Onboard-Perspektive vom Führenden, von Stefan Sarrazau, der das Geschehen momentan locker im Griff hat. 2 Sekunden schneller als Rinaldo Capello. David Brabham ist ein bisschen hängen geblieben im Verkehr gerade eben. Sogar 10 Sekunden schneller als Marco Werner. Das heißt, auch Werner ist im Verkehr hängen geblieben. Aber auf jeden Fall führt der Peugeot von Stefan Sarrazau überlegen. Und Richard Lietz, was macht denn jetzt ein Rennfahrer, wenn der nach nicht einmal einem Viertel des Rennens ausgefallen ist? Guckt er sich das Rennen hier zu Ende an oder fährt er, respektive fliegt er frustriert nach Hause? Kommentiert auf Eurosport. Die ganze Zeit durch. Nee, also ich habe natürlich versucht, den Flug umzubuchen. Ich glaube, ich habe auch Glück gehabt und kann dann morgen schon nach Hause fliegen, aber das Rennen ist natürlich dermaßen spannend und interessant, dass man eigentlich auch zuschauen will und wenn man schon mal vor Ort ist, dass man einfach sagen kann, okay, man schaut sich an und hält natürlich den anderen Porsche Jungs die Daumen, aber natürlich, man ist frustriert und man hat ist schon eine Woche hier und bereitet sich auf das Rennen vor, monatelang und trainiert Boxenstopps mit dem Mechaniker, dass man schneller wird und schaut auf jedes Zehntel und dann muss man sagen, einer der doch sehr seltenen Defekte im Elektronikbereich und dann ist früher aus, leider für uns. Das ist natürlich schade, weil man muss nach vorne schauen und ich hoffe, dass ich heuer noch einige Rennen fahren kann und bei anderen Rennen der Firma Sieg mitfighten kann. Wie lange dauert es, bis dann der Frust
verarbeitet ist oder wird er ertränkt in drei Bier? Das wäre natürlich die angenehmere Variante. Ah, aber da muss man vorher mal analysieren, was eigentlich genau passiert ist. Also momentan können wir noch gar nicht sagen, warum wir ausgefallen sind. Aber ich sage mal, der Frust war in dem Moment, wo ich da wirklich so circa 20 Minuten versucht habe, den Motor wieder zu starten, schon sehr, sehr groß. Aber im Endeffekt, wenn man einfach nichts machen kann und das höhere Gewalt ist, dann muss man es abhaken und sagen, schnell vergessen und nach vorne schauen. Und jetzt ist die Laune auch schon wieder bestens, oder ist immer noch ein, jetzt ist die Laune auch schon wieder bestens, oder gibt es immer noch eine gewisse Restbeflecktheit? Ja, bestens würde ich es übertrieben, aber es ist natürlich schon wieder auf einem höheren Niveau wie vor einer Stunde. Stefan Sarrazin allein auf weiter Flur. Vor David Brabham und Rinaldo Capello, das Auto mit der Nummer 8, der Peugeot 908. Da scheinen also alle Retuschen, die sie gemacht haben, angefangen von einem ganz neuen Motor, der entwickelt worden ist für dieses Jahr, bis hin zu einer neuen Frontpartie, die geheim gehalten wurde, bis zur technischen Abnahme am Dienstag, scheinen gefruchtet zu haben. Der Peugeot vorne nicht mehr so zerklüftet, eher geschlossen, hier gut zu sehen, wie auch die Lola Aston Martin, das macht das Ganze windschlüpfiger, während der Audi ein bisschen daherkommt wie ein Monster mit gierigem Schlund. Alexander Wurz steht parat, das ist der Teamkollege von David Brabham, den derzeit Zweitplatzierten. Das ist eigentlich das Auto, das über die Distanz, bei Audi zumindest, für am meisten Respekt gesorgt hat, weil da viel Erfahrung und viel technisches Verständnis und viel Ruhe drauf sind. Mal sehen, was Alexander Wurz zu sagen hat, Zwischenbilanz von Zweitplatzierten. Wurz hat gerade schon seinen Turn gefahren. Das Safety Car kam für uns zum ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt raus. Ich wollte länger draußen bleiben. Wir hatten unterschiedliche Strategien für den Startturn gewählt innerhalb des Peugeot-Teams. Und deswegen habe ich mir ausgerechnet, nach den Boxenstopps in Führung zu gehen. Dann allerdings kam das Safety Car und hat diesen Plan gleich einmal komplett zunichte gemacht. Und seither fahren wir der Strategie hinterher und auch unserem gegnerischen Auto, nämlich der Stefan Sarrazin. Wir wechseln jetzt auf eine etwas sicherere Strategie, nicht mehr alles zu riskieren, aber frustriert ist man deswegen natürlich nicht, auch wenn ich als Rennfahrer gerne Führung liegen möchte. Jetzt müssen wir uns ein bisschen unterordnen, um in dieser Phase des Rennens nicht unnötig viel zu riskieren. Vielleicht können wir in der Nacht noch was bewegen, momentan gehen wir etwas in die Defensive, aus Sicherheitsgründen heraus. Alexander Wurz also, der Teamkollege von David Brabham, dem derzeit Zweitplatzierten im Peugeot 908, hinter Stefan Sarrazin und vor Rinaldo Capello im extrem ausschauenden Audi R15, der allerdings das Tempo der Peugeot 908 derzeit nicht mitgehen kann. Ich bin gespannt, was sich die Mannschaft rund um Reinhold Jöst und Ralf Hüttner dann noch einfallen lässt, um diesen Spieß noch umzudrehen. Die bisherige Maßnahme, Haubenwechsel für mehr Abtrieb an der Vorderachse, die, Ralf, können wir jetzt, glaube ich, bilanzieren, hat schon mal nicht sonderlich viel gebracht. Zumindest nicht so, dass wir das jetzt schon sehen können. Wenn es eine halbe Sekunde gebracht hat, dann ist natürlich für uns nicht immer sofort erkennbar, da sehr viele Überrundungen immer anstehen pro Runde und die Rundenzeiten sowieso variieren. Ich habe eben mal eine 328er gesehen, dem steht eine 325er oder 326er gegenüber von den Peugeots. Die Rundenzeit, also die schnellste, absolut schnellste Rundenzeit hat sich verbessert vom Capello. Von daher kann man davon ausgehen, dass es vielleicht eine positive Entscheidung war, das vorne zu ändern. Allerdings sind die Jungs auch auf neuen Reifen unterwegs und es kann auch daran liegen, dass sich die Zeit verbessert hat. Zusammen mit dem mit der besseren Strecke, wie der Richard eben schon gesagt hat, die Strecke bekommt immer mehr Grip und wird dadurch auch schneller. Aber noch reicht es auf jeden Fall nicht. Und der Abstand zwischen den beiden Peugeots und Audis, der ist schon sehr groß, möchte ich sagen. Sarrazin, das Auto mit der Nummer 8, die Jungs haben am Anfang Glück gehabt. Als das Pace Car rauskam, haben sie einen richtigen Sprung nach vorne machen können. Und dadurch, dass zwei Pace Cars auf der Strecke waren und sie im Pulk der ersten Gruppe waren, haben sie ungefähr 2 Minuten gewonnen und bauen diesen Abstand jetzt aus. Und zwar kontinuierlich. Wir waren kurz an Bord mit David Brabham und wir haben auch einen Blick in die Box geworfen von den beiden Hauptteams. Lukas Luhr sahen wir und bei Peugeot machte man sich scheinbar schon bereit zu einem Tankstopp.
Und das ist das zweite große Thema. David Brabham, 41 Jahre alt, aus Australien. Der Mann, der momentan auf der zweiten Position fährt, aber das Tempo von Stefan Sarrazin auch nicht mitgehen kann. Wenn Alexander Wurz gerade eben sagt, man fährt jetzt defensiver, Frage an beide Rennfahrer. Was heißt das? Ist das Stallregie oder ist das einfach nur auf Nummer sicher gehen und gucken, was läuft? Also ich glaube, dass es einfach konzentriert weiterfahren ist und somit auch versucht, keinen Fehler zu machen. Weil sobald du dich zurücklehnst und sagst, jetzt geht's eh easy, dann schleichen sich keine Fehler ein. Wenn er sagt, zurückhalten, dann denke ich das eher, dass es auf die Überrundungen gemeint ist. Dass er einfach sagt, er riskiert ein bisschen weniger, wenn er aber langsam das Auto aufschließt, weil einfach da die Gefahr ist, dass der andere einen Fehler macht. Gar nicht so viel, dass man selber Fehler macht, aber einfach, man rechnet nicht mit oder man schätzt den anderen falsch ein und da passiert schnell was. Ich sehe das genauso. Also defensiv heißt bestimmt nicht, dass sie sagen, ah, wir fahren jetzt mal eine halbe Sekunde langsamer, sondern wird immer noch 100% gefahren vom Speed her. Aber wie der Richard schon sagt, halt mit dem Abstand zu anderen Autos, dass man sicher auf der Strecke bleibt. Wir haben den Boxenstopp des Spitzenreiters und den Boxenstopp des Zweitplatzierten. Die 8 und die 9 kommen gleichzeitig zu ihrem Stopp rein und wir haben eine Stop-and-Go-Strafe für Pierre Kaffer wegen Nichteinhaltung der Streckenbegrenzung. Was heißt das? Also du darfst natürlich bei Schikanen nicht mit allen vier Reifen die Rennstrecke verlassen. Es gibt in links und rechts eine weiße Linie und da ist es möglich, sage ich mal, mit zwei Reifen drüber zu fahren. Aber sobald vier Reifen die Strecke verlassen, dann bekommt man normalerweise eine Verwarnung und dann, wenn man da nicht reagiert drauf oder einfach weiter fährt und sie ignoriert, dann kommt irgendwann die Stop and Go und ich schätze, dass es hier passiert ist. Ja, manchmal passiert es natürlich, dass man den Bremspunkt verpasst und dann geradeaus fährt und dann gucken die Marshalls aber genau hin und sagen, okay, hat er sich denn dadurch jetzt noch einen Vorteil verschafft oder hat das nur gerade noch geschafft, überhaupt vom Kiesbett vorbeizufahren? Und hier war es wahrscheinlich so, dass er vielleicht sich vertan hat und aber dabei keine Zeit verloren hat, sondern Zeit gewonnen hat und dementsprechend haben die gesagt, na, das war nicht korrekt, er muss in die Box kommen. Brabham fährt also weiter. Mindestens ein Doppelturn. Und wir nehmen einen kurzen Fahrerwechsel in der Mitte vor. Richard Lietz, wir bedanken uns fürs Kommen. Nach der Pause wird Neil Jani hier sitzen. Alles klar, danke, viel Spaß noch. Richard, vielen Dank. Ein Ferrari 430 aus der GT2-Klasse in langsamer Fahrt. Das Auto aus dem Team von Horst Farnbacher, das Sie dort oben am Bildrand sahen, mit einem Reifenschaden hinten auf der Fahrerseite. Alan Simonsen vor diesem Ferrari, ein Auto, in dem auch Dominique Farnbacher sitzt. Es ist bereits der zweite Reifenschaden für diese Truppe rund um Dominique Farnbacher und Alan Simonsen. Und die fahren einen reichlich exotischen Reifen, nämlich Hankook. Ja, die fahren Hankook-Reifen. Da sieht man gerade, die Strecke ist aufgebrochen. Wenn man natürlich über so einen Abschnitt fährt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Reifen sich aufschlitzt. Und vielleicht ist das dem Farnbacher Auto gerade mit dem Hankook-Reifen passiert. Das würde sehr gut zu dem Bild passen. Die Strecke aufgerissen, so nah am Curb und dann ein Plattfuß. Das muss auf jeden Fall geflickt werden an der Strecke. Das muss auch geflickt werden, aber nicht nur an der Strecke. Das ist an der Boxeneinfahrt. Und da hat es einen ordentlich zerlegt. Es war so ordentlich, dass ich gar nicht sehen kann, wer es ist. Ein LMP2-Auto. Was ist da schiefgelaufen? Überrundungsmanöver mit einem Aston Martin. Das ist der Radical, der da vom Aston Martin förmlich in die Mauer geschickt worden ist. Ja, schade, nicht aufgepasst. Das passiert eigentlich normalerweise, wenn man viel langsamere Autos überholt, dass man sich da verschätzt. Das hätte nicht passieren dürfen. Safety-Car-Phase ausgelobt nach dieser gröberen Trümmerlandschaft. Der Radical, ein Auto aus der Kategorie LMP2, auf der 9. Position, gefahren von Tim Greaves. Ja, unauffällig bis jetzt. Ganz klar die Schuld von dem Aston Martin, der viel zu früh rübergezogen hat. Der einfach hätte nur geradeaus fahren dürfen. Und er hat aber rechts leicht drüber gelenkt, um sich idealer für die nächste Linkskurve hinzusetzen. Jetzt sieht man es. Ja, er zieht rüber, ganz langsam immer weiter und der im LMP2 denkt natürlich nicht, dass er jetzt immer noch weiterfährt, sondern irgendwann aufhört. Ja, schade. Ist wahrscheinlich das Aus für die Truppe. Jetzt folgt eine Safety-Car-Phase, die uns die Gelegenheit gibt, ein bisschen auf Neil Jani einzugehen, der mittlerweile zwischen uns Platz genommen hat.
Er fährt einen Lola Aston Martin in der LMP1-Kategorie, allerdings nicht eines der Golf-Autos, sondern ein Vorjahresauto, ein Vorjahresmodell. Und zwischendrin, da sahen Sie ihn gerade, das rot-silberne Auto. Zwischendrin, Neil, wart ihr in der Anfangsphase ziemlich weit vorne, Reichweite Platz 6, Platz 7. Irgendwo jetzt allerdings nur noch auf Platz 12 mit Nicola Prost. Ja, am Start ging es wirklich gut. Sind vom 10. Platz gekommen, sind bis nach auf den 7. vorne gekommen. Und hatten dann aber viele Probleme beim Benzin nachtanken und im Auto starten, als der Beliki fuhr. Wir haben beim ersten Boxstopp circa 30 Sekunden verloren, bis das Auto lief, und beim zweiten nochmal. Und dann beim Fahrerwechsel, als er rausgekommen ist, hat er sich mit seinen Kabeln verheddert und konnte nicht aussteigen wirklich. Und dann, bis ich ins Auto kam, vergingen nochmal 30 Sekunden. Also haben da viel, viel Zeit verloren. Das hat uns dann nach hinten gespült. Ich glaube, da waren wir 13. oder 14. Sind dann jetzt nach meinem Stint wieder ein bisschen nach vorne gekommen. Und hoffentlich haben wir jetzt keine Probleme mehr, da wir einfach Schritt um Schritt wieder nach vorne kommen. Danke, Heinz Wallen. Wir reden gleich weiter. Jetzt kommt ein Interview mit Bruno Senna, der gerade aus seinem Orica-Auto ausgestiegen ist. Bruno Senna fuhr nach dem Unfall von Stefan Ortelli mit diesem Auto weiter. After a mat after Stefan's crash, but I mean, it's I think the circuit is getting better for us. Die Strecke kommt uns langsam entgegen. Solche Unfälle können in so Langstreckenrennen immer mal passieren. Aber für uns, für unser Auto und die Reifen, müssten normalerweise jetzt die Zeit abbrechen, mit der wir am besten da sind. Ich habe gar nicht erst versucht, richtig ans Limit zu gehen, sondern ich bin mit einem Benzinsparprogramm gefahren. Wir versuchen gegen Ende des Rennens im Vergleich zu unseren direkten Konkurrenten ein oder sogar zwei Boxenstopps weniger rauszuarbeiten, indem wir möglichst sparsam unterwegs sind. Einige Fehler habe ich drin gehabt, einige vermeidbare, aber perfekt ist nichts. Das sagt Bruno Senna, der Neffe von Ayrton Senna, der hier beim Orica-Team mitfährt. Und Neil, wir sehen gerade den neuen Lola Aston Martin in der Golf-Lackierung. Das ist der Bösewicht, der gerade diesen Unfall und damit auch die Safety-Car-Phase ausgelöst hat. Wie unterscheidet sich denn dieses Auto von eurem Speedy Racing? Grundsätzlich ist es, haben wir das Vorjahresauto, sprich wir haben ein bisschen andere Aerodynamik, also noch die letztjährige, einfach den kleineren Flügel, wie der dieses Reglement das diesjährige ist. Wir haben auch keinen Direkteinspritzmotor, wir verlieren auf der Geraden auf die ca. 10 bis 15 Stundenkilometer, also haben wir doch ein bisschen einen Nachteil da. Aber das ist die Evolution, jedes Jahr, jedes Auto wird schneller jedes Jahr. Jetzt kehren alle zum Boxenstopp ein und es gab ein bisschen Verwirrung bei der Peugeot-Mannschaft. Ja, man hielt das eine Fahrzeug an, bevor es die Position erreichte, damit das andere Auto vorfahren konnte, damit man hundertprozentig sicherstellt, dass es hier keinen Knall gibt zwischen den beiden Autos in der Boxenstraße, wie wir es ja vorhin schon mal gesehen haben. Es passiert ist zwischen der 17 und die andere Nummer ist mir jetzt entfallen, aber auf jeden Fall zwischen zwei Peugeots hat es vorhin einen Zwischenfall beim Reinfahren und Rausfahren aus der Boxengasse gegeben. Und das wollte man jetzt auf jeden Fall vermeiden. Ja, alle Autos jetzt in der Boxengasse. Wenn eine Gelbphase entsteht mit einem Safety Car, so wie gerade, dann ist das immer der günstigste Zeitpunkt reinzukommen in die Boxengasse, weil es ist, man nennt das eigentlich einen Boxenstopp für frei. Das heißt also, die Zeit wird nicht wie sonst auch eine Minute kosten, sondern man fährt im Feld jetzt hinterher und man ist ganz einfach nur 300-400 Meter hat man verloren, weil man das Pace Car wieder einholt. Und dementsprechend kommen auch Autos, die vielleicht gerade erst vor 5 Runden getankt haben, jetzt rein und sagen, okay, wir stellen uns hin, weil das kostet uns keine Zeit. Also aus Schaden klug geworden. Lassen wir wieder zurückkommen zum Aston Martin. Du sagtest, der Direkteinspritzer kostet euch etwas Leistung, etwas Endgeschwindigkeit auf den Geraden. Kostet er auch beim Verbrauch was? Ja, kommt, wie wir, es schaut so aus, als ob wir eine Runde immer weniger fahren können als die Aston Martins. Dass der direkt, also als die Werksautos, als der Direkteinspritzer halt schon besser. Aber ja, mal schauen, vielleicht kriegen wir dann den noch für den Rest der LMS-Saison. Das heißt aber, hier ist die Ausgangslage oder das Ziel realistischerweise was? Wenn wir nochmal den Unfall sehen, ausgelöst vom Aston Martin zu Lasten von dem Greaves im Radical. Ja, unser Ziel muss es sein, eben gerade solche Situationen zu vermeiden. Schön konstant zu bleiben und möglichst diese Fehler, die wir am Anfang jetzt bei den Boxenstopps hatten, nicht zu wiederholen.
und dann kommen wir Schritt um Schritt nach vorne, weil unsere Pace ist zwar nicht ganz so gut wie die der Werksautos, aber wenn wir konstant bleiben, dann sind das nach 24 Stunden, weiß man nie, wie es ausschaut. Gut, Neil Jali, besten Dank. Der nächste Co-Kommentator bzw. Experte macht sich bereit. Frank Bieler. Der Jet Alliance Aston Martin fährt also wieder, wie wir gerade gesehen haben. Das ist das Auto von Alexander Müller, Lukas Lichtenheuer und Thomas Gruber. Sagte es, Lichtmaschinenprobleme und Schwierigkeiten mit der Benzinversorgung. Danach noch ein Abflug von Thomas Gruber, sodass das Auto nicht auf dem angestammten Platz 3 verblieben ist natürlich, sondern die Alphonse Corvette vorbeigegangen sind in der GT1-Wertung. Und jetzt geht es vor allen Dingen darum, hier das Rennen ordentlich nach Hause zu fahren. Der Weg in Richtung Podest oder in Richtung Top 5 ist versperrt. Die Aufräumarbeiten dauern natürlich eine ganze Weile an, weil Tim Greaves da auch die Reifenstapel großflächig mit abgeräumt hat. Chevrolet Corvette des Spitzenreiters Antonio Garcia. Die Corvette verbrauchen in der Verschleißen in der GT1 die Reifen deutlich härter, als das alle anderen Autos tun. Die haben sich deswegen sogar ein Reifenkontingent an harten Reifen organisiert von der Jet Alliance Mannschaft, um auf jeden Fall doppelt stinten können. Und das geht eben nur, wenn man ein höheres Kontingent an harten Reifen hat, als das, was man im Vorfeld bestellt hatte. Jet Alliance konnte die abtreten, weil zumindest Lukas Lichtenheuer und Thomas Gruber die harten Reifen überhaupt nicht brauchen. Die sind nicht so schnell wie die Spitze und können deswegen auch mit den weicheren Mischungen doppelt oder sogar dreifach Stints fahren in der Nacht. Der Lola Mazda von der Mellog-Truppe war heute Morgen bereits in einen ähnlichen Zwischenfall verwickelt, wie wir ihn zwischen den beiden Peugeot, dem Pescarolo-Auto und dem Lamy-Auto gesehen haben. Da ist er vom Auto von Jan Charus über den Haufen gefahren worden in der Boxengasse, sodass die Mellog-Mannschaft in der LMP2 mit einem anderen Aerodynamikpaket fahren muss, als das eigentlich vorgesehen ist. Der Karosserie- und Unterbodenschaden war so groß, dass der nicht mehr gerichtet werden konnte fürs Rennen. Reichlich angesäuert war man bei den Engländern über diesen vermeidbaren Zwischenfall. Wir haben jetzt also schon zwei Kollisionen in der Boxengasse gesehen am heutigen Tage und eine ziemlich heftige auf der Strecke gerade. Marc, on a vu un accrochage un petit peu incroyable. Est-ce que vous avez eu le temps de parler à votre coéquipier? Ich habe noch nicht zu meinem Teamkollegen, mit meinem Teamkollegen sprechen können nach dem Unfall. Wir waren alle erschrocken über die Heftigkeit dieses Einschlages, zumal er völlig unverschuldet gewesen ist und Tim überhaupt nichts dafür konnte. Ich hoffe, dass es eine Bestrafung gegeben wird gegen das andere Auto, denn das war wirklich ein völlig unnötiges Manöver und eine ziemliche Gefährdung, die er dort uns mutwillig ausgesetzt hat. Es muss auf jeden Fall eine Bestrafung zur Folge haben, denn so gefährlich darf man hier nicht zu Werke gehen. Die schnelleren Autos müssen auch versuchen, Rücksicht auf die langsameren zu nehmen und sollen nicht solche Unfälle auflösen. Das ist ein reines Unding. Der Überholende ist genauso in der Pflicht wie derjenige, der überrundet wird. Das kann nicht nur eine einseitige Geschichte sein. Natürlich müssen wir jetzt mit allem Mann uns darum kümmern, das Auto wieder zu richten. Das wird eine ganze Weile dauern, bis wir wieder zurückkommen können ins Rennen. Frank Bieler ist da, ich sagte es gerade. Hat der Überrundende tatsächlich eine Sorgfaltspflicht bei solchen Situationen? Ja, ich glaube schon. Zumal man ja gesehen hat, dass die Langsameren da also auch Platz machen wollten. Und ich weiß nicht, warum er nicht gesehen hat. Er hat dann auf jeden Fall nach rechts rübergezogen. Eine Situation, die nicht wirklich notwendig war. Aber es ist nun mal passiert. Das ist eigentlich schon ein typischer Rennunfall, der aber sicherlich zu verhindern war. Der hat natürlich seinerseits auf den Audi geguckt, der hinter ihm gefahren ist. Und da wahrscheinlich ein bisschen den Überblick verloren in der Hitze des Gefechtes, oder? Ja, scheinbar ja. Naja, da kann man jetzt lange lamentieren. Es war aus meiner Sicht nicht wirklich notwendig. Es ist aber passiert und man muss damit leben. Es ist natürlich eine harte Nummer. Das Auto ist mit Sicherheit sehr, sehr stark verformt. Und also die Reparatur wird länger dauern. Wir fahren jetzt die letzte Runde hinter dem Safety Car, beziehungsweise hinter zwei Safety Cars, die es hier ja immer gibt. Das Feld wird dann zusammengeführt. Und jetzt gleich wieder losgelassen. Sobald das Safety Car rausfährt, wird es für uns interessant zu sein, mal uns anzuschauen, wie sich denn die Abstände verändert haben, weil Autos, die vielleicht vorhin eine Minute vor dem anderen waren, das ist jetzt alles wahrscheinlich geschrumpft auf 5, 10, 2 Sekunden, je nachdem, wo die in der Schlange sind und wie es beim Rausfahren aus der Boxengasse war.
So eine Pacecar-Phase kann natürlich bei einem kurzen Rennen ganz entscheidend den Ausgang eines Rennens verändern. Jetzt hier beim 24-Stunden-Rennen wird es vielleicht nicht so entscheidend sein, aber trotzdem, wenn man sich mal einen Abstand von einer halben Minute oder einer Minute erkämpft hat und der plötzlich wieder weg ist, dann ist er schon sehr hart. Wir sehen jetzt hier alle die Autos, wie sie die lange Gerade runterkommen, die Reifen warm halten und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass kein Pickup, das heißt also kein Pickup wie Reifengummi oder kleine Steinchen auf den Reifen sind, sodass, wenn es gleich wieder darum geht, Vollgas zu geben, da auch hundertprozentig der Grip-Level vorhanden ist, den man braucht. Fahrerwechsel hat es gegeben bei den beiden führenden Autos. Sebastian Bourdais, Sie haben es an der Brille kurz sehen können, in der Inboard-Kamera sitzt im Auto des Spitzenreiters. Alexander Wurz jetzt wieder im Auto des Zweitplatzierten. Renaldo Capello ist drin geblieben im Audi. Lukas Luhr fährt jetzt die Startnummer 2 auf der vierten Position. Dann Jan Charouz im besten Lola Aston Martin, dem Teamkollegen von Stefan Mücke. Und dahinter immer noch Jos Verstappen unterwegs, der seinen Turn offenbar länger ausdehnt, als das ursprünglich geplant gewesen ist, auf der sechsten Stelle. Erneut steht eine Haube parat bei Audi, das ist aber Audi, die abgenommen worden ist gerade, so wie sie ausschaut. Ja, ich habe eben mit den Jungs auch gesprochen. Und man hatte eigentlich bei allen drei Fahrzeugen jetzt schon eine neue Nase vorne auf dem Auto drauf. Der eine oder andere, weil es leichte Kollisionen gab oder vielleicht die Randsteine zu hart genommen wurden. Andere aber wiederum, weil man mit dem Setup nicht so zufrieden war und eigentlich immer noch mit zu viel Untersteuern kämpft. Wir wissen, dass die Strecke eigentlich im Laufe des Rennens natürlich mehr Grip aufbaut und dann meistens ein untersteuerndes Auto dann in Richtung neutral sich verhält. Aber scheinbar ist das Untersteuern momentan doch zu stark und man versucht dagegen zu halten und eben eventuell mit leichten Veränderungen wieder auf die Strecke zu gehen. Dann gucken wir doch mal, was das gefruchtet hat, wenn gleich die Meute wieder losgelassen wird hinterm Safety Car. Sebastian Bourdais führt mit einer Runde Vorsprung vor Alexander Wurz. Dann Renaldo Capello hinter Wurz, Lukas Luhr direkt dahinter. Und dann eine weitere Runde zurück, Jan Charouz. Während jetzt hier bei uns bei Start und Ziel das Rennen schon wieder freigegeben wird und die erste Hälfte des Pacecar-Trupps wieder frei fährt, ist das andere Pacecar noch auf der Strecke und wird ungefähr in 30 Sekunden, denke ich, bei uns vorbeikommen. Und dann ist das gesamte Rennen für alle Autos wieder freigegeben. Und wir haben jetzt Harold Prima unten stehen, den Mann aus dem Aston Martin mit der Startnummer 009, der Stellung nehmen wird zu dem Unfall, der gerade von seinem Auto ausgelöst worden ist. C'est ce que je viens de dire en fait, on vient juste de voir à la télé ce qui s'est passé, donc moi j'étais pas dans la voiture, mais j'ai vu que il y avait une Audi und Peugeot qui arrivait derrière Stuart. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Audi und auch der Peugeot-Fahrer mittlerweile zu den Sportkommissaren gerufen worden sind. Es muss ein Missverständnis gegeben haben zwischen unserem Auto und dem Audi, weil wir uns auf den Audi konzentriert haben. Et puis en fait, bon ben voilà, c'est un petit peu un fait de course. Er versucht natürlich den P2 nicht absichtlich abzuschießen, aber irgendwie ist es das Ganze nicht so ganz geglückt. So was kann im Rennen schon mal passieren, auch wenn das natürlich keiner mit Absicht macht. Es war einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände, die daraus aus der Rennsituation heraus entstanden ist, dass wir im Kampf mit dem Audi waren und uns auf den Audi qualifiziert haben. Und dann im ersten Turn hatten wir schon Schwierigkeiten technischer Natur gegen Ende meines Turns. Wir mussten das Steuergerät wechseln, die Bordelektronik. Aber das hat das Problem auch nicht gelöst. Und entsprechend haben wir bei zwei Boxenstopps sehr, sehr viel Zeit verloren. So, das Rennen ist jetzt also mittlerweile wieder freigegeben. Sebastian Bourdais vor Alexander Wurz und Rinaldo Capello. Harold Prima sagte, weil wir haben immer noch zwei Lola Aston Martin in der Führung, in Reichweite der Führung, sodass wir da im Laufe des Rennens vielleicht noch was rausholen können. Es wird natürlich schwierig, die Diesel zu besiegen, aber wenn wir einen guten Rhythmus durchfahren können, dann geht es vielleicht in Richtung des Podests. Und damit wenden wir uns jetzt wieder dem Renngeschehen zu, nachdem der Foulspieler
seine Entschuldigung vorgebracht hat. Die Perspektive aus der Onboard-Kamera von Sebastian Bourdais, der Führende, der jetzt eine ganze Menge Verkehr vor sich hat, aber der, glaube ich, so schnell gewesen ist bis jetzt, und dessen Auto genauer gesagt, dass er das Ganze halbwegs belastend angeht. Ja, wenn man weiß, dass man ein gut ausbalanciertes Fahrzeug hat, dann geht man sowas natürlich ruhig an. Man ist einerseits natürlich ein bisschen angefressen, weil das Pace Car eventuell jetzt da einen Vorsprung zunichte gemacht hat. Aber man weiß andererseits, wenn alles gut läuft, dann kann ich da wieder einen Vorsprung herausfahren. Wobei ich sagen muss, ich bin sehr auf Dindo Capello gespannt. Der ist auch vor dem Pace Car sehr, sehr gute Rundenzeiten gefahren. Und das könnte durchaus sein, dass das jetzt so das letzte Quäntchen Motivation bringt, dass er eben die beiden Peugeots da vor sich sieht. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf die ersten Runden, wenn es wieder unter Grün läuft. Hängt jetzt gerade ein bisschen in dem Verkehr fest, denn der zweite Peugeot, den Sie hier sehen, das ist Alexander Wurz. Und dahinter kommt jetzt Rinaldo Capello im Audi R15. Muss sich jetzt durch den Verkehr durchwuseln, war 1,6 Sekunden hinter nach der Safety-Car-Phase, das will nicht viel besagen. Und jetzt... Ja, wir sehen natürlich jetzt einige Autos hier, die da so nicht hingehören, möchte ich mal sagen, weil sie überrundet sind. Die Autos, die wirklich gegeneinander kämpfen jetzt hier, sind die 8 Fürth, danach die 9. Dann kommt der erste Audi mit der Startnummer 1 und der zweite gefahren vom Lukas Luhr mit der Startnummer 2. Und all die anderen Autos sind entweder eine, zwei oder auch vielleicht sogar mehr Runden zurück. Das also die 8, der Spitzenreiter Sebastian Bourdais. Das die Perspektive aus dem dritten Audi, da wo Timo Bernhard momentan auf der 8. Position unterwegs ist. Hinter Simon Pagenaud, hier mit Pescarolo Peugeot 908. Das Auto sieht sehr langsam aus, muss ich sagen. Vielleicht vertue ich mich jetzt da, aber es sieht so aus. Ganz und gar nicht, die stehen parat und er kommt in die Tat in die Box rein, ja, Timo Bernhard. Technisches Problem wird es da geben. Ja, ich glaube gesehen zu haben, dass das schon nach dem grünen, nach der grünen Flagge, also nachdem das Pace Car reinfuhr, ist er nicht so auf Schwung gekommen, wie es hätte eigentlich sein sollen. Und das ist jetzt hier die Bestätigung. Er kommt wieder rein. Vielleicht können wir ein bisschen mal sehen, woran es liegt, wenn er jetzt an der Box ist. Dann gucken wir mal. Timo Bernhard also auf dem Weg zur Audi-Box, das Auto des derzeit 8 Platzierten. Hinter ihm liegt André Lotterer in einem weiteren Audi, das allerdings ein R10 aus der Mannschaft von Colin Collis. Die beiden Collis-Audi auf den Plätzen 9 und 10 fahren momentan ein unauffälliges Rennen, aber eines, das von der Strategie bestimmt ist. Man will nämlich konstante Rundenzeiten fahren im Bereich von 3,32. Genau das tut man zurzeit und hält sich damit auf Schlagdistanz. André Lotterer hat sich gut eingefunden und wird irgendwann vorbeikommen an Timo Bernhard, weil der nämlich zurückgeschoben wird zur Reparaturarbeit in die Box. Ja, da scheint es ein größeres Problem zu geben. Das Auto hatte vorhin schon mal einen Unfall, ist in Indianapolis abgeflogen. Wir hatten das alle zusammen kommentiert, ganz am Anfang des Rennens. Normalerweise könnte man sagen, ah, vielleicht jetzt ein Folgeschaden nochmal, aber ich denke mal, dass das schon was Tieferes ist, was Technischeres, was nicht mit dem Unfall zu tun hat. Frank, was denkst du, ist da passiert? Ja, da man ihn jetzt also sehr hochhebend auf die Böcke stellt, also nicht einfach nur rückwärts reinschiebt und vielleicht da irgendwie an Elektronik einen Fehler sucht. Also ich gehe davon aus, es ist was Mechanisches. Es wird doch jetzt vorne eine andere Haube aufgeschoben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das einzige oder der einzige Grund ist, weil dafür müsste ich das Auto nicht so weit hochheben. Wir müssen mal abwarten. Ich habe die große Angst, die große Befürchtung, dass da eventuell am Heck auch noch Arbeiten bevorstehen. Warum ist der Fahrer nicht mehr im Sitz? Was muss er tun, damit die Mechaniker da hinkommen? Ist da irgendwas, was er freilegen muss für die Mechaniker? Ja, es ist natürlich die ganze Elektronik im Monocoque und von daher ist es sicherlich einfacher, wenn der Fahrer aussteigt. Achtung Leute, das ist der Kampf um die LMP2-Führung. Christian Paulsen hat sie noch inne, wird verfolgt von Kunimoto, dem Macau Formel 3 Sieger. Und jetzt dürfte der Däne gleich fällig sein. Christian Paulsen gerade ins Auto. Er hat Platz 1 soeben verloren. Der Dänen Porsche RS Spider war die ganze Zeit vorne. Und jetzt führt Kunimoto im Go Porsche RS Spider vor Christian Paulsen. Keine Überraschung, denn Paulsen gibt freimütig zu, empfiehlt noch immer Erfahrung in diesen Abtriebsautos.
4 Sekunden sei er in etwa langsamer als die Konkurrenz. Und jetzt kann er sich an Kunimoto orientieren, der bei Testfahrten in Japan einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen hat in diesem Go-Porsche. Und wenn Christian Paulsen dem jetzt nachfahren kann, möglichst lange Linie, Bremspunkte studieren, dann kann der quasi ein bisschen Fahrschule spielen hier jetzt. Ja, das hilft natürlich sehr, wobei alles, was man eigentlich so bis zum Rennstart nicht wirklich gelernt hat, sage ich mal, ist sehr, sehr schwierig, das im Rennen nachzuholen, weil man immer diesen Grat gehen muss zwischen Risiko und Abflug, also da dazu zu lernen und Bremspunkte herauszuschieben, sehr, sehr schwierig. Alessandro Prema zum Interview parat, um herauszufinden, was beim Auto il läuft. Ich kämpfte gegen den Aston Martin in meinem Startturn. Und dann litt ich plötzlich unter Vibrationen. Und auch mit der Servolenkung. Ich habe versucht, den Randstein mitzunehmen, aber das hat nicht gereicht, um das Auto noch rumzukriegen. Das Auto hatte viel zu viel Vortrieb und ist mir einfach aus den Händen geglitten und ich bin gerade ausgeflogen. Jetzt haben wir ein Problem am Turbolader, der nicht mehr funktioniert. Deswegen mussten wir das Auto zurück in die Box schieben, aufgrund einer Schwierigkeit mit dem Turbolader. Also. Mir ist nichts passiert, ich habe jetzt nur eine kleine Hilfe nötig beim Nacken, eine kleine Unterstützung. Allerdings, es gibt keine größeren Schwierigkeiten mehr beim Nacken, es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Die Reparatur wird lange dauern. Turboschaden ist es also, sagt Alessandro Prema. Ja, ich habe eben gesagt, das Auto ist also ganz hochgehoben worden, auf die Birken gestellt worden. Von daher war meine Vermutung ja sowieso, dass also hinten auch noch eine Reparatur ansteht. Das Interview hat uns jetzt die Bestätigung gegeben und leider wieder ein Stopp, der natürlich länger dauert. Interessant ist jetzt aber auch, dass vorne sehr gute Zeiten gefahren werden. Und ich habe es eben auch erwähnt, Dindo war vor dem Pace Car recht flott unterwegs und setzt jetzt auch gerade die schnellste Runde auf der Nummer 1. Vielleicht geht das Rennen jetzt erst richtig los. Ein Blick an den Kommandostand von Peugeot, Bruno Famosen haben wir gerade und Serge Tournier, der Teammanager, der hier Daten studiert. Sebastian Bourdais, sein Mann, immer noch in Führung vor Alexander Wurz. Dann aber Rinaldo Capello, der jetzt eine Schippe nachgelegt hat. Lucas Luhr auf der vierten Position. Jos Verstappen, Jan Charus, Simon Pagenaud und André Lotterer komplettieren die ersten 8. Dröhnen. Sebastian Bourdais in Führung bei den 24 Stunden vor Le Mans vor Alexander Wurz, 2 Peugeot 908, dann Rinaldo Capello auf der dritten Position und Lucas Luhr an der vierten Stelle. Immer noch steht der Audi von Timo Bernhard an der Box wegen des Turboladerwechsels, das dauert natürlich seine Zeit. Mittlerweile sind natürlich eine ganze Reihe von Konkurrenten an dem vorbei, Lotterer auf 8, Christian Backerüth im zweiten Keule Saudi auf 9, Zoe Ayari im besten Orica auf der 10. Position und Frau Barbosa im offenen Pescarolo-Boliden auf der 11. Stelle. Und auch Nicola Prost, der Teamkollege, ist gerade eben hier gewesen, der Nils Jani ist vorbeigegangen. Bernhard momentan also auf Platz 13 durchgereicht und auch da wird er gleich abgelöst werden von Danny Watts im Ginetta Zytec. Wunderschöne Aufnahme hier, wie sie gerade die lange Gerade runterkommen. Die geschlossenen Autos, die offenen Autos. Ich finde die, vor allen Dingen die geschlossenen Autos, sehr schön auch. Obwohl die offenen ein bisschen schöner zu fahren sind. Das Gefühl, draußen zu sitzen im Wind, ist schon anders. Man riecht ein bisschen die Reifen, man riecht ein bisschen die Bremsen. Vor allen Dingen auch nachts verändert sich auch die Luft. Und ist ein bisschen wie Moped fahren. Das ist schon ein starkes Gefühl. Frank, du bist ja auch, dass er jetzt urlange gefahren und ich bin mir sicher, du liebst sie auch. Ja, es ist auf jeden Fall angenehmer, denke ich, als im Geschlossenen. Zum einen hat man natürlich immer etwas frischere Luft um sich herum,
als die Jungs, die im Zuhn-Auto fahren müssen. Und ein Riesenvorteil ist eigentlich auch, wenn man bei Regen fährt, dass man eben die Probleme mit einer anlaufenden Scheibe oder sowas, die gibt es beim offenen Fahrzeug nicht. Und also wenn ich wählen könnte, würde ich sicherlich immer auf das offene Auto gehen. Auch jetzt sieht man, glaube ich, schon, dass sich da die Sonne in der Scheibe bricht, wo die ganzen toten Fliegen sich angesammelt haben. Macht das Fahren dann natürlich sehr, sehr schwierig. Man muss sagen, jetzt, also wenn dann irgendwann die Sonne noch weiter untergeht, also es ist sehr schwierig, gerade die Zufahrt auf Indianapolis, da blendet es doch sehr, sehr stark, auch im offenen Fahrzeug. Wobei sicherlich eine ölverschmierte Scheibe im geschlossenen noch viel, viel schlimmer ist. Ja, und man hat den Vorteil, dass wenn man nur mit dem Helm draußen sitzt, dann hat man leichte, ganz dünne Abreißvisiere drauf, die man sich dann alle, ich sag mal, 5 oder 4 Runden abziehen kann. Man hat dann 4 oder 5 übereinander gelegt und somit nicht die Probleme, wie du gerade erwähnt hast, mit der verdreckten Scheibe. Weil wenn die Scheibe einmal Öl drauf hat, dann kann man nicht den Scheibenwischer anstellen und sagen, ja, dann ist das halt gleich wieder klar. Das geht nicht. Das Einzige, was man machen könnte, ist vielleicht das Ding anmachen und sagen, ah, ich habe da zu viel Sand drauf, das wird ein bisschen was bringen, also Matsch. Aber eigentlich ist es nie der Fall, dass man sich traut, den Scheibenwischer anzumachen. Man kriegt auch vom Team klar gesagt, hör mal, versucht, den Scheibenwischer nicht zu betätigen. Das könnte verkratzen, das könnte, wer weiß was, abreißen. Also eigentlich der Scheibenwischer immer nur da, wenn es wirklich mal regnen sollte. Und auch selbst da stellt man ihn eigentlich nicht an, weil die Autos schnell genug sind und das Wasser eigentlich relativ gut abfließt. Recht stark schwankende Rundenzeiten. Momentan dachte ich gerade mal, dass Capello auf dem Vormarsch wäre. Jetzt hat sich aber Bode wieder einen Konter leisten können. 3,28 vom Spitzenreiter. 3,27 sogar von Alex Wurz. Ja, Dindo hatte jetzt ein leichtes Problem im Verkehr. Er hat eigentlich rundenlang hinter der 17 meiner Meinung nach gehangen und ist jetzt Ende Start und Ziel endlich vorbeigekommen. Und jetzt denke ich, wenn wir dann wirklich sehen, was er fahren kann. Er hat eben schon mal eine 27,1 gefahren und ich glaube, dass wir das jetzt in den nächsten Runden auch wieder sehen werden. Im Vergleich dazu aber auch kann man sehen, Bode in der 8 unterwegs, Pagano in der 17. Die sehen jetzt so aus, als könnten sie noch mal ihre schnellsten Runden verbessern. Da wir jetzt hier in der Sektorzeit sehen, einen grünen Pfeil, das heißt, es ist der beste Sektorzeit, den das Auto bisher gefahren hat. Ja, es sieht so aus, dass alle Autos allgemein etwas schneller werden. Es wird natürlich kühler langsam. Ich bin ja eben ein bisschen später gekommen und musste also von unserem Marketingzelt hier rüberlaufen. Also die Sonne ist deutlich schwächer, die Luft etwas kühler. Und wie wir alle wissen, kommt das dann natürlich den Motoren zugute. Das könnte ein Grund sein, warum wir jetzt schon wieder Top-Zeiten sehen. Capello gegen Alexander Wurz, da bleiben wir mal ein bisschen drauf. Der Rückstand von Rinaldo Capello momentan 12,7 Sekunden auf den Österreicher. Die Rundenzeiten gehen hin und her. Es bewegt sich nicht so richtig was in die eine oder die andere Richtung. Olivier Quesnel, der Sportchef von Peugeot, im Interview. Nach 5 Runden eine Doppelführung für seine Marke. Ein Vorsprung von einer Runde mit Sebastian Bourdais auf Alexander Wurz. Die beiden Audi haben sich aber zurückgemeldet, jetzt unmittelbar nach der Safety-Car-Phase. Wir dürfen uns also noch längst nicht so sicher fühlen. Beide dritten Autos haben mittlerweile Schwierigkeiten, sowohl unser als auch das von Audi. Prinzipiell ist aber unsere Ausgangslage natürlich sehr, sehr gut. An der Spitze läuft alles klaglos. Sebastian Bourdais hat keine Schwierigkeiten. Der Peugeot Pescarolo meldet sich mittlerweile ebenfalls wieder zurück. In diesem Rennen ist wirklich noch alles drin. Wir haben 7 oder 8 Langstreckentests gefahren vor diesem Rennen. Von der Zuverlässigkeit dürfte uns also nichts mehr reinlaufen. Wir sind auf jeden Fall perfekt vorbereitet. Und das ist ein Rückschlag für die Porsche-Mannschaft, schon gleich der nächste. Das ist nämlich das Auto des in der GT2 bis jetzt führenden Raymond Darracq. Der wird ebenfalls zurückgeschoben in die Box zu dortigen Reparaturarbeiten.
sodass gleich Pierre Kaffer bei der nächsten Durchfahrt die Führung in der GT2-Wertung übernehmen wird. Gleich der nächste Porsche also nach technischen Problemen. Nachdem es gerade schon Richard Lietz, Marc Lieb und Wolf Hensler erwischt hat. Jan Charoos wird verfolgt von Simon Pagenaud. Dabei geht es um die Positionen 6 und 7. Der zweitbeste Lola Aston Martin gegen den einzigen Peugeot 908. Simon Pagenaud sicher der bessere Fahrer. Der fährt in der American Le Mans Series auch einen Acura. Ist dort Teamkollege von David Brabham, der gerade im Auto des Zweitplatzierten unterwegs gewesen ist. Und Jan Charoos ist dann in der Tat auch relativ schnell und relativ klaglos fällig geworden. Ja, er hat natürlich den Windschatten da gnadenlos ausgenutzt und konnte recht einfach sich daneben setzen. Und dann kann man eigentlich auf die Anfahrt zur Schikane außen nicht mehr dagegen halten. Und es war ein sauberes Überholmanöver, wie aus dem Bilderbuch. Aber man sieht auch, dass der Aston Martin, der ist schnell auf den Geraden. Sie können relativ gut vom Topspeed auf jeden Fall her mitgehen. Und wir sehen ja auch, dass die Fahrzeuge recht lange weit vorne mit dabei sind. Also da ist noch nicht alles gegessen. Hier kann man jetzt schön sehen, wie man sich den Verkehr da zurechtlegen muss. Man fährt also regelrecht Slalom auf den Geraden, um an den langsameren Fahrzeugen vorbeizukommen. Das langsame Fahrzeug war zum Beispiel der einzige Spiker, der im Feld mit dabei ist, aus der GT2-Kategorie. Beim Lettern, wo das Auto sich gerade befindet. Ralf, du kennst den Spiker sehr gut, dieses urige Gefährt, du hättest fast sogar selbst einen gefahren hier. Ja, ich bin das Auto letztes Jahr gefahren in der Le Mans Series und auch hier in Le Mans. Eine ganz aktive Truppe, die aus Holland arbeitet, die Serienautos herstellen schon seit einigen Jahren und auch die Liebe zum Motorsport haben. Und schon seit, ich glaube, 4-5 Jahren jeweils einen Spiker einsetzen und manchmal auch zwei, die auch fürs nächste Jahr ein größeres Projekt vorhaben, wenn dann alles gut geht. Ja, man sieht hier leider den Porsche, so wie es aussieht, ein größeres Problem. Oh ja, hier haben sie sich nicht wirklich einigen können, wer jetzt vorne ist. Das ist wahrscheinlich vorne der Ferrari, der ist eine zu langsame Pace gegangen. Und so haben sich die beiden Autos hinten aufgestaut und es gab da eine leichte Berührung. Chris Dyson wurde in dem Fall gerammt von Alan Simonsen. Chris Dyson im Lola, im RML Lola unterwegs gewesen. Und Alan Simonsen im Farnbacher Ferrari. Und das ist der riesige Ferrari, der jetzt die Spitze inhalieren wird. Gleich einmal, wenn Pierre Kaffer vorbeikommt, weil Raymond Narak mit dem Porsche in der Box steht. Und der Spiker-Ralf, von dem wir gerade sprachen, wird gerade gefahren von Jaroslav Janis auf der 7. Position in der GT2-Klasse geführt. Jaroslav Janis ersetzt hier recht kurzfristig Peter Dumbrack, der eigentlich vorgesehen war auf diesem Auto. Also eigentlich war der Jarek vorgesehen und der Peter Dumbrack hat ihn ersetzt in Spa, weil der Jarek ein Problem hatte mit einer Infektion im Kieferbereich. Das Ganze ist jetzt wieder vernünftig verheilt und ab jetzt sollte eigentlich der Jarek wieder die komplette Saison zu Ende fahren. Ja, hier sind wir wieder bei Audi mit dabei, denke ich. Und man kann sehen, da wird fieberhaft am Unterboden gearbeitet, beziehungsweise an elektrischen Kabeln. Ich gebe mal am besten an den Frank weiter. Ja, wir sehen, dass man da also versucht, ich weiß nicht, ob der neue Lader schon drin ist. Wir haben ja gehört, Turboladerschaden. Entweder versucht man den Defekten noch rauszukriegen oder baut schon den neuen wieder ein. Aber es ist sehr, sehr schwer zugänglich und das konnte man gerade sehr gut beobachten. Das ist also für die Mechaniker, wo man kann sich vorstellen, dass eben alles sehr, sehr heiß ist jetzt am Fahrzeug. Nicht so einfach ist, das jetzt in kurzer Zeit zu erledigen. Das ist die Perspektive aus dem Auto von Pedro Lamy, der nach dem turbulenten und von seiner Boxenmannschaft aus klar vermeidbaren Crash wieder auf Platz 7 vorgefahren ist. Und Raymond Narak kommt wieder raus. Fahrerwechsel hat es gegeben, Patrick Killy also jetzt im Auto des IMSA-Teams. Mal schauen, wer da zurückgefallen ist. Genau eine Minute, so wie ich das hier eine Runde, sorry, ist er zurückgefallen.
Das heißt, die sind noch im Rennen. Wenn jetzt alles funktioniert und das Problem wirklich behoben ist, dann ist das zwar recht schlimm gewesen zum jetzigen Zeitpunkt, aber mit einer Runde Rückstand ist man noch nicht aus dem Rennen. Schöne Ecke hier, man hat vorher wirklich, wie der Frank vorhin schon mal erzählt hat, Vollspeed drauf, 330 Kilometer circa. Und dann bremst man runter in die sehr langsame rechts rein. Und die Ecke hat Gott sei Dank sehr, sehr viel Grip. Und so kann man hier wirklich hundertprozentig gut beschleunigen. Und man kommt in den Genuss, auch wirklich die ganze Leistung des Autos dort spielen zu können und zu dürfen. Ja, man kann wahnsinnig spät bremsen, das Grip-Niveau ist sehr, sehr gut. Und kann dementsprechend auch gut langsamere Fahrzeuge ausbremsen. Wir sehen jetzt hier gerade die Durchfahrt Indianapolis, die links, Anfahrt auf Anarch und die 7 läuft, glaube ich, auf Rinaldo Capello auf. Also ich habe gelbe Überrollbügel gesehen, das müsste dann Rinaldo sein. Nami fährt 3,31, Capello fährt auch 3,31, also so richtig viel geben die beiden sich nicht. Nami versucht natürlich jetzt möglichst viel Boden wieder gut zu machen und sich auch zurückzurunden bei denjenigen Autos, die langsamer unterwegs sind. Langsame Prototypen, bei denen das funktioniert. Beim Audi funktioniert das natürlich nicht so ohne weiteres, wenn die auf einem vergleichbaren Zeitenniveau sich einpendeln. Nami immerhin schon wieder auf Platz 18 und das ist eine veritable Aufholjagd, die der Portugiese dahin gelegt hat. Der Unfall hat für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt, den Sie Eurosport 2 haben sehen können, auf jenem Sender, auf dem es auch gleich weitergeht um 8:30 mit der nächsten Live-Einblendung. Henri Pescarolo und Olivier Quesnel haben sich da gleich einmal am Kommandostand zusammengerottet nach diesem wirklich kuriosen Crash zu Lasten von Pedro Nami, dessen mögliche Siegchance. Quesnel hat Pescarolo versucht, die Schuld dafür einzureden. Das allerdings völlig abwegig, meiner Meinung nach. Denn der Unfall wurde maßgeblich ausgelöst davon, dass die Boxenmannschaft von Nami den zu früh rausgeworfen hat. Jetzt kommt die 008, oder sie steht genau da. Jos Verstappen an der Box. Es scheint keinen Fahrerwechsel gegeben zu haben. Verstappen immer noch drin im Auto des derzeit Sechstplatzierten in der LMP1-Wertung. Der Lola Aston Martin aus der ProDrive-Mannschaft. Das ist das Auto, für das 100.000 Briten, die hier rübergekommen sind, die Daumen drücken und auf den Campingplätzen ordentlich den Boden beben lassen. In England heißt es so schön, das Departement of Nassau sei an diesem Wochenende die südlichste Grafschaft von England. So viele Fans sind hier immer jedes Jahr drüben. Und wir lassen es wirklich ordentlich krachen hier. Simon Pagenaud, der Fünftplatzierte. Hinter ihm fährt Alex Davidson. Hat es da jetzt einen Fahrerwechsel gegeben oder nicht? Da gibt es eine Diskrepanz. Im Zeitname und in der Grafik. Davidson könnte übernommen haben von Jos Verstappen möglicherweise. Da haben wir verifizieren. Der Rückstand 1,3 Sekunden auf Simon Pagenaud. Im Peugeot 908 von Pescarolo. Ganz vorne immer noch Sebastian Bourdais vor Alexander Wurz, Rinaldo Capello und Lucas Luhr. Und man fährt jetzt zwei ähnliche Zeiten, die beiden Experten, aber so richtig losgegangen ist die Aufholjagd von Audi noch nicht. Noch nicht, aber ich glaube, dass es schon beruhigend ist, wenn man natürlich sieht, wir können den Speed jetzt einigermaßen mitgehen, weil es war sicherlich am Anfang des Rennens, der Unterschied war viel zu groß. Und ich denke, dass das beruhigend ist, weil die Entwicklung ist jetzt momentan eigentlich dem letztjährigen Rennen sehr, sehr ähnlich. Man kommt jetzt zum Abend hin der Peugeot-Truppe näher, wird gleichwertiger und vielleicht erleben wir ja in der Nacht dann wieder den Wechsel. Den Umschwung und Audi ist dann vielleicht die Speed angebende Kraft.
Romain Dumas erwartet eine etwas längere andauernde Reparaturpause, hat die Handschuhe wieder ausgezogen und dort signalisiert die weiße Flagge einen weiteren langsamen Porsche. Das ist der Wagen von Seth Niemann. Bei Porsche läuft nicht allzu viel zusammen an diesem Wochenende. Der Lola von Mellor geht vorbei. Das Flying Lizard Auto kriecht jetzt also ebenfalls langsam zur Box zurück. Der war eh schon nicht mehr unter den ersten drei in der GT2-Klasse, sondern auf Platz 4 zurückgefallen. Immer noch vor Raymond Narak, nach dessen Boxenstopp. Jetzt allerdings gleich der nächste Blitzeinschlag bei Porsche. Ja, tragisch für die Jungs aus Stuttgart. Das Auto hat jetzt noch fast die ganze Runde vor sich. Man sieht, man muss langsam machen, in den Rückspiegel schauen, damit, weil der Speed-Unterschied doch relativ groß ist. Ja, er ist am Anfang der Runde jetzt noch, das heißt, da wird da schon alleine jetzt noch in dieser Zeit sehr, sehr viel Zeit verloren gehen. Und dann noch die Reparatur in der Box. Ja, das wird das Auto sehr weit zurückwerfen. Joao Barbosa kommt an die Box, das ist der 11-Platzierte im offenen Pescarolo Judd. Hinter den Erwartungen zurückgeblieben bis jetzt, nur auf Platz 11, das ist nicht allzu viel. Im ersten Turn lag unser Auto am allerbesten. Jetzt läuft auf der Bremse nicht mehr ganz so optimal. Jeder fährt am Limit in unserer Klasse. Die Strecke verändert sich natürlich ziemlich und darauf können wir uns einstellen. Ich werde jetzt einen Doppelturn fahren. Versuche einen möglichst runden Rhythmus reinzubringen und zu Wege zu bringen. Und $50.000 haben wir mittlerweile bereits eingesammelt für unsere Spendenaktion zugunsten der Hospitäler hier in der Gegend. Denn jede Runde bringt da bares Geld bei Patrick Dempsey, dem hier so viel umschwärmten Schauspieler in seinem Ferrari in der GT2-Kategorie. Gianmaria Bruni ist jetzt der neue Drittplatzierte im AF Corse Ferrari 430. Der neue Drittplatzierte will heißen in der Kategorie der GT2. Aber auch Gianmaria Bruni hat mittlerweile eine Verwarnung ins Cockpit gefunkt bekommen, dass er die Strecke möglichst nicht mehr allzu oft verlassen möge, sonst setzt es dann eine Stop-and-Go-Strafe, wie gerade eben auch bei Pierre Kaffer. Wie es damit weitergeht, das können Sie jetzt auf Eurosport 2 weiter verfolgen, denn wir machen einen Sender- und Kommentatorenwechsel. Uwe Winter steht schon parat. Frank Bieler, Ralf Kellenas und ich, Norbert Okenga, geben von Eurosport International ab auf Eurosport 2. Und hier geht es weiter um 22.30 Uhr mit der nächsten Live-Einblendung von den 24 Stunden von Le Mans. Der Zwischenstand also Sebastian Bourdais in Führung, eine Runde Vorsprung auf Alexander Wurz, dann Rinaldo Capello, während wir Schwierigkeiten an der Ginetta Zytec des Strucker Racing Teams beim Boxenstopp sehen, ist das Auto von Danny Watts, dem derzeit 13. Platzierten, der da irgendwie merkwürdig eingeparkt hat und auch noch hat sich eine Radmutter verkantet. Danny Watts also eine außergewöhnlich lange Standzeit. In Führung also wie gesagt Alexander Wurz. Vor der Führung Sebastian Bourdais, vor Alexander Wurz, dann Capello, Lur, Pagenaud, Jan Charouz, Anthony Davidson und André Lotterer. So viel jetzt. Wenn Sie weiter gucken wollen, umschalten sofort auf Eurosport 2. Viel Spaß mit Uwe Winter und Stefan Moser. Bis gleich. Und wir sind jetzt in Le Mans, 17 Stunden sind noch zu fahren für Sie, liebe Zuschauer, auf Eurosport International. Der Zwischenstand, es führt Peugeot mit Marc Genet. Mit einem Vorsprung von 1,5 Minuten auf Tom Christensen im Audi. Sebastian Bourdais auf der dritten Position. Drama bei Audi, ein Auto steht schon seit 2 Stunden in der Box. Die Startnummer 3 genauer gesagt. Und Lucas Lua ist eben mit der Startnummer 2 kräftig abgeflogen. Das Auto ist nicht mehr hier an Ort und Stelle zum Einsatz zu bewegen. Also nur noch ein Audi verbleibt hier beim Kampf um den Gesamtsieg gegen die Peugeots, die nach wie vor die Startnummer 9 in Front sehen mit Marc Genet. Alexander Wurz ist auch einer der Teamkollegen, aber wir haben zahlreiche Unfälle, zahlreiche Aktionen hier gesehen, sodass es also noch ein langer, langer Weg wird für alle Beteiligten hier bis zum Fallen der Zielflagge.
Mit dabei natürlich immer wieder auch Studiogäste. Hier der Unfall von Lukas Luhr, der beim Anbremsen einer Kurve das Auto verloren hat. Und der Pierre Kaffer sitzt gerade bei uns im Studio. Er kann das vielleicht analysieren. Das war der Eingang der Porsche-Kurve. Wir sehen es gerade nochmal hier. Da sind unheimlich viele Bodenwellen. Das Auto ist da immer unruhig. Und ich glaube, der Lukas hat das Auto dann auf der Hinterachse verloren. Hat es versucht nochmal abzufangen. Aber in den Porsche-Kurven ist einfach kein Platz mehr da. Wenn du dann einen Fehler hast oder ganz in einem verkehrten Winkel auf eine Bodenwelle aufschlägst, dann bleibt dir im Prinzip keine Chance mehr, das Auto abzufangen. Und wenn du immer am Limit unterwegs bist, und wir haben dieses Jahr hier auch ein Sprintrennen, das zeigt es ja ganz deutlich, auch bei uns in unserer Klasse, wir sind da ganz hart am Fighten mit den anderen Ferraris und Porsches. Das ist einfach so, du kämpfst, machst und tust und bist halt ständig 100% unterwegs. Da kann auch schon mal was schief gehen. Und damit kann man sich bei Audi jetzt auf ein einziges Auto konzentrieren, nämlich das der Titelverteidiger, der Sieger des Vorjahres mit Tom Christensen und Alan McNicht. Ja, das war's als kurze Einblendung auch für die Zuschauer auf Eurosport 1. Wir senden rund um die Uhr bis zum Fall der Zielflagge um 15 Uhr. Der nächste Turn mit Ralf Kellenes, Frank Wieler und Norbert Okenga auf Eurosport International live von den 24 Stunden von Le Mans. Und wenn Sie nicht auf Eurosport 2 geschaut haben, gerade eben in der Zwischenzeit, dann werden Sie feststellen, es hat sich einiges getan. Ein Blick auf das Auto, in dem gerade Vanina X sitzt. Gröbere Reparaturarbeiten am Creation Autosportiv Auto. Ein LMP1, der von Anfang an keine große Rolle gespielt hat, weil bereits früh ein Benzinpumpenschaden sich eingestellt hat. Man hat 8 Runden verloren mit dem Wechsel der Benzinpumpe an dieser typisch englischen Autokreation. Trotzdem ist von diesem Auto nachher noch zu reden. Allerdings zunächst einmal das Update. Wir haben nämlich einen neuen Spitzenreiter, Marc Genet im Peugeot 908. Der Partner von Alexander Wurz und David Brabham ist mittlerweile in Führung auf Position 2. Tom Christensen, Alan McNicht und Renaldo Capello. Und nur noch auf der dritten Position das Auto, das zuletzt geführt hat, als wir auf Eurosport 2 drauf waren. Sebastian Bourdais fährt den Peugeot 908 gerade. Der allerdings hatte ebenfalls mit Bourdais am Steuer eine längere Standzeit, weil nämlich beim Radwechsel festgestellt wurde, dass Stehbolzen an der Radnabe abgeschert waren. Da gibt es 5 Stück von. Und da kann man das Rad nicht mehr richtig aufsetzen. Dann hat man sicherheitshalber die ganze Radaufhängung hinten getauscht. Und hat da wie viele Runden mal verloren? Wären 2 insgesamt. 2. Ja, das ist natürlich eine sehr kritische Situation, weil wir haben diese Stehbolzen an den Radaufnahmen. Man hat eigentlich eine Zentralmutter, die das Rad fixiert. Aber eben diese Stehbolzen in der Radnabe, die dann das Rad gegen Verdrehen sichert, und wenn die sich also lösen oder eventuell ganz rausfallen, würde das Rad durchdrehen. Im schlimmsten Fall würde man es sogar verlieren. Und ich denke, da kann man froh sein, dass man das beim Boxenstopp rechtzeitig gesehen hat. Das also der Grund für den Führungswechsel, dass jetzt der zweite Peugeot 908 in Front liegt vor dem besten Audi R15. Der Abstand 2 Minuten und 2 Sekunden derzeit zwischen dem ersten und dem zweiten. Und auch bei Audi hat einmal mehr der Blitz eingeschlagen in Form eines heftigen Crashs von Lukas Luhr, der abgeflogen ist an einer kritischen Stelle. Ralf, der du auch schon deine Erfahrung gemacht hast. Ja, eingangs der Porsche-Kurven rechts, die erste rechts. Man kommt die lange Gerade runter und beim Anbremsen lenkt man schon ganz leicht nach rechts ein. Und in der Anbremsphase gibt es ein paar böse Bodenwellen. Und wenn man die nicht vernünftig erwischt, dann kann das Auto versetzen. Und wenn man dann noch dazu die Bremse vielleicht so weit hinten stehen hat, dann kann das Auto richtig ausbrechen und man kann es verlieren. Und so wie es aussieht, ich habe das Interview von Lukas eben selber leider nicht gehört, aber so wie es aussieht, habe ich gehört, dass eben dieses ähnliche Malheur passiert ist. Er ist dann sozusagen geradeaus durchs Kiesbett in die Reifenstapel gerutscht und hat das Auto doch richtig, ich würde mal sagen, zu 40% deformiert. Er hat es noch versucht, wieder in Gang zu bringen, weil die Audi-Mannschaft ja auch eigentlich sehr gut ist im Reparieren von Autos. Aber das Auto war dann so lädiert, dass man gesagt hat, nein, wir lassen das Auto erst gar nicht mehr zurück auf die Strecke, weil es Öl etc.
verlieren könnte und somit dann das Aus dieses Autos. Mann ist gut, in dem Fall hat die Rennleitung interveniert und gesagt, non, monsieur, mit dem Auto wird nicht mehr weitergefahren, ein latentes Sicherheitsrisiko auf der Bahn. Also nicht ganz freiwillig den Wagen da stehen lassen, sondern auf Druck von ganz oben von Monsieur Legrand. Ja, natürlich. Ich glaube, Audi setzt immer dran, solange sich noch was bewegt, das Auto wirklich wieder in die Box zu bringen, weil sie wissen, dass sie das Auto so konstruiert haben, dass man sehr viele Teile sehr schnell austauschen kann. Und dementsprechend möchten die das Auto mal selber erst sehen, um dann festzustellen, okay, ja, wir machen das oder wir lassen es stehen. Aber in diesem Fall, ja, hat die Rennleitung gesagt, nein, das Auto wird nicht mehr bewegt, das muss stehen bleiben. Wir sind beim Boxenstopp des Sechstplatzierten in der GT2-Klasse. Tracy Krohn, Nick Jönsson und Erik van der Poole. Und dem zweiten Ferrari, der unter der Risi-Kompetitionen-Nennung aus Houston läuft. Der fährt wieder raus und beglückt das Geschehen mit seinen wunderbaren gelben Frontlichtern. Das ist das Auto, was um Platz 3 in der GT1-Kategorie kämpft. Chevrolet Corvette aus dem Team von Luc Alphand. Rejus dort jetzt am Steuer, ist sogar der Drittplatzierte. Es gibt dort ein teaminternes Duell zwischen diesen beiden Chevrolet Corvette C6R und C6R. Rejus auf der dritten Position, aber deutlich abgeschlagen hinter den Werks Corvette. Der GT1 Johnny O'Connell in Führung, Olivier Beretta auf der zweiten Position in der GT1. Schauen wir nochmal weiter auf die GT2, um dort den Gesamtstand abzurufen. Pierre Kaffer war gerade eben in der Übertragung auf Eurosport 2 hier oben. Der hat das Auto in Führung liegend übergeben. Jaime Melo, sein Teamkollege, führt jetzt Tim Sagten auf der zweiten Position in der GT2-Klasse. Patrick Long auf 3 im Porsche, Fabio Babini auf der vierten Stelle und Jörg Bergmeister auf 5, nachdem er dort diesen riesen Rückstand geerbt hat von Seth Niemann, seinem Teamkollegen. Und dann der Spiker, in dem gerade Jeroen Blekemolen sitzt, vor dem Auto von Tracy Krohn, was wir gerade sahen. Und Leo Mansell, der Sohn von Nigel Mansell im Ferrari, hinter dem Tracy Krohn Auto. Und in der LMP2 liegt wiederum jetzt Kasper Elgort im dänischen Porsche RS Spyder in Führung vor Sascha Maaßen. Allerdings nur denkbar knapp mit mummelig 6 Sekunden Vorsprung, den Elgort der Däne hat auf Sascha Maaßen, den Aachener. Marc Genet, der Spitzenreiter. Und bei Peugeot fängt man jetzt an, sich zu orientieren, was die anderen machen. Es hat bei Peugeot noch keiner vierfach Turns mit einem Satzreifen gewagt, obwohl das eigentlich angedacht gewesen ist, das mal zu versuchen. Im extremsten Falle würde man das jetzt langsam mal machen, aber ich habe gerade kurz mit Alexander Wurz sprechen können, direkt nachdem der aus dem Auto rausgekommen ist. Der sagte, wir gucken jetzt, was Audi macht, sobald Audi damit anfängt, vierfach Turns zu fahren und damit Zeit gewinnt auf uns, mit dem Auto von Christensen nämlich. Dann wird auch Peugeot entsprechend darauf reagieren und vierfach Turns zu fahren. Solange das nicht der Fall ist, solange auch Audi bestenfalls 3 Turns mit einem Satz Reifen fährt, sieht bei Peugeot niemand eine Veranlassung, das zu riskieren, dass du hinten raus vielleicht Zeit verlierst, weil der Reifen zu sehr abbaut. Ja, man kann natürlich bei Peugeot jetzt ein kleines bisschen abwarten und schauen, was Audi macht, weil es ist natürlich ein Risiko, 4 Stints auf einem Reifen zu fahren. Das Risiko, sich auch Puncture, also einen Reifenplatzer einzufahren, ist natürlich viel größer, wenn ich die Reifen lange drauf lasse. Der Gummi wird dünner und gerade jetzt auch in die Nacht hinein werden sicherlich am Anfang viele Fahrzeuge hier und da mal das Kiesbett benutzen. Man hat dann sehr viel Kies auf der Strecke und dann mit einem recht dünnen Reifen, sage ich jetzt mal, darüber zu fahren, erhöht natürlich das Risiko, sich Reifenschäden einzufangen. Das Auto, was wir jetzt im Bild sehen, das kennst du sehr gut, Ralf Kenners, nämlich aus der amerikanischen Szene bist du es auch lange gefahren. Ja, Risi-Kompetition in Ferrari 430, Spitzenreiter GT2. Richtig, das Auto von Giuseppe Risi, für die bin ich von 2000 an ungefähr, ich würde mal sagen, 5-6 Jahre in Amerika gefahren, in verschiedenen Ferraris. Das Team hat sich kontinuierlich nach oben gearbeitet. Sie haben angefangen mit dem Ferrari 333, der vielleicht noch einigen Zuschauern bekannt ist. Dann über den 360, jetzt über den zum 430 hin. Und das ist, sagen wir mal, ein verstecktes Werksteam. Werksfahrer sind da mit dabei und auch einige Ingenieure, die im Hintergrund arbeiten. Und das Team ist, wie wir gerade erwähnt haben, in der ALMS hauptsächlich unterwegs und kommt immer für Le Mans, für die 24 Stunden hier rüber und versucht halt, wie das die anderen auch machen, einen Sieg mit nach Hause zu nehmen, nach Amerika. Boxenstopp bei der Aston Martin Werksmannschaft mit dem Auto, das an diesem Wochenende die Seuche gepachtet hat. Peter Cox, Stuart Hall und Harold Prima weit, weit zurückgefallen bereits in der Anfangsphase. Der Beste der Aston Martin liegt auf der fünften Position. Stefan Mücke derzeit in diesem Auto unterwegs. Vor Charles Zwolsmann im Collis Audi R8 und apropos Audi R10 und apropos Audi. Herzlich willkommen Marco Werner mit einem
lakonischen, schwarzhumorigen Grinsen trotz des Ausfalls von Lukas Löhr. Was ist genau passiert? Ja gut, das wissen wir im Moment noch nicht. Also es ist sicherlich für Lukas schwer nachzuvollziehen, was im Bruchteil von den Sekunden dort passiert ist, wenn man bei einer Highspeed-Kurve wie den Porsche-Kurven am Eingang abgeht. Ich denke mal, das wird noch ein paar Mal bei ihm ablaufen und dann kann er dann noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber das wirklich hinterher nachzuvollziehen ist schwierig. Daten haben wir noch keine, die werden noch ausgewertet. Es gibt viele Faktoren, also vom Fahrfehler bis technische Dinge wie Reifenschäden. Wir wissen, was an Teilen auf der Strecke liegt. Es kann vieles geben und momentan können wir da noch keine Aussage zu machen. Ist das Auto schon wieder da oder kommt das erst morgen, wenn alle zu Ende getrunken haben? Das kommt dann wieder erst zurück, wenn alles vorbei ist. Das Auto sah, ihr habt es gesehen, es sah schlimm aus, ja. Aber es ist ein Audi, es war immer noch Farbe, aber die Offiziellen haben ihn nicht zurückfahren lassen. Aufgrund von Ölverlust, wichtig ist zur Box zu kommen. Ganz klar hätten wir ein paar Stunden geschraubt, aber es wäre vielleicht noch mal weitergegangen. Nun die alles entscheidende Frage, warum sind die Peugeot schneller als der ganz neue Audi R15? Ja gut, der Peugeot ist natürlich eine bekannte Basis, man hat Werte vom letzten Jahr. Der R15 ist jetzt doch was ganz Neues und wir wissen, es gab keinen Pre-Test. Es gab am Mittwoch wieder Regen, wir haben wenig Erfahrungswerte, es gab wirklich wenig Zeit zum Abstimmen und ein vernünftiges Setup zu machen. Und das wird uns sicherlich alles nicht entgegengekommen sein. Und ich bin zum Beispiel auch am Donnerstag nur 3 Runden gefahren, das ist alles nicht viel. Wir haben auch dazu noch sehr viele Probleme generell gehabt und haben uns nicht richtig aussortieren können, sag ich mal. Denn die Fahrzeit war nicht da, um das alles auszusortieren mit einem neuen Auto. Wir haben auch alle Testfahrten meist bei Regen gehabt. Also ich bin nie was anderes wie Regen gefahren über den ganzen Winter hinweg. Außer in Sebring gab es trockene Runden für mich. Und dann bleibt viel auf der Strecke. Und neues Auto auszusortieren, das fängt bei der Aerodynamik an, das alles ein bisschen auszubalancieren, zu schauen, was geht auf Highspeed. Fahren wir wenig Downforce, fahren wir viel Downforce, was geht mit den Reifendrücken? Es gibt so viele Dinge an diesem Fahrzeug, um das Optimum rauszuholen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fehlen noch mal schnell 1,5 bis 2 Sekündchen. Also in dem Fall wäre es besser gewesen für euch, wenn es ja auch mehr regnet. Also mehr entweder Regen mehr Regen oder man hätte vielleicht einen Pre-Test gehabt oder eben, ja, vielleicht kein Regen am Mittwoch. Auch das waren 6 Stunden, die waren eigentlich nicht nennenswert für uns. Es war Fahrzeit, aber wir haben jetzt keinen Regen. Dann wären wir sicherlich gut sortiert. Denn wie gesagt, wir haben ja fast nichts anderes über den Winter hinweg gefahren. Es gab einen Nasenwechsel zwischendurch irgendwann mal bei allen 3 Autos und nur bei einigen. Mit mehr Abtrieb wurde uns am Fernsehen verraten. Genau, das ist ein Zeichen dafür. Das hat man ja früher nie gesehen, dass wir im Rennen noch irgendwas geändert haben. Also jetzt haben wir auf ein starkes Untersteuern reagieren müssen. Haben versucht, durch den Wechsel der Fronthaube mit mehr Aerodynamik da ein bisschen mehr Balance reinzubringen. Hat es gefruchtet? Nein. Es war ein Tick besser mit dem Untersteuern, aber leider nicht das, was man erreichen wollte. Und man hat zwar mehr Downforce gefahren, oder bekommen und hat dadurch eigentlich noch ein nervöseres Auto bekommen in den Passagen, wo es teilweise Bumps gibt, wie runter zum Tête Rouge S, hat das Heck versetzt, auch beim Anbremsen, wenn die Straße, und sie ist hier selten eben, dann gab es Probleme und das heißt, wir haben uns eigentlich noch ein kleines Problem mit reingeschaffen. Das Auto war eigentlich recht schwierig zu fahren. Dein Freund von heute Morgen? Mein Freund von heute Morgen. Die Damenwelt hätte sich gefreut, wenn sie ein Meeting gehabt hätten. Ich habe mich nicht ganz so gefreut über den Kontakt mit ihm. Weil du morgen mit ihm reingefahren bist oder er. Okay. Lass mal hören, was er zu sagen hat. Konzentriert bleiben auf das, was ich mache. Man wird nicht die Augen aufhalten und den Turn durchziehen mit einem möglichst konstanten Rundenniveau. Auf jeder Runde lerne ich noch jede Menge dazu. Die LMP1 Autos beim Überrunden fliegen an einem vorbei wie die Wahnsinnigen. Todd Christensen in der Box, Patrick Dempsey. Wir mussten deinem Freund leider ins Wort fallen. Marco, denn jetzt erwischt es offensichtlich auch noch das dritte Auto aus dem Audi-Rennstall. Todd Christensen, die Heckhaube wird abgenommen. Und damit ist der Zweitplatzierte seinen zweiten Platz relativ bald wieder los, denn er hatte eine knappe Runde Vorsprung nur auf Sebastian Bourdais. Und die wird Sebastian Bourdais gleich wieder reingefahren haben. Und du bist ja jetzt Krisen erfahren mittlerweile. Was passiert da jetzt? Ja, das tut weh, da geht die Heckhaube auf. Keine Ahnung natürlich von hier oben, was dort Sache ist. Musst du wissen. Das wird im hinteren Bereich gearbeitet. Keine Ahnung, ob jetzt was am Motor ist. Turbolader haben wir eben auch das Problem an dem Fahrzeug Nummer 3 gehabt.
könnte ein Faktor sein. War bei uns zum Beispiel auch am Donnerstag im Training ein Fall, wo wir sehr viel Zeit verloren haben. Schauen wir mal, was da, wie lange der Stopp geht. Turbolader bei der 3, weil das war der erste Verdacht. Wir haben gerade mit Timo Bernhard gesprochen in der Pause von unserer Sendung. Er sagt, es war in Wahrheit, wie Sie gemerkt haben, die Hochdruckpumpe, also das Pendant zur Einspritzpumpe. Wenn genau, ja, ja, das ist dann letztendlich auch noch gewechselt worden. So, und das ist irgendwie Seitenpech und Pannen bei Audi, beim, wie ich ehrlich dachte, dem großen Favoriten mit dem neuen Auto. Jetzt also steht der dritte, Tom Christensen, und damit haben wir gleich wieder eine Peugeot-Doppelführung, sogar eine Peugeot-Dreifachführung, weil nämlich Jean-Christophe Bouillon im privaten Peugeot 908, der auf dem technischen Stand des Vorjahres unterwegs ist, was die Front angeht, auf Platz 4 fährt. Der wird also gleich Dritter sein, wenn man bei Tom Christensen länger schrauben muss. Und Stefan Mücke würde dann auf Platz 4 vorrücken, Charles Zweismann auf die 5. Stelle. Das war flott. Ja, das war Gott sei Dank relativ kurz, aber gut, wir wissen jetzt immer noch nicht, was dort gemacht wurde. Weiter geht's, drücken wir in die Daumen. Sicher ausschließen können wir einen Zündkerzenwechsel. Den können wir ausschließen, genau. Boxenstopp von Stefan Mücke, dem gerade angesprochenen Fünftplatzierten im Besten der Lola Aston Martin bzw. der ProDrive Aston Martin. Gibt es einen kleineren Unfrieden auf der britischen Insel zwischen Lola und ProDrive, wer jetzt erstens die Namensrechte an diesem Boliden hält und wer zweitens was daran verbessert und aufgebaut hat. In Wahrheit sind es nur kosmetische Retuschen an der Frontpartie, die das Auto dann von einem Lola in einen Aston Martin umgetauft haben. Aber da wollen wir nicht kleinkariert sein. Lass ihn fahren. Stefan Mücke auf der 5. Position vor Charles Zwolzmann. Und dann, Achtung, Nicolas Lapierre, im Besten der Orica-Autos, bereits auf Platz 7 mit der extrem konservativ vorgetragenen Strategie. Und das ist die 35. Einer der beiden Autos aus dem Team von Jacques Nicolet, dem ehemaligen Pescarolo-Teilhaber aus der LMP2-Klasse. Allerdings keine tragende Rolle spielt in diesem Wettbewerb. Guillaume Moreau ist da drauf. Die Skandalnudel aus dem Lager von Corvette, die da kurzfristig abgesprungen ist, zum großen Missfallen von Teamchef Luc Alphon, oder dessen Teammanager mit Worten wie Vertragsbruch und sonstigen unschönen Vokabeln um sich geworfen hat. Aber Guillaume Moreau wollte lieber den LMP2 kleinen Wagen fahren als die GT1 Corvette, bei der er mit Herrenfahren gestraft worden wäre. Nun also in diesem die Perspektive von der Nummer 7, dem derzeit schon wieder auf Platz 11 fahrenden Nicolas Minassian. Das ist der große Pechvogel aus der Anfangsphase. Und auf dem Auto, in dem Auto sogar, sitzt auch Christian Klien, der zwischenzeitlich mal hier oben gewesen ist. Ich habe den mitgebracht für ein kurzes Intermezzo auf Eurosport 2, während wir off-air waren mit International. Und der hat gesagt, lieber Marco Werner, dass ihm aufgefallen ist, dass wenn er hinter einem Audi R15 herfahrt, ihr immer erstaunlich früh, bereits vor der Bremsphase, einmal aufs Pedal tretet, Bremslicht aufleuchtet und dann wird erstmal nicht gebremst und dann wird es angebremst. Habt ihr Bremsprobleme? Nein, haben wir nicht. Ist mir beim Dindo auch aufgefallen, beim Hinterherfahren. Oder gut, er hat mich überholt und zog davon. Habe ich dann auch gesehen. Ist nichts anderes, wie dass man so ein bisschen auf Sicherheit geht und vielleicht, wenn man mal hier und da in der Schikane nämlich einen Körb genommen hat. Es kann dazu führen, dass nämlich die Bremsbeläge durch diese Vibration ein kleines wenig zurückgehen. Dadurch der Bremspedaldruck nicht so optimal ist. Und das Dr. Ulrich, der Chef, das spricht. Auto Nummer 1 war gerade in der Garage. Ja. Was war los? Ein kleiner Schreckmoment? Nee, wir hatten das schon vorher geplant. Wir haben die Ladeluftkühler ausgeblasen. Es ist relativ viel Sand auf der Strecke gewesen und der hat langsam und langsam ein bisschen die Ladeluftkühler zugelegt. Und die Temperaturen sind gestiegen. Und bevor irgendetwas passiert daraus, wollten wir das in Ordnung bringen. Von Ihren drei Autos haben wir jetzt nur noch ein heißes Eisen im Feuer. Wie sieht Ihr Resümee aus nach den ersten Stunden in Le Mans bislang? Ich hätte selbstverständlich lieber drei, die vorne mitfahren können. Das ist im Moment nicht mehr so. Wir haben jetzt nur mehr dieses Auto, das in der Schlagnähe um das
Mannschaftsrennen ist. Das Fahrzeug Nummer 3 fährt zwar jetzt wieder ohne Probleme, aber das ist natürlich sehr weit zurückgefallen. Dankeschön. Danke. Was ganz Ähnliches haben Sie auch beim Auto von derzeit zweitplatzierten Sebastian Bourdais gemacht, als der seinen Boxenstopp hatte wegen der Radaufnahme da hinten. Da haben Sie nämlich bei dem Auto die Kühler, die Filter, die Roste aus dem vorderen Kühllufteinlass, die Schutzvorkehrungen sozusagen rausgenommen, um da zu vermeiden, dass der Kühler sich zusetzt. Auch da war die Wassertemperatur schon ein bisschen hochgeklettert und Peugeot hatte letztes Jahr ja ordentlich Last damit, dass die Temperaturen hochgegangen sind. Aber das war dann einfach nur ein Routinehandgriff, den sie nebenbei noch gemacht haben. Ja, man konnte das schön beim Boxenstopp sehen, als sie in der Garage waren, dass das also auch so gebaut ist, dass man diesen Filter relativ einfach wechseln kann. Das ist wie eine Kassette, die man rauszieht und eine neue, frische einsetzt. Ist natürlich, je länger man unterwegs ist, desto mehr Dreck kann man aufsammeln, je nachdem, wo die Kühler angesetzt sind am Auto. Und dementsprechend werden die dann schon mal dreckig. Das ist dann Abrieb von den Reifen oder auch leichter Sand, der vielleicht auf der Strecke liegt. Und wenn man die Zeit hat, diese auszuwechseln, dann sollte man das natürlich hundertprozentig so tun und dann neue reinschieben. Dann wieder zurück zu Marco Werner. Wann gibt es endlich mal bei euch diese lang ersehnten Vierfach-Turns auf einem Satz Reifen? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, bei uns war es eben problematisch. Ich weiß jetzt nicht richtig. Jetzt ist es noch problematischer, weil er kein Auto mehr hat. Genau. Bei uns wäre es also nicht von Vorteil gewesen. Deswegen sind wir bei 3 Stints geblieben und haben danach schon gewechselt. Und ich denke mal auch nicht, dass bei dem Einzelauto jetzt der große Vorteil da kommen wird. Ich denke mal eher, dass man auf die kurzen Stints geht, um vielleicht auch einen Tick schneller fahren zu können. Warum ist es problematisch? Ja, weil ganz einfach das Auto oder der Reifen doch sehr viel Problematiken hatte, wie zum Beispiel Vibration. Für mich war es echt schwierig, im dritten Stint überhaupt noch den Bremspunkt an der ersten Schikane zu finden. Man sieht die Schilder, gut, man sieht das erste Schild, das ist 200, das nächste ist 100, das brauche ich jetzt nicht unbedingt lesen. Aber man hat eben auch noch ein paar Markierungen an der Strecke, wenn man sich seine Bremspunkte setzt. Das ist zum Beispiel an der ersten Schikane ein Asphaltband, wo im Prinzip eine Straße reingeht. Das sind einige Meter und die habe ich nicht mehr erkennen können aufgrund von Vibrationen. Und es hat wirklich keinen Sinn gemacht. Das Auto war nicht mehr so schön zu fahren. Vibrationen, die können ja entstehen, weil man entweder ein bisschen Abrieb, der auf der Strecke liegt, aufsammelt und der dann sich in der Felgeninnenseite festsetzt, oder man kann die Balancestücke verlieren und deswegen eine Unwucht bekommen oder kleine Bremsplatten. Was denkst du denn, ist der Grund, warum jetzt diese Bremsplatten nach der Zeit dann kommen? Ja, Bremsplatten sind sicherlich nicht gewesen, aber es war wirklich eine Unwucht. Es war auch nicht das angesprochene Pickup, dass man sonst diese Gummireste aufsammelt, wenn man zum Beispiel mal Offline fährt, was sehr oft vorkommt, wenn man durch die Porsche-Kurve fährt und die GT-Autos dort außenrum überholt, dann nimmt man schon einiges mit, aber das war eigentlich nicht der Faktor, denn das kennen wir, das fliegt wieder weg, das knallt im Auto, das tut einem auch ein bisschen weh manchmal in dem Sinne, weil man meint immer, da geht einiges kaputt. Manchmal gehen die Louver hoch, das kennen wir von Sebring hier nicht ganz so extrem, aber das war es eigentlich nicht. Also wir sind ans Limit gekommen mit der ganzen Geschichte und ich denke mal auch mit wenig Gummi passiert viel auf der Lauffläche. Wir haben sehr viel Untersteuern gehabt. Wer weiß, was mit der Lauffläche so passiert. In den Porsche-Kurven haben wir nämlich das Phänomen gehabt, dass nach dem Einlenken und starken Untersteuern ab dort bis zum Sektor Tetre Rouge starke Vibrationen waren. Und generell hatte ich das Problem nach dem Vollgetanken, also als das Auto in den dritten Stint ging, sehr viel Vibrationen hatte. Einfach wieder mit mehr Gewicht. Das muss man erstmal später auswerten. Da können wir jetzt noch nicht viel zu sagen. Aber das war alles nicht von Vorteil. Es gibt mittlerweile aber einen, der einen Vierfach-Turn versucht hat, nämlich Jamie Campbell-Walter, der mir zufällig gerade in die Hände gelaufen ist. Da unten fährt auch ein RDP1, den wir gerade gesehen haben, eingangs der Sendung, an dem geschraubt wurde von Valina X. Und der hat mir gerade gesagt, wir haben 3 3/4-Turns gefahren, aufgrund der etwas anderen Safety-Car-Sequenz, die da gewesen ist. Und das ist vom Abbau, vom Reifenverschleiß absolut konstant gewesen. Bei dem war es kein Problem. Also es klingt fast danach, als könnte es theoretisch, zumindest bei einigen Autos jetzt, durchaus funktionieren. Vielleicht geht es wieder. Wir haben es ja auch im Training gehabt, nämlich das Nummer 1 Auto, Alan McNish, ist im Training 4 Stints gefahren, problemlos. Blick auf das Auto von Romain Dumas nach mittlerweile vollzogenem Wechsel der Hochdruckpumpe am Common Rail Diesel. Romain Dumas wartet jetzt darauf, dass man wieder auf die Bahn gehen kann, aber man hat gut 2 Stunden dadurch verloren. Das Auto, wie Dr. Ulrich gerade sagte, weit, weit zurück. Man fährt immerhin noch, aber ohne jegliche Chance hier noch was in der Form vom Teller zu ziehen. Ganz vorne Marc Genet vor Sebastian Bourdais und Tom Christensen immer noch die 3. Position verteidigen können. Nach diesem
Reinigen des Ladeluftkühlers vor Jean-Christophe Bouillon, Stefan Mücke und Charles Zwolzmann sowie Giorgio Mondini im zweiten, der Collis Audi R10. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Peugeots jetzt anfangen, ein bisschen Speed rauszunehmen. Ich weiß nicht genau, in welcher Weise und welche Möglichkeiten sie haben, das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen sicherer zu gestalten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt zwei Autos vorne haben, hinter sich eigentlich nur noch einen Audi und dann schon wieder einen Peugeot. Also sie sollten das Ganze nach meiner Meinung jetzt ein bisschen sicherer angehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das darin zum Beispiel zu sehen ist, dass sie nie versuchen werden, vier Stints zu fahren, sondern drei Stints, dass sie also sagen, okay, wir riskieren hier nichts mit den Reifen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob sie das Gemisch zum Beispiel etwas fetter machen könnten und sagen, ja, wir fahren ruhig eine Runde weniger, aber dafür wird der Motor ein bisschen sicherer sein. Da gibt es einige Maßnahmen, die man einleiten könnte. Dazu gehört aber eventuell auch noch eine andere Fahrercrew, denn wir haben gesehen im Training, das ist nicht so unbedingt das gute Zusammenspiel bei der Mannschaft. Ich denke mal, die werden sich da schon noch gegenseitig pushen, um da zu zeigen, wer her im Hause ist. Und das könnte natürlich dann wieder so der kleine Faktor für Audi, für das Auto um Tom Christensen sein. Einer aus der Fahrercrew ist David Brabham, der fährt das Auto des Führenden. 41 Jahre aus Australien, Spitzenreiter, jetzt momentan im Wartestand. Ein sehr interessanter Beginn von diesem Rennen. Bis jetzt läuft unser Auto völlig problemlos. Wir liegen in Führung und versuchen natürlich jetzt das Rennen so gut es geht und so konstant es geht nach Hause zu fahren. Die Nummer 8 mit Baudet ist wieder zurück auf der zweiten Position. Eine Doppelführung also für Peugeot. Es hat eine ganze Menge Zwischenfälle gegeben mittlerweile, aber wir sind da mit unserem Auto gut durchgekommen. Warum es so viele Zwischenfälle gibt in der Anfangsphase, das kann ich auch nicht so richtig beantworten. Sowas gehört manchmal einfach zu einem Rennen mit dazu und hier ist jetzt eigentlich eine ganze Menge zusammengekommen. Bei uns Gott sei Dank nicht, also müssen wir so weitermachen wie bis jetzt. David Brabham also. Ich bin mit dem David Brabham mal die 24 Stunden von Daytona gefahren. Der David ist ein klassischer Langstreckenfahrer, also kein großes Ego, sondern ist ein absoluter Teamplayer. Ich kenne jetzt die anderen Jungs aus den Peugeots nicht so sehr genau, aber ich weiß, dass da halt nicht so sehr viele Langstreckenfahrer dabei sind. Und die Truppe von Audi, das ist wirklich reine Langstreckenfahrer. Das sind Jungs, die alle miteinander umgehen, schon sehr lange miteinander fahren und auch keine Egos haben, sondern immer nur an den gemeinsamen Erfolg des Autos denken. Und das ist natürlich beim 24-Stunden-Rennen, wie der Marco gerade erwähnt hat, extrem wichtig, dass man jetzt hier nicht die ganze Zeit rumbolzt und sagt, ich will auf jeden Fall ein Zehntel schneller sein als der Teamkollege. Denn dann kann es schnell schon mal daneben gehen. Wir haben gesehen, heute ist auch schon mal ein Audi abgeflogen, aber ich denke, das war nicht so sehr teaminternes Duell, sondern das der Kampf gegen Peugeot. Das ist der Blick auf den Drittplatzierten in der LMP2-Klasse, Xavier Pompidou, teilt sich diesen Lola-Jug mit Benjamin Leuenberger aus der Schweiz und mit Johnny Kane aus England. Ein planmäßiger Boxenstopp, Reifenwechsel nachtanken. Xavier Pompidou wird weiterfahren auf Platz 3 hinter Kasper Elgard und Sascha Maaßen in der LMP2. Aber Ralf, was du gesagt hast über David Brabham, das entspricht genau dem, was ich höre von einigen Leuten, die ich ein bisschen besser kenne da unten als du, die sagen, der hat in diesem Jahr unglaublich viel Ruhe und Routine in dieses Team reingebracht und die auf einige Sachen wirklich ganz spezifisch hingewiesen, die langstreckentypisch sind, beispielsweise Tempounterschiede beim Überrunden, wie sie sich verändern, wenn du auf der Geraden kommst oder wenn du plötzlich auf dem GT2 aufläufst, der anfängt zu bremsen und du noch gar nicht im LMP1 daran glaubst, dass du bremsen musst und all solche Sachen. Da hat der Brabham wirklich viel quasi Aufklärungsarbeit geleistet und das Team ordentlich nach vorne gebracht. Das ist genau, was du... Ja, ich bin letztes Jahr an Spyker gefahren, also GT2, das heißt also die Unterschiede sind da sehr groß vom Speed her und ich hatte einen Unfall zusammen mit Alexander Wurz, wo er halt genau das nicht beachtet hat, was du gerade angesprochen hast, dass halt, wenn man sich wieder vor dem Auto einscheren möchte, man wirklich dann denken muss, ja, bin ich auch vorbei? Manchmal sagt einem das Gefühl, ja, ich bin ja so viel schneller rangekommen, da bin ich jetzt auch an dem Auto vorbei. Aber dem ist halt nicht so, da muss man schon wirklich viel Vorsicht walten lassen, weil sonst hat man das Pech und beide Autos sind raus und das ist natürlich absolut zu vermeiden. Ja, kann man im Prinzip nichts dazu fügen. Wir haben das des Öfteren auch in Amerika gesehen. Schwierig ist nämlich immer, dass die Thematik da ist, in den schnellen Kurven ist der LMP1 doch um einiges schneller. Und wir erleben das ab und zu dann in Laguna Seca, dass die GT-Mannschaft bei uns am Heck klopft, wenn es in die letzte Kurve geht, in die Spitzkehre. Da sind die nämlich überrascht, wie langsam wir eigentlich sind dann mit so einem Koffer. Und wie gesagt, das Einscheren ist auch eine Thematik.
das haben wir gesehen in Amerika, das ein oder andere Mal von einem Kollegen. Und ja, der Speed auf der Bremse ist halt zum Schluss dann nicht mehr so der Überschuss. Sebastian Bourdais, der hat auch Langstreckenerfahrung, vor allen Dingen aber aus GT-Autos und aus ein paar Einsätzen mit Pescarolo und natürlich mit Peugeot. Hier bleibt mal kurz hängen hinter einem der Ferrari bei einem der angesprochenen Überrundungsmanöver. Sebastian Bourdais, der Zweitplatzierte, hat aber ordentlich Rückstand auf Marc Genet. Ja, da ist einiges los im Verkehr. Jetzt ist er im Prinzip, er macht die dritte Spur auf, Platz ist genug, aber viel Pickup wird er jetzt vielleicht mitnehmen an der Position. Das ist nicht einfach beim Anbremsen der Schikane. Also da kommt man so das ein oder andere Mal aus dem Rhythmus. Dieses Pickup ist immer so ein ominöses Wort, da spricht alle Welt immer von. Das ist also, wie du es gerade gesagt hast, Reste, die auf der Straße liegen und die muss man sich irgendwie wieder abfahren von dem Reifen. Man sieht dann selbst wieder weg, oder? Speziell jetzt bei der Nacht natürlich nicht so, aber am Tage sieht man neben der Ideallinie diese ganzen Gummireste, die halt wegfliegen. Und das nimmt man auf, das klebt am Reifen im ersten Moment und das ist ein bisschen wie auf eine Ladung Erbsen treten mit Handschuhen, da geht's ab übers Parkett. Und das sieht man hier auch, der ein oder andere nimmt das mit, nimmt es auf und an der nächsten Schikane beim Bremsen geht es geradeaus. Ja, die Strecke ist nicht ohne, das hat auch Alexander Wurz gerade gesagt. Ich sagte, bevor du da warst, ich habe mit dem kurz gesprochen, als er aus dem Auto kam, gerade eben. Ich sagte, es verliert einer jede Menge Öl, die Scheibe ist tierisch verschmiert und es ist wahnsinnig viel Gummi und auch Steinchen und Kies auf der Bahn. Also es ist wirklich nicht einfach, hier wirklich zackig am Limit zu fahren. Deswegen werden die mit Sicherheit, wie Ralf gesagt hat, Tempo ein bisschen rausnehmen. Peter Hartmann im Ginetta Seitec. Dieses Auto hat leider nie eine Rolle gespielt von diesen skurrilen Engländern. Peter Hartmann im Strecker-Auto auf der 27. Position. Was da alles schiefgelaufen ist, müssen wir in der Nacht noch mal raus recherchieren. Ich weiß es nicht. Ich hatte zumindest mit Danny Watts gedacht, dass er in der Anfangsphase in den Top 10 mitfahren könnte. Er ist natürlich der Teamchef und Herrenfahrer Peter Hartmann in Personalunion. Dass der nicht so schnell ist, ist klar. Hartmann allerdings hätte, Danny Watts hätte es besser machen können. Ja. Ja, da haben wir eine eben angesprochene Situation. Da ging es auf den Bremspunkt zu zwischen einem GT2 und einem LMP-Auto. Welches können wir jetzt noch nicht erkennen, das LMP1-Auto? Patrick Pillet allerdings aus der GT2, das war der Drittplatzierte, der durchaus Siegchancen gehabt hätte. Hat sie immer noch, der findet da ja irgendwie wieder raus aus diesem Schlamassel. Hat aber einen Flurschaden an der Karosserie, der wird also sicher an die Box kommen. Patrick Long sogar im Auto, nicht Patrick Pillet, der Franzose. Aus Kalifornien, also dort in ein Missverständnis verwickelt. Welcher LMP1 es war, keine Ahnung, nicht gesehen. Und da geht Peter Hartmann wieder raus und das ist noch ein Nachtrag zum Thema Öl auf der Strecke. Ja gut, jetzt, wir wollten ansprechen, es geht natürlich jetzt in die Nacht und da gibt es viele Situationen, gerade auch was Öl betrifft. Hier wird die Scheibe gereinigt, das ist natürlich auch nicht immer ein Vorteil bei einem geschlossenen Auto, wenn man jemand Öl verliert. Das ist in der Nacht natürlich schlecht zu sehen. Das passiert sogar mal bei Testfahrten, da gibt es eine kleine Anekdote von unserem Freund Dino Capello, der mal bei einem Dauerlauf in Jerez unterwegs war, ganz alleine, Audi hat einen Dauerlauf gefahren, es war ein Auto unterwegs und Dino hat irgendwann gefunkt, dass es ein bisschen schwieriger wird, irgendjemand verliert Öl. Und Ralf Hüttner, der Teamchef von dem Team Jöst Audi Sport, hat dann gesagt, okay Dino, komm mal lieber rein, du bist alleine auf der Strecke, es wird wahrscheinlich dein Auto sein, was Öl verliert und wir schauen da mal nach. Aber wie gesagt, gerade in der Nacht, jetzt kommen einige Risiken dazu, denn eine Ölspur ist sicherlich am Tage noch ganz gut zu erkennen. In der Nacht kann das ein böses Foul sein, gerade wenn man zur Porsche-Kurve kommt. Was passiert da? Da gibt es eventuell auch einen Haubenwechsel oder zumindest verstellt man was an der Aerodynamik vielleicht. Nein, Haubenwechsel. Haubenwechsel, ja. Vielleicht auch da ein Problem, dass man sagt, wir haben ein bisschen zu viel Untersteuern und... auch wie bei Audi reagiert man da mit einem Haubenwechsel, um vielleicht eine andere Aerodynamik zu fahren. Mal gucken, das ist Auto des Zweitplatzierten, Sebastian Bourdais. Hält aber momentan etwas auf, also das scheint nicht richtig zu funktionieren. So wie bei euch am Training quasi. Genau, ja, wir hatten ein Problem, dass wir die Haube komplett nicht mehr abbekommen haben, deswegen auch überhaupt keine Setup-Arbeit machen konnten im ersten Training am Donnerstag. Ja, und das ist natürlich dann ein Schuss in den Ofen, da wird jetzt einiges an Zeit verloren. Das muss man natürlich jetzt auf der Strecke erstmal wieder reinholen. Das heißt, da muss die Aerodynamik dann auch wirklich um einiges besser sein, um den Verlust jetzt wieder gut zu machen. Ich könnte mir vorstellen, es hat vielleicht auch mit dem Licht zu tun. Also wenn sie jetzt nur ein bisschen was am Untersteuern machen wollten, dann hätte ich als Chef gesagt, vergiss es, fahr. Also hier muss doch schon irgendwie ein Grund vorliegen, warum sie das Auto nicht rausschicken. Ja, wir haben das erlebt auch. Ich wurde mal gewaltsam aufgehalten am Ende der Boxengasse. Da sind die Marshalls ja auch sehr strikt. Da ging auch ein Scheinwerfer nicht. Es war am Tage, hat keiner was von. Aber es ist das Reglement und da geht es halt nicht mehr raus am Ende der Boxengasse, wenn das Licht nicht funktioniert.
Das ist natürlich auch ganz wichtig. Hinten guckt leider keiner, das haben wir dann auch schon öfter gehabt in der Vergangenheit. Frank Wieler kann da sicherlich auch ein Lied von singen, dass einige Autos in der Nacht rumfahren, wo man hinten kaum Licht dran hat. Und dann kommen wir mit Überschuss an und läuft vielleicht auch in die ein oder andere Situation herein. Da passt mal überhaupt nichts, also servicefreundlich scheint er nicht gerade zu sein. Ja, das war natürlich in den letzten Jahren immer so ein Thema und das waren immer die Punkte, wo selbst Audi mit einem unterlegenen Auto, mit dem etwas älteren R10 dann wieder aufgeholt hat. Das tut jetzt sicherlich gut, aber das ist noch nichts, wo man jetzt sagt, da geht es gleich in die gleiche Runde oder es geht um die Führung, denn wir haben ja noch ein Auto davor. Ja, aber was ist das für ein Gemurks, da einen Haubenwechsel? Ja, aber es kann aber auch sein, dass er irgendwo sich was verbogen hat und den halben Unterboden, ich sag mal, vorne abgerissen hat. Man konnte jetzt die Haube leider nicht sehen und das Ganze sich ein bisschen verzogen hat und deswegen es nicht runterging. Also rauf ging es ja eigentlich okay mit der neuen Haube. Ja. Vielleicht lag da wirklich was von einem... von einem kleinen Unfall, sag ich mal, Zwischenfall vor. Da kann mal was geflogen kommen, das hatte ich in meinem Turn auch. Ich war ja fast involviert in der Geschichte vor der Ford-Kurve nach den Porsche-Kurven, als der ersten Martin mit dem, ich glaube, Ginetta oder was zusammengebracht oder Reikl. Und da war ich eigentlich auch erste Reihe dabei. Ich musste zurücknehmen, weil der Aston Martin mich eigentlich aufs Gras schicken wollte, habe dann zurückgenommen und dann ist der Aston halt in das nächste Auto rein. Also er hat sich schon einen gesucht, muss man da ganz klar sagen. Und da ist mir auch ein Stück Kohlefaser gleich mal vorne reingeflogen. Aber das war jetzt nichts Extremes für uns in dem Moment. Aber es kann viel passieren. Sowas kann auch der Fall gewesen sein. Es hat aber immerhin das Auto jetzt die zweite Position gekostet. Tom Christensen jetzt wieder auf Platz 2 hinter dem souverän führenden Marc Genet in Peugeot. Jetzt also Christensen im Audi auf 2. Frank Montagny, der übernommen hat, die Nummer 8, zurückgefallen durch diesen langen Haubenwechsel auf der dritten Position. Und das der andere Ginetta Zytek vom Teamchef himself, vom Ginetta Teilhaber sogar, Lawrence Tomlinson, einem ziemlich schrulligen englischen Geschäftsmann. Richard Dean und Nigel Moore teilen sich das Auto mit dem schwerreichen Lawrence Tomlinson, der sein Vermögen auf Altersheimen basiert hat. Der Motor ebenso ein Eigenbau wie das Auto. Es kommt alles aus dem Hause Zytek, einer Zuliefererfirma, die beispielsweise auch die Hybridmotoren für McLaren, Mercedes in der Formel 1 auf die Linie legt. Sebastian Bourdais, der versucht hat, alles aus dem Auto rauszuholen. Wir waren ziemlich weit in Führung. Aber solche Sachen können bei einem 24-Stunden-Rennen passieren. Das war ein kleines Problem, das wir vorher noch nie gehabt haben. Und dann ist es nicht einfach, darauf zu reagieren und die richtige Entscheidung zu treffen, wenn das Problem erst im Rennen zum ersten Mal aufhört. Ich hatte um Haaresbreite noch eine Kollision mit einem GT2 Porsche, der mich ziemlich zusammengebremst hat. Ich musste das Auto ordentlich zusammenstauchen, um nicht noch einen Unfall zu riskieren. Der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den GT2 und unseren Autos, der ist schon ziemlich gigantisch. Der Blick auf die Bremsbelüftung derweil beim Ginetta. Und Bourdais sagt, das größte Problem, das wir jetzt noch haben, ist wirklich der Umgang mit dem Verkehr auf der Strecke. Die Audi hinter uns sind zwar schnell, aber wir müssen wirklich sehen, dass wir gut durch den Verkehr kommen, sauber durch den Verkehr kommen und dann gucken. Ich hoffe natürlich, dass wir im Laufe des Rennens noch wieder so nah rankommen, dass wir auch um die Führung wieder mitkämpfen können. Aber jeder kleine Zwischenfall beim Überrunden, der kann das Rennen hier entscheiden. So, was sagt der Kennerblick, was passiert bei diesem Ginetta? Eine ganze Menge, vorne wie hinten. Ja, der Kennerblick, also man konnte ja sehen, wie jeder sehen konnte, dass es etwas Mechanisches ist. Aber ich habe jetzt leider nicht lange genug sehen können, ob die mehr im Motorbereich unterwegs sind oder Getriebe. Aber auf jeden Fall waren zwei Leute wirklich beschäftigt damit, das wieder zu beheben. Und wir haben jetzt leider das Auto nicht mehr im Bild. Wir haben jetzt wieder eine Corvette, die gerade zum Reifenwechsel reingekommen ist. Nämlich den Spitzenreiter der GT1, Olivier Beretta, der Monegasse im Auto von Brandon Miller, also in der Werkschepponville Corvette. Seit direkt vor der Werbepause. Johnny O'Connell ist natürlich der Führende in der GT1-Kategorie mit dieser Chevrolet Corvette, mit der sie jetzt on board unterwegs sind. Johnny O'Connell auf der 18. Gesamtposition. Hat seinen Boxenstopp eine Runde nach dem Schwesterauto von Olivier Beretta, das wir vor der Werbepause gesehen haben, abgeleistet. Also Johnny O'Connell, erster in der GT1, dann
erklecklich bereits dahinter, Olivier Beretta auf der zweiten Position und Justin Jus auf Platz 3. Und da hat es sich dann auch schon ausge-GT1 mittlerweile auf unserem zweiten Tableau. Viel mehr kommt dann da nicht. Ja, wir hatten vorhin, haben wir eine Corvette verloren mit dem Patrice Gousselin, der einen Abflug hatte und ich glaube, soweit man das sehen konnte, war das kein technischer Defekt, sondern ein Ausrutscher und dabei wurde das Auto so stark beschädigt, dass wir es bisher noch nicht wieder zurückgesehen haben auf der Strecke. Ich weiß noch nicht, ob es zurückgebracht worden ist und repariert wird, da müssten wir vielleicht mal in die Boxengasse runterschauen, aber auf jeden Fall war das ein relativ heftiger Abflug vorhin. Also nichts zu sehen. Ich sehe ein Jet Alliance Auto in der Boxengasse, der fährt also auch immer noch, trotz diverser Zwischenfälle. Das Auto von Alexander Müller, Lukas Lichtenheuer, dem Teambesitzer und Thomas Gruber. Da gab es ja gleich zu Beginn eine ganze Menge Zwischenfälle. Benzinpumpe, Elektrikschäden, was weiß ich auch alles. Vorhin waren ja zwei Lolas relativ nah beieinander, die eigentlich immer zusammen die ersten, ich glaube, 3-4 Stunden wirklich zusammenfuhren, sich dann langsam ein bisschen auseinandersetzten. Aber jetzt ist einer dieser beiden Lolas doch relativ weit zurückgefallen. Nur der Stefan Lücke mit dem 007er ist noch auf der 5. Position zu finden. Ja, und Darren Turner in der Tat, Ralf, nur auf Platz 12 mittlerweile. Im eigentlich nominell schnellsten der Lola ProDrive Aston Martin, was auch immer. Da muss also auch irgendwas mächtig entgleist sein in der Zwischenzeit, abseits der Kameras, auch das werden wir aufarbeiten. Dr. Wolfgang Ulrich, der Audi-Sportchef, muss Rapport ablegen. Das andere Auto, was Sie gerade im Bild sahen, war eines der beiden Autos aus dem Team von Colin Collis, nämlich Giorgio Mondini in der Startnummer 15. Das Auto teilt er sich mit Christian Albers und mit Christian Backerud aus Dänemark. Und zwar tut er das auf der 7. Position, einen Rang hinter Charles Zwolzmann und André Lotterer aus dem gleichen Team, die ihren Teamkollegen Narain Katikeyan, der ist ihnen abhanden gekommen durch einen bedauerlichen Unfall während der Fahrerparade, der ist nämlich über die Boxenmauer gehüpft und hat sich dabei die Schulter angebrochen. Ist auch ein Unikum, habe ich auch noch nie vorher gehört. Und jetzt müssen die Jungs, so wie in den alten Zeiten, das Rennen zu zweit bestreiten. Ja, können Sie mal zeigen, was in ihnen steckt. Also das ist natürlich, der Frank kann da wahrscheinlich ein Lied von singen, wie schwer das ist. Du hattest mal eine ähnliche Situation. Ich habe es mal gemacht mit dem Pierre Kaffer, nachdem der Elmec nicht ausgefallen ist, weil er eine Kollision hatte auf Öl. Sowohl Lechto als auch McNich sind damals auch hart an der gleichen Stelle abgeflogen, wo der Lukas eben rausgeflogen ist. Und wir hatten dann das Vergnügen, 21 Stunden zu zweit durchzuziehen. Und ich muss sagen, das ist verdammt hart. Es ist ja auch mit drei Fahrern, wissen alle, dass dieses Rennen verdammt lang und verdammt hart ist und an die Physis geht, an die Substanz geht. Und das zu zweit durchzustehen, also da bin ich mal gespannt, was die Jungs nach dem Rennen sagen. Es geht natürlich, aber es ist doch um einiges schwieriger als die Situation, sich das Auto mit drei Fahrern teilen zu können. Im Übrigen muss man sagen, die Jungs machen da einen super Job. Das Auto läuft und läuft und läuft, der gute alte R10. Und liegen jetzt auf Position 6 und 7. Also würde mich nicht wundern, wenn die schön ordentlich durchfahren. Sieht das gar nicht schlecht aus. Man sollte vielleicht auch erwähnen, dass es die Truppe absoluter Le Mans Neuling ist, sowohl das Team als auch, ich glaube, alle Fahrer beinahe. Und von daher Hut ab vor den Leistungen, die sie da so bringen bisher. Das Auto von Phil Bennett kam gerade an die Box, ein Nachrücker, nachdem der Lamborghini von Hans Reichel zurückgezogen wurde. Ein LMP2, Phil Bennett liegt auf der 4. Position. Und jetzt ist Vanilla X ausgestiegen und wird durch Jamie Campbell-Walter ersetzt, den gerade eben angesprochenen Schotten, guter alter Bekannter aus Lister-Zeiten noch, der als erster hier vierfach Turns gewagt hat mit einem Satzreifen, gesagt, es geht. Das Auto liegt weit, weit zurück, der Creation Autosport Heath, aber Jamie Campbell-Walter wird ihn mit Sicherheit gleich ordentlich zischen lassen. Und zurückkommend auf die Thematik zu zweit ein Auto fahren. Ich glaube, da hat es aber die richtigen getroffen. Also wohl Charles Zwolzmann oder das recht André Lotterer, die werden das schon durchziehen. Das sind also ordentliche Kämpfer und ordentliche Tiere vor dem Herrn. Da hätte es hier schlimmere treffen können. Ja, das die werden das ordentlich scheuen. Sicherlich Beißer und die werden das durchstehen, gar keine Frage. Audi ist natürlich auch sehr gut organisiert und hat einen Stab an Helfern dabei. Damit meine ich, das sind Ärzte, das sind Physiotherapeuten. Das heißt,
wenn man aus dem Auto kommt, man fühlt sich schlapp, da legt man sich mal so gleich auf die Liege. Man bekommt vielleicht ein bisschen was vom Arzt, man bekommt eine Massage. Man hat natürlich eine Verpflegung vom Essen her, die idealste ist. Von daher haben die Jungs natürlich schon eine gute Voraussetzung, das zu schaffen. Wir sahen gerade den Hankook Ferrari, die Nummer 89. Da fährt momentan Montanari, Christian Montanari, genau, auf der 7. Position, der Teamkollege von Dominik Farnbacher. Und jetzt ist Dominik Farnbacher selbst im Auto drin, der Sohn des Teamchefs Horst Farnbacher. 8. Stelle in der GT2-Wertung hinter Tracy Crone im Risi-Ferrari momentan. Von einem Reifenschaden gebeutelt während unserer Übertragungen. Normalerweise müssten die von der reinen Fahrerbesetzung weiter vorne sein. Alan Simonsen ist schnell und Dominik Farnbacher schlägt sich auch sehr gut in diesen Autos. Ja, Hankook ist natürlich nicht so einfach, jetzt hier einfach mal hinzukommen und mit einem neuen Reifen gut auszusehen. Hankook hat bestimmt eine Menge nachzuholen, eine Menge zu lernen. Michelin, die hier schon seit Jahren die Siegerreifen stellen und auch nicht nur die 24 Stunden von Le Mans bestreiten, sondern Rennen in Amerika, Rennen in Europa und einen riesigen Wissensschatz haben. Da heranzukommen dauert natürlich sehr lang und vor allen Dingen hier wird ein Reifen sehr stark beansprucht. Vanina X, die Tochter von Jackie X, ausgestiegen aus dem gerade angesprochenen Creation. Die Besatzung, Yaletta, Campbell Walter und Vanina X liegt auf der 19. Gesamtposition. Die Belgierin, die sich auch bei dem deutschen Tourenwagen Masters versucht hat, mit wenig Erfolg. Im Sportwagen ist sie deutlich besser zu Hause. Ganz kurzfristig erst zu diesem Platz gekommen, beim Team von Mike Jankowski aus England. Hat nur einen einzigen Test gefahren, ich glaube in Snetterton. Und ist dann hier auch relativ ins kalte Wasser geschmissen worden. Studentin der Meereswissenschaften oder Meeresbiologie, wenn ich es richtig weiß. Und jetzt steht sie bei uns zum Interview parat. Vanina, comment ça se passe? On a eu un début difficile, on a dû changer d'injecteur, je suis passé par le bac à gravier. Mais maintenant ça va. Wir hatten einige technische Probleme am Auto, mussten einige Teile tauschen. Es gab auch einige Zwischenfälle, Kollisionen auf der Strecke. Die Bremse war nicht ganz optimal. Einmal haben wir sogar das Auto in die Reifenstapel geworfen. Mittlerweile haben wir aber einen Rhythmus gefunden. Aber einfach ist es, weiß Gott nicht, leicht tue ich mich nicht. Vor allem auf der Bremse habe ich noch große Mühe, hier wirklich alles mitzukriegen. Es ist zwar draußen ziemlich heiß, aber wir haben damit kein Problem, denn wir haben ein offenes Auto, ein Cabriolet quasi, und da ist die gute Belüftung entsprechend gut. So, in der Zwischenzeit war der Ginetta Seite von Stracker Racing mit Peter Hartmann, dem rasenden Teamchef, außerplanmäßig an die Box. Der kommt gerade wieder raus. Der hat sich eine Stop-and-Go-Strafe eingefangen, weil er mit 71 km/h die Boxengasse runtergezischt ist nach seinem Boxenstopp. Und das ist offenbar zu viel. Ja, natürlich. Und man darf sich da auch keine Fehler erlauben. Wie man gesehen hat, sofort wieder rein. Stop and go, Penalty. Wird sehr, sehr stark kontrolliert. Ist aber sicherlich vom Fahrer auch keine Absicht. Vielleicht funktioniert der Pit Speed Knopf nicht mehr. Also der Schalter, wo wir halt dann den Begrenzer sozusagen aktivieren, der das Fahrzeug auf den vorgegebenen Speed halt dann runterfährt oder ihn da festhält. Und man kann das im Eifer des Gefechts mal vergessen, man kann sogar den falschen Knopf drücken, aber sicherlich ist das nicht mit Absicht passiert. Aber man muss halt dann leider noch mal rein und eine Stop-and-Go-Strafe absitzen. Bei Orica wird ein Tankstopp vorbereitet. Und der Epsilon Barasi wird zurückgeschoben. Phil Bennett, sein Rennen also zumindest kurzfristig mal unterbrochen für eine längere Reparaturpause. Jean-Christophe Pouillon beim Weg aus der Boxengasse. Das Auto des Viertplatzierten, der Courant, der jetzt aber Pescarolo, Peugeot 907, nach seinem mittlerweile 12. Boxenstopp. Marc Genet hat bereits seinen 13. in der Sicht von Christensen. 10 von Christensen auf der 2. Position hinter Marc Genet und Franck Montagny auf Platz 3. Und Franck Montagny ist momentan eindeutig der Schnellste hier im Ring.
Ja, hier geht die Pace, die man auch am Tage gehen konnte. Schnellste Runde mit 3:25.1, jetzt momentan 3:26.6. Also sehr gut unterwegs bei Nacht. Normalerweise gehe ich davon aus, dass das der Tom auch gehen kann, also den Speed, den man bei Tageslicht gehen kann. Aber im Moment fehlen ihm da so 4 Sekunden, wahrscheinlich war es Verkehr. Tom fährt normalerweise sehr gerne bei Nacht, es ist sehr, sehr stark bei Nacht. Und deswegen denke ich, werden wir ihn auch öfters sehen, bei Dunkelheit vielleicht. Und er müsste eigentlich in der Lage sein, da Topzeiten fahren zu können, wenn er nicht vom Verkehr aufgehalten wird. Da kommt wieder der Pest Aston Martin, die 009. Da hatte Peter Koch sich mit Sicherheit mehr ausgerechnet, als hier jetzt dermaßen von allen möglichen Plagegeistern des Motorsports befallen zu werden. Du hast gerade mal immer gesagt, Frank, dass möglicherweise bald mal Einfach-Turns anstehen können. Heißt das dann mit weichen Reifen hier von Habe ich nicht gesagt, aber kein Problem. Kann ich was zu sagen. Ja, man wird sicherlich jetzt in der Nacht dann irgendwann auf weiche Reifen gehen, um eben schneller unterwegs zu sein, logischerweise. Wie lange die halten, kann ich nicht beurteilen. Habe ich auch von den Jungs bisher keine Info bekommen. Nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eben so viel schneller sind, dass man da also nur ein Stint fährt und sagt, danach muss ich halt wieder 20, 30 Sekunden einen Reifen wechseln. Also das würde keinen Sinn machen. Also normalerweise, egal was man fährt, ein Doppelstint ist eigentlich Pflicht. Und wenn möglich, sollte ein dritter auf jeden Fall machbar sein. Also sonst gerät man da ins Hintertreffen. Und von daher halte ich das für ein Gerücht, dass man da eventuell nur auf einen Stint gehen will. Funktionieren denn die weichen Reifen bei eurem Auto? Ja, die werden mit Sicherheit funktionieren. Also das ist gar keine Frage. Ich denke, die Frage ist eben, wie viel bringen die dann hier auf dieser Strecke? Man versucht das ja auch vorher bei Testfahrten und weiß dann genau, der Reifen funktioniert, der Reifen hält. Und dann muss man ihn hier bei Nacht, wenn die Temperaturen passen, wenn es dementsprechend kühl ist, wenn vor allem die Streckentemperatur runtergegangen ist, dann muss man den probieren, muss den aufschnallen und muss aber, wie gesagt, auch 2 Stints durchhalten, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Also bei Peugeot sagen Sie mir, da funktioniert der weiche Reifen nicht, weil er zu sehr bewegt. Sowas kann passieren. Ich hoffe, dass das bei uns nicht der Fall ist. Ich weiß auch nicht, ob man bei beiden Herstellern die gleichen Konstruktionen zur Verfügung hat oder fahren möchte. Aber soweit ich weiß, wird es bei uns bei Nacht eben den Weichen geben. Sascha Maaßen an der Box, der Zweitplatzierte in der LMP2-Kategorie, immer noch hinter Kasper Elgard. Und das ist der Viertplatzierte durch die Jus aus der GT1, der Drittplatzierte hinter den beiden Werksautos und demzufolge noch vor Alexander Müller, Lukas Lichtenheuer und Thomas Gruber im Jet Alliance Auto. Und damit ist dann diese arg ausgedünnte Kategorie auch schon am Ende ihrer Autos angelangt. 2 Corvette aus dem Werksrennstall, Brandon Miller aus Michigan und dann die einzig verbliebene aus dem Team von Luc Alphand und dann der Aston Martin von Jet Alliance, der ebenfalls noch im Rennen ist und der wieder fährt. Bei Sascha Maaßen unten sehe ich, da wird auch die Haube gewechselt. Wenn wir uns vom Bild mal kurz entfernen, von dem Alphand-Boliden runter auf den Porsche RS Spyder. Ein Haubenwechsel beim Zweitplatzierten bei Sascha Maaßen. Der war zwischenzeitlich mal in Führung, als Christian Paulsen unterwegs gewesen ist, bei seinem allerersten Turn hier in Le Mans überhaupt. Der Däne. Jetzt allerdings hat das Essex-Auto das Zepter in der LMP2 wieder übernommen. Auf Platz 3 der Lola von RML mit Thomas Erdos. Auf Platz 4 Phil Bennett im Zytec 07S, der allerdings jetzt an der Box steht und soeben eine Position verloren hat an Thomas Biaggi. Und da haben wir Sascha Maaßen im Go-Porsche an der Box stehen. Es wird noch an der Haube gearbeitet. Jetzt scheint sie zu sitzen. Dann kann der Achtler gleich wieder los. Man konnte gerade sehen, wie der Sascha eins von den Abreißvisieren abgemacht hat, um die Sicht halt wieder klare Sicht zu haben. Vorhin schon mal erwähnt, da sind 3, 4, 5, 6 verschiedene Visiere drauf, die man halt während des Rennens immer wieder abzieht, sodass man immer klaren Durchblick behalten kann. Die haben Grund, entspannt zu sein. Marc Genet hat eine Runde Vorsprung auf den Zweitplatzierten von Christensen. Und der zweite Peugeot von Frank Montagny ist immer noch eindeutig das schnellste Auto. Fährt 3,27er Zeiten in der Nacht.
während alle anderen 3,32, 3,33 sogar fahren. Und 4,27, was ist das? Das ist eine Boxenstopprunde von Jean-Christophe Bouillon. Stefan Mücke auf 5, der 3,38. André Lotterer 3,36. Da ist mehr drin für Lotterer. Der hat im Training hier schon zu nächtlicher, zu nachtschlafender Stunde 31er Zeiten gefahren am Donnerstag. Ja, und man hat wohl die Zeiten heute noch nicht ganz erreichen können. Also wir sehen eine schnellste Runde als 3,32. Von daher ist er jetzt mit der 36,0 bei Dunkelheit gar nicht so verkehrt unterwegs. Aber er wird natürlich auch versuchen, das besser zu machen, ganz klar. Weil wenn die Strecke jetzt kühler wird, weichere Reifen irgendwann drauf kommen, die Luft für den Motor natürlich viel besser ist, weil es kühler ist, dann wird man wahrscheinlich bei Nacht sogar schneller fahren als am Tag. Die Perspektive auf der Chevrolet Corvette von Johnny O'Connell und der Blick auf das Auto mit der Startnummer 1. Platz 2 derzeit, Fahrerwechsel, Boxenstopp, auf Christensen. Ja, ich sehe gerade nicht, wer jetzt eingestiegen ist, aber es war ein routinemäßiger Stopp. Alles okay. Kein Fahrerwechsel? Scheinbar. Aber wir haben gerade keinen Fahrerwechsel. Nee, nur Sprit, Reifen blieben drauf und der Tom ist immer noch am Steuer. Der hat irgendwie einen anderen Helm dieses Wochenende. Das macht mich immer ganz durcheinander, oder? Ich habe es auch nicht wirklich erkennen können jetzt aus diesem Blickwinkel. Man kann immer auch, wir haben hier auf dem Monitor auch nochmal die Zeit, die in der Box, beziehungsweise von der Einfahrt der Box bis zum Ende der Box verbracht wird. Und dabei kann man eigentlich immer sehen, ob ein Reifenwechsel stattgefunden hat oder nicht. Hier konnte man jetzt sehen, es hat keiner stattgefunden. Und normalerweise ist es so, wenn kein Reifenwechsel stattgefunden hat, dass auch der Fahrer sitzen bleibt, weil der Fahrer, der dann einsteigen müsste, würde dann auf den gebrauchten Reifen fahren und das ist eigentlich so ein Thema, was nie gemacht wird. Eigentlich ist immer, wenn ein neuer Fahrer kommt, auch immer neue Reifen. Ja, man macht das ungern, weil der Fahrer, der jetzt mit dem Reifen vielleicht 2-3 Stints hinter sich hat, der weiß, wie er sich verhält. Und wenn dann ein neuer Fahrer drauf kommt, ist es sehr schwierig, sich auf einen gebrauchten Reifen einzustellen.